Namaste allerseits, mein Name ist Wuk. Und dies sind die natürlichen universellen Gesetze nach Marc Passios Natural Law Vortrag. Man könnte auch sagen, es sind die Spielregeln, die kosmischen Regeln oder halt das wahre Gesetz der Anziehung und wie es funktioniert. Die natürlichen universellen Gesetze werden unter verschiedenen Namen geführt. Warum ich mich für die Bezeichnung natürliche universelle Gesetze entschieden habe, lege ich im Verlauf dar. Diese Gesetzmäßigkeiten sind auch als Gottesgesetze, moralische Gesetze, Karma, Konsequenzialismus oder Naturgesetze bekannt. Diese Gesetzmäßigkeiten werden oft in verzerrter, verfälschter oder unvollständiger Form wiedergegeben. Dies ist eine vollständige und glasklare Version der Spielregeln. Dies ist keine vollständige Zusammenfassung des gesamten Vortrags. Es sind nur die natürlichen universellen Gesetze. Seit nun 4 Jahren lebe ich komplett in Einklang mit diesen Gesetzen und ich kann die Wirkung und Wirksamkeit dessen nur bestätigen. Ich möchte mich an dieser Stelle für die wechselnde Tonqualität entschuldigen. Es liegt an dem wechselnden Equipment, was ich benutzt habe. Und ich möchte direkt anbringen, dass nichts von dem, was ich hier sage, wirklich neu ist. Es ist alles schon da draußen und kann schon lange gewusst werden. Wie Marc Passio es so schön sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Marc Passio war ein Mitglied der Church of Satan, bis er erkannte, was er dort wirklich tut. Danach verschrieb er sich der Aufklärung des Okkultismus. Er hat einige sehr gut recherchierte und ebenso vorgetragene Vorträge online. Ich kann all seine Werke vom Podcast bis zu den Videos nur allerwärmstens und eindringlichst empfehlen. Sein Stil wird oft als aggressiv bezeichnet, aber er sagt schlicht und ergreifend, wie es ist. Genauso habe ich es übersetzt und formuliert. Ich habe die Apophase von Marc Passios Vortrag weggelassen. Apophase bedeutet, etwas zu erläutern, indem man sagt, was es nicht ist. Ich sage euch, was ist, und erkläre euch nicht, was es nicht ist. All das, was ich hier sage, ist für jeden Einzelnen sehr leicht nachzuprüfen und nachzuvollziehen. Dies ist also die Kataphase. Falls die Kurzversion der Naturgesetze nicht für das Verständnis ausreicht, dann seht euch bitte die vollständige Version davon an. In Zeiten von universeller Täuschung ist das Aussprechen der Wahrheit ein aggressiver Akt. Die Wahrheit befindet sich im Kampf mit Gedankenkontrolle, Täuschung und Perversion. Perversion bedeutet nichts anderes als Umkehrung oder Verdrehung. Der Satz, für den Marc Passio bekannt ist, wäre "Get as offended as you like", was so viel heißt wie "Reg dich auf, so viel du willst". Ich verweise lieber auf die 3 Stufen der Wahrheitsfindung nach Arthur Schopenhauer. Wenn ein Mensch mit der Wahrheit konfrontiert wird, dann durchläuft die Wahrheitsfindung 3 Stufen. Als erstes wird sie heftigst attackiert, dann lächerlich gemacht und die 3. Phase ist stille Einsicht, weil es sich selbst beweist. Zitat Ende. Das bedeutet auch, dass wenn ich etwas sage, was euch aufregt oder ihr meint, dass das Blödsinn ist, dass ich den Nagel auf den Kopf getroffen habe. Wenn Freiheit irgendeine Bedeutung hat, dann dass man das Recht hat, den Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen. George Orwell. Und Nietzsche sagte, manchmal wollen die Menschen die Wahrheit nicht hören, denn das würde ihre ganze Illusion zerstören. Und Erich Fromm schrieb in Analytische Sozialpsychologie und Gesellschaftstheorie, Freud fand heraus, dass, wenn der Analyst ein unterdrücktes Thema berührt, der Patient sich seinen therapeutischen Vorgehen widersetzen wird. Weder aufgrund eines bewussten Unwillens seitens des Patienten noch Unehrlichkeit oder Geheimniskrämerei. Er verteidigt sich selbst gegen die Entdeckung des unbewussten Themas, ohne sich dessen oder seines Widerstands bewusst zu sein. Der Patient wird sich vom sensiblen Thema abwenden und über etwas anderes reden. Er kann müde oder schläfrig werden. Er kann einen Grund finden, nicht zu den Gesprächen zu erscheinen, oder er kann sehr wütend auf den Analysten werden und einen Grund finden, die Analyse zu beenden. Achtet bitte besonders während dieses Videos auf eure eigenen Gefühlswallungen. Sie verraten euch sehr viel über euch selbst, wie ein Spiegel. Ein Spruch aus Alice im Wunderland. Weißt du, was das Problem mit dieser Welt ist? Jeder wünscht sich eine magische Lösung für sein Problem und doch weigern sich alle, an Magie zu glauben. Und Mark Twain sagte sehr treffend, es ist einfacher, die Leute zu täuschen, als ihnen klarzumachen, dass sie getäuscht wurden. Zitat Ende. Ich persönlich kann all das, was zu den natürlichen universellen Gesetzen oder dem, wie Mark es nennt, Natural Law gesagt wird, aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich habe hier einige Zusätze mit eingearbeitet, die ich in meinen Experimenten und Erfahrungen mit dem Natural Law oder den natürlichen universellen Gesetzen angesammelt habe. Genug der Vorworte, fangen wir an. Anforderungen. Menschen sagen, sie wollen bestimmte Umstände für sich und den Rest der Welt haben, wie zum Beispiel Glück, Gesundheit, Frieden, Freiheit, Wohlstand und so weiter. Es gibt aber Anforderungen, um diese Umstände zu erreichen. Wenn diese Anforderungen nicht erfüllt sind, werden die Umstände nicht automatisch, wie durch Zauberei oder ein Wunder, entstehen. Wenn die Menschen und noch mehr Gruppen oder ganze Völker, die diese Umstände haben wollen, sie noch nicht erreicht haben, folgt logisch daraus, dass ihnen das Wissen über die Anforderungen, dies zu erreichen, fehlt.
oder, wenn bekannt, sie es bewusst ignorieren. Solange dieses Wissen unbekannt bleibt oder ignoriert wird, ist das Manifestieren bzw. das Erreichen dieser Umstände unmöglich für sie. Dieses okkulte Wissen enthält, wie unser Bewusstsein arbeitet und das Wissen über die unsichtbaren natürlichen universellen Gesetze, welche die Konsequenzen unserer Handlungen bestimmen. Warum wird dieses Wissen zurückgehalten? Dieses Wissen wird zurückgehalten oder bewusst geheim gehalten, um ein Machtdifferenzial zwischen den Wissenden und den Unwissenden zu schaffen und zu erhalten. Wissen ist Macht. Warum wollen die Leute die Macht nicht? Macht geht mit Verantwortung einher. Genau diese Verantwortung möchte niemand übernehmen. Weder für sich selbst noch für andere. Johann Gottfried Säume sagte, Faulheit ist die Dummheit des Körpers und die Dummheit ist die Faulheit des Geistes. Zitat Ende. In diesem Bild sehen wir die Machtpyramide. Unten haben wir das Bankwesen, das Geschäftswesen, Militär, Politik, Bildung, Medien, Religion, Polizei, Gesundheitswesen und organisiertes Verbrechen. Sie alle scheinen voneinander getrennt zu sein und unabhängig zu operieren. Nur wenn man ganz oben an der Spitze der Pyramide steht, dann sieht man, wie all diese verschiedenen Organisationen zusammenarbeiten und die Pyramide der Hierarchie stützen. Ein Beispiel zum Machtdifferenzial. Stellt euch einen Top-Psychologen vor, eine Koryphäe auf seinem Gebiet, der sämtliche richtungsweisenden Fachbücher geschrieben hat. Er hat sämtliche, in Anführungsstrichen, Trophäen, eine gut aussehende Frau daheim, sein Bentley, Villa, Yacht, Aktien, Bankkonten, mit großen Scheinen und goldenen Plastikkarten gefülltes Portemonnaie etc. pp. Dieser Mann findet heraus, dass seine Frau mit einem Nachwuchsfußballer fremdgeht. Er sucht, findet und lernt den Jungen kennen. Der Junge interessiert sich nur für Fußball, Videospiele und guckt viel TV. Der Psychologe freundet sich mit dem Jungen an, um mehr über ihn herauszufinden. Was meint ihr, könnte der Psychologe mit dem Jungen machen? Mit ein bisschen Zeit, seinem Hass, seinen Möglichkeiten und mit seinem Wissensvorsprung. Alles. Das Fußvolk ist in der Position des Jungen, auch wenn es nicht unbedingt etwas Böses getan hat, um es zu verdienen. Das Fußvolk ist in der Position, weil die sogenannte Elite, also die Leute, die jetzt zurzeit noch die Macht haben, das Fußvolk hasst. Jeder hat den Begriff der menschlichen Ressource gehört. Exakt so sieht uns diese sogenannte Elite. Wenn ihr nun fragt, warum hasst die Elite uns? Ich kann nur schätzen, dass es daran liegt, dass es höchst psychopathische Wesen sind. Da Psychopathen nicht alle Fähigkeiten haben, die ein Mensch hat, wird es wahrscheinlich Neid und Angst sein, was dann in Hass umschlägt. Die in Anführungsstrichen Wissenden wollen nicht, dass das Fußvolk weiß, dass und wie das Volk sich daraus befreien kann. Der ganze Unsinn da draußen, Fernsehen, Videospiele, Sportereignisse etc., ist dazu da, um euch von dem hier folgenden Wissen abzulenken. Das Wissen über die natürlichen universellen Gesetze ist eine der am meisten verzerrten und geheim gehaltenen Informationen, welche die Mächtigen unter Verschluss halten wollen, weil es das Spielfeld einebnen würde und das Ende für ihre jetzigen Systeme, also diese Matrix, bedeuten würde. Unterschied zwischen Unwissenheit und Ignoranz. Unwissenheit hat keine Schuld, weil die Informationen nicht verfügbar sind. Ignoranz bedeutet bewusst Wissen ablehnen, obwohl das Wissen verfügbar ist. Es gibt einen Unterschied der karmischen Konsequenzen für Unwissenheit und für Ignoranz. Die Strafen für Ignoranz sind deutlich härter. Dieses fundamental wichtige Wissen zeigt einem den richtigen Weg. Wenn man dieses Wissen verinnerlicht und es lebt, ist es ein mächtiger Schutzmantel und der Schlüssel für viele Türen. Es ist nicht wie ein Zaubertrank, den man einmal nimmt und alles wird gut. Es ist ein Prozess, der nicht einfach ist und ein Weilchen braucht. Ich sage nicht, dass es leicht wäre, aber je weiter man kommt, desto leichter und schöner wird es. Und es lohnt sich absolut, diesen Weg zu gehen. Wissen und Zeit sind zwingend erforderlich. Ich kann euch nicht befreien. Ihr müsst euch selber befreien. Das Wissen dazu gebe ich euch hier, aber die Zeit könnt ihr euch nur selber nehmen. Ich möchte euch hier allerdings noch ein paar Werkzeuge mitgeben. Sie werden euch helfen beim Wachstum und als Stabilisation. Wenn man ein Korn, einen Samen, in die Erde steckt, dann muss dieser dort erst mit reichlich Wissen und Gefühl, sprich Wasser, begossen werden, bis der Samen bricht. Dann muss die Sprosse sich durch die, in Anführungsstrichen, dunkle Umgebung arbeiten, bis sie an die Oberfläche kommt und das Licht sieht. In der Wachstumsphase schwankt man oft und viel, aber das wird mit der Zeit weniger. Je mehr man wächst, desto schneller gewinnt man an Stabilität. Der Prozess ist im Film Die Matrix recht passend dargestellt. Es ist das, was Neo passiert, nachdem er die Pille genommen hat. Wenn man den Spiegel in sich hat und sich selber als Ganzes im Spiegel gesehen hat, soll heißen, sich selber reflektiert und respektiert hat, erkennt man die Felder, die Schatten im Innen und Außen. Es ist das, was Carl Gustav Jung Schattenarbeit nennt. Schattenarbeit bedeutet das Bewusstmachen seiner eigenen Schatten, seiner schlechten Seiten, der Dinge, die man falsch gemacht hat. Genauso wie das Bewusstmachen und Erkennen der Schatten im Außen, die man
üblicherweise ausblendet. Nach dem Erkennen geht's erstmal abwärts. Man verliert den Halt und landet in der Scheiße. Aber man wird auch direkt wieder rausgefischt und dann geheilt. Die Heilung und Lernphase ist das, was am längsten dauert. Aber in der Zeit befreit man sich von selbstverursachtem Leid, also Karma. Wenn das überstanden ist, kann man anfangen mitzuwirken. Eine asiatische Weisheit besagt, Erleuchtung ist ein destruktiver Prozess. Es ist das Erkennen und Wegbrechen der Lügen, die man lebt. Schritte zur Problemlösung. Erstens, erkennen, dass ein Problem existiert. Das angstbasierte Leugnen eines Problems muss als erstes angegangen und bewältigt werden. Zweitens, erkennen, dass die Symptome darunterliegende Gründe haben. Man sollte also nicht die Symptome behandeln, sondern eine tiefgehende Diagnose von dem verursachenden Problem machen. Diagnose ist griechisch für durch Wissen. Dia heißt durch oder mittels und Gnosis heißt Wissen. Drittens, durch das Wissen, welches man durch die Diagnose erhält, leitet man die nötigen Aktionen ein, die notwendig sind, um die verursachenden Faktoren des Problems zu korrigieren. Wahrheit und Wahrnehmung. Wahrheit ist objektiv, das heißt, sie basiert nicht auf der Wahrnehmung oder der Meinung eines Menschen. Die Wahrheit ist das, was ist, was geschehen ist und was jetzt geschieht. Wahrheit ist Realität. Es ist eine Konstante, die kein Mensch oder sonstiges sterbliches Wesen ändern kann. Die Wahrnehmung verändert sich von Person zu Person, Zustand der Person etc. und kann sehr leicht verändert werden. Wahrnehmung ist nicht die Realität. Unsere Aufgabe ist es, die beiden zusammenzubringen, unsere Wahrnehmung der Wahrheit anzupassen. Dieses Bild verdeutlicht das. Die Wahrheit ist die weiße Linie und die farbigen Kurven sind die Wahrnehmung. Je höher die Frequenz, die Schwingung, die Vibration des Bewusstseins und der Wahrnehmung, desto frequenter, also häufiger, die Überschneidung mit der Wahrheit. Je niedriger die Frequenz, desto weniger Überlappungen und Schnittpunkte mit der Wahrheit. Unsere Wünsche oder Meinungen, was wahr ist oder nicht, haben keinerlei Einfluss darauf, ob etwas wahr ist. Bruno Giordani sagte, die Wahrheit verändert sich nicht, egal ob die Mehrheit der Menschen daran glaubt oder nicht daran glaubt. Georges Bataillier sagte, die Wahrheit ist paradoxerweise oftmals das exakte Gegenteil von der üblichen Wahrnehmung. Definitionen. Definition des Begriffs Definition. Definition ist die exakte Bedeutung eines Wortes oder Begriffes, genaue Bestimmung eines Begriffes durch Auseinanderlegung, Erklärung seines Inhaltes. Bei Bild und Ton zum Beispiel, High Definition sorgt für ein besseres, klareres Bild bzw. Ton. Je präziser unsere Definition von Worten oder Konzepten ist, desto klarer die Bedeutung, daher auch unser Verständnis dieses Wortes oder Konzeptes. Definition des Begriffs Liebe. Im Deutschen haben wir zwei Begriffe für Liebe. Liebe und Hassliebe. Die eine ist destruktiv, führt zu Abhängigkeit und körperlichem sowie geistigem Verfall. Die andere ist konstruktiv, führt zu mehr Freiheit, Sicherheit und Gesundheit. Selbstverständlich gibt es im deutschen Sprachgebrauch mehrere Begriffe für Liebe, allerdings nur zwei Begriffe, die als ein Wort gebraucht werden. Damit fallen solche Sachen wie familiäre, freundschaftliche oder brüderliche Liebe in diesem Falle weg. An dieser Stelle möchte ich euch zwei Fragen stellen und euch bitten, euch Gedanken um eine Definition zu machen. Die erste Frage wäre, was ist die Farbe der Liebe? Und die zweite ist, wo in eurem Körper fühlt ihr Liebe? Ich möchte euch bitten, dieses Video kurz zu stoppen und euch mal eure eigenen Gedanken zur Definition des Begriffs Liebe zu machen. Bitte bedenkt dabei, dass diese Definition nicht nur für uns Menschen, sondern auch für Tiere, Pflanzen und Einzeller gelten soll. Denkpause. Die Farbe der Liebe ist grün, nicht rot. Die Farbe des Herzchakras ist grün und die Farbe des Sexualchakras ist rot. Sexualität ist nicht Liebe, kann aber ein Teil von Liebe sein. Lust ist nicht Liebe. Lust kann man auch mit Wesen empfinden, die man nicht liebt. Liebe fühlt man im Herzen, beziehungsweise vom Herzen ausgehend. Fragen wir uns, warum wird euch beigebracht, dass Liebe rot ist? Wenn wir uns das Chakrensystem des Menschen ansehen, also das, was bekannt ist, die sieben Hauptchakren, dann sieht man, dass das rote Chakra das niederste, das Sexualchakra ist. Es ist das Chakra mit der niedrigsten Schwingung. Somit ist die rote Liebe auch die Liebe, die am niedrigsten schwingt. Diese rote Liebe kann von allen Wesen vollzogen werden. Liebe in höherer Schwingung, wie zum Beispiel grün, blau oder lila, kann nur von den Wesen praktiziert werden, die diese Chakren auch haben, sich dessen bewusst sind und damit umgehen können. Einige der Wesen, die auf diesem Planeten zurzeit sind, können uns dorthin nicht folgen. Die rote Liebe steht im direkten Zusammenhang mit der sogenannten Lush-Energie.
Im Law of One wird die Liebe der verschiedenen Chakren ausgiebig besprochen. Dort wird auch erwähnt, dass wenn einer der beiden Partner nicht in der grünen Liebe mitschwingt, bei diesem der Appetit bzw. die Frustration bei jeder sexuellen Interaktion steigt. Das bedeutet im Klartext, falls einer der beiden Partner den anderen nicht wirklich liebt, wird eine sexuelle Frustration bzw. ein sexueller Appetit immer weiter ansteigen. Diese Anstauung von Frustration bzw. Appetit ist von der herrschenden Klasse durchaus gewollt. Ebenso von den Wesen, die diese Lush-Energie benötigen. Durch die Anstauung der sexuellen und der Frustrationsenergie können diverse Krankheiten ausgeprägt werden. Um eine blau- bzw. indigo-farbene Liebe zu erreichen, muss zwingend die grüne Liebe vorhanden sein. Es ist vergleichbar mit einer Treppe. In diesem Fall ist es so, dass wenn eine Stufe fehlt, man nicht weiter nach oben steigen kann. Ich möchte hier nur ganz kurz noch als Gegenbeispiel auf die gelb schwingende Liebe eingehen. Die gelb schwingende Liebe gilt als Liebe der Dominanz, Gewalt und Vergewaltigung. Das gelbe Chakra ist auch das Chakra, was mit Dominanz verbunden wird. Ebenso mit Gruppen und deren Dominanz. Wenn ihr euch nun fragt, wie ihr einen Partner findet, mit dem ihr grüne Liebe und darüber finden könnt, dazu zeige ich euch eine Technik im weiteren Verlauf. Ich erwähne diese Technik, wenn wir die Manifestationstabelle der natürlichen universellen Gesetze besprechen. Die alten Griechen hatten mehrere Begriffe, um Liebe zu beschreiben. Um das eben zu verdeutlichen, möchte ich vier davon hier eben anführen. Ein Begriff ist Agape, was so viel wie allumfassende, bedingungslose Liebe bedeutet. Der zweite Begriff ist Eros, was halt die körperliche und sexuelle Anziehungskraft, das Begehren, repräsentiert oder bedeutet. Der dritte Begriff ist Philos, was so viel wie freundschaftliche Liebe bedeutet. Und Thelema, was Liebe unter Willen bedeutet. Dass man sich zum Beispiel dem Willen der Schöpfung unterwirft, was eine positive Definition davon wäre. Die negative Variante wäre, dass man seinen Willen dazu benutzt, diejenige Person, die man haben bzw. besitzen möchte, im Namen der Liebe so sehr traumatisiert, sodass sie sich in einen verliebt. Hierbei ist das Stockholm-Syndrom zu erwähnen und zu bedenken. Das Stockholm-Syndrom ist ein Effekt, dass eine Person, die stark traumatisiert und misshandelt wurde, an einem bestimmten Punkt eine emotionale Beziehung zu dem Peiniger aufbaut und sich dann schützend vor ihn stellt. Dies ist bei einer Geiselnahme in Stockholm geschehen. Daher der Name. Genau dieser Effekt ist gemeint, als Morpheus Neo davon erzählt, dass die meisten nicht bereit sind, vor der Matrix abgestöpselt zu werden, als er den Spruch sagt, dass sie darum kämpfen werden, die Matrix zu verteidigen. Hier ist es wichtig, sich wirklich bewusst zu machen, wie stark und viel wir alle traumatisiert wurden. Wir sollten uns besser nicht vor unsere Peiniger stellen, um sie zu schützen. Den meisten ist das Prinzip der Thelema durch ihre Haustiere bekannt. Aber es ist auch in unserer Gesellschaft sehr weit verbreitet, bei Männern und Frauen. Das dunkle telematische Prinzip ist nach den Naturgesetzen Unrecht, da es das Beeinflussen, Biegen und Brechen des Willens eines anderen Wesens beinhaltet. Meistens geht es auch mit Gewalt und anderen Traumatisierungen einher. Psychopathen können ausschließlich nur auf diese Weise, in Anführungsstrichen, lieben. Zur Verdeutlichung. Psychopathen nehmen Gefühle in geringerer Intensität wahr. Für sie ist es eine Gefühlstiefe, ob sie sich ein Brot schmieren oder eine Katze ausweiden. Außer, wenn es um sie selbst geht. Dabei entwickeln sie so etwas wie, in Anführungsstrichen, Leidenschaft. Diese ist aber, wie die andere Gefühlstiefe und Gefühlsintensität, eher gering. Ebenso ihr Wissensstand. Da es ihnen verwehrt bleibt, tiefes Verständnis von etwas zu bekommen, mal abgesehen von ihrer, in Anführungsstrichen, Beute. Daher brauchen sie unsere Energie, unsere Fürsorge, um ihre Ziele manifestieren zu können. Psychopathen haben auch keinerlei Gewissen, was es ihnen erleichtert, andere zu traumatisieren, ohne dafür ein schlechtes Gewissen zu haben bzw. Reue zu fühlen. Definition des Begriffs Liebe. Liebe ist die Kraft, die uns in Einklang mit der Wahrheit bringt und die unser Bewusstsein erweitert und das Bewusstsein und uns selbst aufblühen lässt. Dies ist eine Definition von Liebe, die nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere, Pflanzen, Einzeller etc. gilt. Diese so definierte Liebe ist exakt die Liebe, die David Icke auch in seinen Vorträgen meint. Liebe schränkt nicht ein, sie lässt gewähren und gibt einem mehr Möglichkeiten und mehr Sicherheit. Im deutschen Sprachgebrauch gibt es den Begriff der Hassliebe. Der Begriff steht für die destruktive Seite der Liebe. Aus Hassliebe will man jemanden, in Anführungsstrichen, behalten, besitzen, kontrollieren, konditionieren und traumatisieren.
Don Miguel schrieb in seinem Buch Die vier Versprechen: In deinem ganzen Leben wird dich niemand mehr misshandeln, als du dich selber misshandelst. Die Grenze des Selbstmisshandelns ist exakt die Grenze, die du von anderen tolerieren wirst. Wenn dich jemand ein bisschen mehr misshandelt, als du dich selbst, wirst du diese Person verlassen. Aber wenn dich jemand weniger misshandelt, als du dich selbst misshandelst, wirst du wahrscheinlich in dieser Beziehung bleiben und es ewig tolerieren. Definition Trauma. Ein Trauma ist eine Verletzung der Psyche und bzw. oder des Körpers. Wir sind alle schwer und viel traumatisiert. Nur die allerwenigsten begreifen das. Noch weniger arbeiten freiwillig daran und heilen sich. Ein Trauma ist zum Beispiel schon, wenn man als kleines Kind hinfällt, sich wehtut und niemand da ist, um einem beizustehen. Weder Vater, Mutter, Geschwister oder Freunde. Die Trennung des Kindes von der Mutter nach der Geburt, ebenso wie Impfungen oder Beschneidungen, sind Traumata. Jede Art von Gewalteinwirkung auf einen selbst oder die Einwirkung auf andere lassen Traumata entstehen. Porno, Horror und Gewaltfilme sind definitiv traumatisierend. Dabei entsteht der Nervenkitzel. Man sieht, wie andere traumatisiert werden und in Anführungsstrichen erfreut sich daran. Dadurch wird man selber traumatisiert. Sich zu heilen wäre sinnvoller. Dieses Bild zeigt den Kreislauf der Gewalt. Ein traumatischer oder chronischer Missbrauch findet statt und das kann drei mögliche Reaktionen auslösen. Der Leidtragende identifiziert sich mit dem Täter oder er identifiziert sich mit dem Opfer. Wenn er sich mit dem Täter identifiziert, werden die negativen Gefühle rausgelassen und der Leidtragende wird selber zum Täter. Das heißt, der Leidtragende wird andere missbrauchen und er wird sich selber missbrauchen. Wenn der Leidtragende sich mit dem Opfer identifiziert, werden negative Gefühle in sich reingefressen. Dann wird der Leidtragende selber zum Opfer, wird selber missbraucht und er missbraucht sich selbst. Die einzige Lösung, diesen Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen, ist, sich zurückzuziehen und sich selber zu heilen durch angewandtes Wissen, Fürsorge und Willen. Definition: natürliche universelle Gesetze. Natürlich, so wie es in der Natur vorkommt, nicht künstlich von Menschen gemacht, dem Vorbild der Wirklichkeit entsprechend. Universell, alle Bereiche umfassend, allgemein, vielseitig. Gesetz, einer Sache innewohnendes Ordnungsprinzip, unveränderlicher Zusammenhang zwischen den bestimmten Dingen und Erscheinungen in der Natur. Mit natürlichen universellen Gesetzen meine ich alle Bereiche umfassende, unveränderliche Gesetze, die die Konsequenzen für unsere Handlungen, Gefühle und Gedanken bestimmen. Ein Beispiel. Nehmen wir an, ein Mann steht direkt an der Kante einer Schlucht. Man kann mit Sicherheit sagen, dass derjenige fallen wird, wenn er einen Schritt nach vorne macht. Es wird höchstwahrscheinlich auch wehtun, möglicherweise tödlich enden, abhängig von der Tiefe der Schlucht. Der Schwerkraft ist es egal, ob man sie kennt, an sie glaubt oder nicht, ob man zum Beispiel hübsch oder hässlich, gut oder böse ist. Sie funktioniert einfach. Es ist ein Naturgesetz, eine unpersönliche Macht. Glaube ist dabei irrelevant, ebenso wie bei den Naturgesetzen, wie zum Beispiel Gravitation, Thermodynamik oder Elektromagnetismus. Glauben ist nicht nötig, um diese Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, zu wissen und sich denen anzupassen. Glaube ist wichtig, zum Beispiel der Glaube an sich selbst. Bei diesem Thema ist Glauben irrelevant. Es gibt einen definitiven Unterschied zwischen Glauben und Wissen. Glauben ist nicht hundertprozentig, Wissen schon. Um das zu verdeutlichen, wenn man aus dem Fenster sieht, glaubt man, die Erde steht still, aber man weiß, dass sie sich dreht und sich im All bewegt. Sören Kierkegaard sagte, es gibt zwei Arten des Irrglaubens. Der eine ist zu glauben, was nicht wahr ist, der andere sich zu weigern, die Wahrheit zu akzeptieren. Bewusstsein und das Gehirn. Einige Leute meinen, sie können mit ihrem Bewusstsein, mit ihrem bewussten Denken, ihr Unterbewusstsein steuern. Ja, mit viel Willen und Übung ist das kurzzeitig möglich. Es ist bekannt, dass wir Menschen normalerweise etwa 1-15% unseres Hirns bewusst nutzen. Der Rest läuft unterbewusst. Wenn wir uns dann mal anschauen, welche Teile des Hirns wir bewusst nutzen, dann wird einem schnell das Verhältnis der in Anführungsstrichen Rechenleistung klar. Im Vortrag Biology of Belief wird erwähnt, dass das Unterbewusstsein 1000-10.000 Mal mehr Prozesse pro Sekunde verarbeitet als das bewusste Denken. Mit dem Bewusstsein sein Unterbewusstsein steuern zu wollen, wäre etwa so, als wenn man versucht, mit einem Mobiltelefon einen Supercomputer zu hacken. Dieses Bild zeigt im Groben den Unterschied zwischen bewusstem und unterbewusstem Denken auf. Ich möchte darauf hinweisen, dass jedes Mal, wenn ich unterbewusst sage, dass ich damit das Unbewusste sowie das Unterbewusste Denken meine. Das bewusste Denken, also im Wachzustand und bewusst, sind etwa 15%.
Die Hauptfunktion des Bewusstseins ist die Verarbeitung der Informationen, die durch die Sinne aufgenommen werden, um deren Muster und Bedeutungen zu erkennen. Das schließt kritisches Denken, Planung, Kurzzeitgedächtnis, Beurteilung und Entscheidungsfindung, Willensstärke und Moral ein. Unbewusstes Denken, wie zum Beispiel in Schlaf oder Routine, sind etwa 85%. Die Hauptfunktion des Unterbewusstseins ist das Bewusstsein davor zu bewahren, traumatische Erlebnisse durch Vorstellung und Visualisierung erneut zu erleben. Unbewusstes Denken beinhaltet Gewohnheiten, automatisierte Körperfunktionen, Instinkt, zum Beispiel die Kampf- oder Fluchtreaktion, erster Gefühlseindruck und das Langzeitgedächtnis. Definition Bewusstsein: Die Fähigkeit eines Wesens, Muster und deren Bedeutung in Bezug auf beides, auf das innere Selbst und die Außenwelt, in der das Selbst existiert und arbeitet, zu erkennen und zu verstehen. Als Beispiel: Ein Ereignis passiert und wenige Stunden oder Tage später werden neue, strengere Gesetze erlassen oder ein Krieg bricht aus. Ein gutes Beispiel wäre der 11. September. Wie sich das Bewusstsein äußert? Die Dreieinigkeit: Gedanken, Gefühle und Handlungen. Das ist die wahre Dreieinigkeit. Dieses Konzept der Dreieinigkeit, Einheit aus Dreien, ist in allen Mythologien überliefert. Dreieinigkeit bedeutet, Gedanken, Gefühle und Handlungen sind im harmonischen Einklang. Das Gehirn. Dieses Bild zeigt ein menschliches Gehirn im Querschnitt. Es besteht im Groben aus drei Teilen: dem Neokortex, das graue oben, dem limbischen System, dem dunklen Teil in der Mitte, und dem Stammhirn. Die Gesundheit unseres Gehirns spielt eine kritische Rolle für unser Verhalten. Daher ist es extrem wichtig, dass Menschen sich mit der Grundstruktur und Grundfunktion des Gehirns vertraut machen. Ich bin ganz sicherlich kein Gehirnspezialist. Dies soll nur als grobe Einweisung dienen, um euch die wichtigsten Zusammenhänge aufzuzeigen. Das limbische System oder Säugetiergehirn ist für unsere Gefühle zuständig. Das Reptilhirn oder Stammhirn, welches für grundlegende Überlebensfunktionen zuständig ist. Und den Neokortex, der für höhere und komplexere Gedanken, Bewusstsein und Kreativität verantwortlich ist. Der Neokortex besteht aus zwei Hälften, der rechten und der linken Hirnhälfte. Grob gesagt ist die linke für Logik und analytisches Detaildenken zuständig und die rechte für Kreativität und das große Bild, also das ganzheitliche Denken. Intellekt ist nicht Intelligenz. Intelligenz hat Kreativität im Namen und beinhaltet daher beide Gehirnhälften im Gegensatz zu Intellekt. Das lateinische Verb genere bedeutet etwas schaffen, etwas generieren. Unser Wort Generator kommt daher. Intelligenz hat man, wenn beide Hirnhälften benutzt werden. Es zeigt sich in klugem und gesundem Verhalten. Intellekt heißt nur, dass man viel gelesen hat. Das lateinische Verb legere heißt lesen. Falls die beiden Hälften des Neokortex nicht ausgeglichen sind und eine der beiden Hälften dominant ist, greift der dominante Teil auf einen anderen Teil des Gehirns zu, um Entscheidungen zu treffen und um seinen Ausgleich zu finden. Dies führt mit der Zeit zu einer Veränderung der Weltsicht und damit auch zu einer Verhaltensänderung. Die Auswirkungen zeigen sich in folgender Spaltung. Wenn die linke Neokortex-Hälfte dominant ist, arbeitet sie mit dem Stammhirn oder Reptilhirn zusammen und dadurch entsteht der Kontrolleur. Da die rechte Gehirnhälfte fehlt, um den Ausgleich zu finden, kann man das ganzheitliche Denken nicht abrufen. Das heißt, man erklärt sehr viel mit Zufälligkeit. Es äußert sich durch reptilartiges Denken. Das heißt, man sieht nur Beute seinesgleichen oder Bedrohung. Man ist aggressiv, unruhig, getrieben, ständig in Angst. Man hat kein Gewissen oder Mitgefühl, was bis zu der Krankheit Psychopathie führen kann. Egoismus und Egozentrik, was zu Minimi-Satanismus und diesem ständigen Ich-Ich-Ich-Denken führen kann. Bis hin zu Solipsismus, moralischem Relativismus und Herrendenken. Weiterhin äußert es sich durch folgende Denkansichten: Gott existiert nicht. Alles ist Zufall. Natur sowie Universum sind tote Maschinen oder Zufall. Es gibt keine höheren Gesetze. Alles existiert nur, um zu existieren. Daher kommt die Überzeugung, dass das Überleben eines Selbst am wichtigsten ist. Man versucht, alle zu unterjochen, auszubeuten oder zu bezwingen.
Darwinismus, Okkultismus, also das Verheimlichen von Wissen, Kampf statt Harmonie und hierarchisches Denken sind die Folge davon. Solipsismus ist die irrige Idee, dass das ganze Universum sich um einen selbst drehe. Das bedeutet, dass nur man selbst real existiert und alles drumherum Illusion ist. Das heißt auch, dass nichts, was man selber tut, eine Auswirkung auf andere hat. Moralischer Relativismus ist die falsche Meinung, dass es keine objektive Unterscheidung zwischen richtig oder falsch gibt. Richtig ist, was gut ist für mich, falsch ist, was schlecht ist für mich. Dies charakterisiert das Denken eines Psychopathen. Moralischer Relativismus führt zwangsläufig zu moralischem Wahnsinn, also zu Psychopathie. Baruch de Spinoza sagte, nichts in der Natur geschieht durch Zufall. Es erscheint uns nur als Zufall aufgrund unseres mangelnden Wissens. Um ausgeglichener zu werden, sollten diese Menschen meditieren oder alternativ THC konsumieren. Gott existiert oder existierte. Das Universum ist kein Zufall. Die Mathematiker haben hinlänglich Indizien gesammelt und es gilt nun allgemein als erwiesen. David Wilcock geht in seinem Buch The Source Field Investigations auf die Abmessungen, Symmetrien und Geometrien in unserem Sonnensystem ein. Es ist mehr als erstaunlich und kann sicherlich als weiterer Indizienbeweis für die Existenz eines Schöpfers gewertet werden. Wenn man die Menschen fragt, ob Karma existiert, antworten etwa 80% mit Ja. Wer hat denn das wohl in Kraft gesetzt? Wenn die rechte Gehirnhälfte dominant ist, greift es auf das limbische System zu, um seinen Ausgleich zu finden. Das führt zu Sklavendenken oder Determinismus. Es ist extrem gefühlsbetontes Denken bis hin zur Übermannung durch Gefühle. Ein Gefühl von Hilflosigkeit, Passivität, Determinismus und die Unerträglichkeit des Seins können die Folgen sein. Dies äußert sich durch folgende Denkweise. Es gibt keinen freien Willen oder er ist irrelevant. Gott kontrolliert alles. Aktion ist unnütz, da Gott alles so vorgesehen hat und alles kontrolliert. Sklavendenken. Wandel ist unmöglich, wegen Gottes Vorsehung. Alles wird akzeptiert, nur beobachten, nicht in Aktion treten. Zu sehen ist dies vor allem bei den Leuten aus der New Age oder viel besser formuliert wäre es die New Cage Bewegung und religiösen Fanatikern. Diese Menschen sollten mehr lesen oder Sport treiben, um ausgeglichener zu werden. Carl Gustav Jung sagte, wie noch nie zuvor ist die Menschheit in zwei anscheinend unüberbrückbare Hälften geteilt. Psychologische Regeln besagen, dass wenn eine innere Situation nicht bewusst gemacht wird, sie im Äußeren als Schicksal erscheint. Wenn das Individuum nämlich in sich geteilt bleibt und sich seines inneren Konfliktes nicht bewusst wird, muss die Welt zwangsläufig den Konflikt austragen und in gegensätzliche Hälften zerrissen werden. Echtes Bewusstsein beinhaltet beide Hirnhälften, wie in dem Yin- und Yang-Zeichen. Das Yang, das Männliche, steht für das solare Bewusstsein, für Aktivität, für das analytische Denken, Dominanz. Und das Yin, die weibliche Hälfte, steht für Passivität, für Nicht-Aggression, für Intuition. Sie ist nachgebend. Dies steht für den rechten Neokortex. Albert Einstein sagte, der intuitive Verstand ist ein heiliges Geschenk und der rationale Verstand ein vertrauensvoller Diener. Wir haben eine Gesellschaft kreiert, die den Diener verehrt und das Geschenk vergessen hat. Die Wahrheit ist, freier Wille, was die wählbare Komponente ist, und die natürlichen Gesetze, was die plangesteuerte Komponente ist, sind beide real. Freier Wille ist ein Geschenk des Schöpfers und sollte benutzt werden. Deswegen wird so stark an Bewusstsein beeinflussenden Techniken, Substanzen und Strahlungen geforscht. Es gibt massig Patente für Maschinen, die das Bewusstsein ändern. Allein der Fernseher wäre eins davon. Und es kostet viel Geld, ein Patent anzumelden und es zu halten. Von daher kann man ausgehen, dass diese Geräte gebaut und benutzt werden. Galileo Galilei sagte, ich glaube nicht, dass derselbe Gott, der uns Sinne, Vernunft und Verstand gab, uns ihren Gebrauch verbieten wollte. Die, in Anführungsstrichen, menschliche Natur. Uns Menschen kann man, ähnlich wie zum Beispiel Löwen, Orcas, Delfine und Elefanten, trainieren, konditionieren und programmieren. In vielerlei Hinsicht arbeitet der Mensch vergleichbar zu einem Computer in unseren Möglichkeiten und Funktionen. Ich sage nicht, dass Menschen Computer sind, aber wir sind programmierbar ähnlich wie Computer.
Wenn ein Computer ein schlechtes Dateisystem oder eine schlechte Formatierung, das wären in diesem Fall die prägenden Jahre, die frühe Kindheit, im Englischen heißt es formative years, ein schlechtes, in Anführungsstrichen, Betriebssystem, also die Kultur, die Umgebung und schädigende und schadhafte Software, in Anführungsstrichen, also Irrglauben, Dogmen, starre und falsche Glaubenssätze in sich hat, wird sein, in Anführungsstrichen, Output, also das Verhalten auf dem, in Anführungsstrichen, Bildschirm, was wir Leben nennen, auch schlecht und schadhaft sein und wird dazu beitragen, alles um sich herum zu verderben und zu verschlimmern. Wie bei einem PC hängt das Verhalten von einem Menschen zum Großteil von seiner Programmierung ab. Das heißt, die Qualität der Informationen, die eingegeben werden, welche es den Menschen ermöglicht zu funktionieren und effektiv etwas zu erreichen, etwas zu erschaffen. Kurz gesagt, wenn man Müll reintut in einen Menschen, bekommt man Müll raus. Tut man Qualität rein, bekommt man Qualität raus. Wenn man sich unsere Welt nun ansieht, kann man einige Rückschlüsse ziehen, was bei den meisten verbesserungswürdig ist. Das Trivium. Das Trivium besteht aus Grammatik, Rhetorik und Logik. Das Sammeln von Informationen, Verarbeiten der Informationen und Handeln den Informationen entsprechend. Es ist eine Anleitung zum kritischen Denken. Dies wurde früher bei den alten Römern in den Schulen gelehrt. Durch das Glück der frühen Geburt durfte ich dieses schon im Gymnasium lernen, während die jetzige Generation es erst auf der Universität lernt. Dieses Schaubild soll das Trivium verdeutlichen. Es zeigt auf, wie sich unsere Realität im Einzelnen und für alle im Schnitt manifestiert. Dies ist ein Diagramm, was verstanden werden muss, um die natürlichen universellen Gesetze zu verstehen. Es ist aber auch ein Anzeiger für die Fehlersuche in umgekehrter Reihenfolge, also von oben nach unten. Für viele ist das unangenehm zu sehen oder einzusehen, weil es Anforderungen gibt, die zu erfüllen sind, um etwas zu verändern. Und weil es die Verantwortung in unsere eigene Hände legt. Aber wenn es in unseren Händen liegt, können wir es zum Guten verändern. Gehen wir es von unten nach oben durch. Die Basis ist Wissen oder das Fehlen von Wissen. Das heißt, die verfügbaren Informationen, Ideen und Wissen. Das potenzielle Wissen, welches von einem Individuum gesammelt, verarbeitet, verstanden und in Handlungen umgesetzt werden kann. Darauf basiert das Verständnis. Das ist der zweite Würfel. Oder der Mangel daran. Das ist der Entscheidungsfindungsprozess. Wählen, was man möchte und was man nicht möchte. Der Entscheidungsprozess findet im Gehirn statt und wird von jedem Individuum, basierend auf dessen Wissen, ausgewählt. Darüber der dritte Würfel. Die Weisheitsstufe. Oder der Mangel daran. Für was man sich entschieden hat, zu tun. Menschliches Verhalten, Handlung. Das Verhalten eines Individuums fundiert auf der Qualität ihres Entscheidungsfindungsprozesses, welcher ihrerseits auf der Qualität des Wissens basiert. Das führt dann zu dem vierten Würfel der manifestierten Realität. Das erzeugte Ergebnis, ob es das Gewünschte, das Gute ist oder das Unerwünschte, das Schlechte ist. Die Qualität des Zustandes jeder Gesellschaft, also die Lebensqualität und Lebenserfahrung, basiert auf dem durchschnittlichen Verhalten der Menschen innerhalb der Gesellschaft. Keiner manifestiert die Realität allein. Wir tun das zusammen. Für die Fehlersuche bedeutet das, wenn man etwas manifestiert, was man nicht wünscht, also was unerwünscht oder schlecht ist für einen, dann kann man die Schritte ganz einfach zurückgehen. Das heißt, das, wofür man sich entschieden hat zu tun, war falsch. Beziehungsweise es brachte halt nicht das Ergebnis, was man haben möchte. Wenn man den nächsten Schritt dann zurückgeht, zeigt es dann, dass die Entscheidung, dieses zu tun, falsch war und dass das das Fehlen von Wissen aufzeigt. Wissen ist also der Schlüssel. Im Bellum Gallicum erwischt Caesar einen seiner Centurios, also einen Befehlshaber einer Hundertschaft, der einem Barbaren oder Sklaven das Trivium lehrt. Caesar pfeift ihn zusammen und droht ihm mit Verbannung, was damals bei einer Todesstrafe gleichkam, falls er ihn nochmal erwischen sollte. Und seine Begründung war, wenn die Barbaren unsere Art der Wahrheitsfindung verstehen, werden sie bald keine Sklaven mehr sein wollen. Prinzipien für die natürlichen universellen Gesetze. Das lateinische Wort Principia oder Principia bedeutet erste, wichtigste, führende, nötigste oder schlicht Chef. Viele werden sagen, das erste oder das wichtigste sind Familie und Freunde. Die Prinzipien müssen im Vordergrund stehen oder wichtiger sein, denn sonst wird es auch mit Beziehungen nichts von Dauer. Ein Pärchen, was Ehrlichkeit, Respekt, Toleranz und gegenseitiges Vertrauen als gemeinsame Prinzipien hat, wird länger zusammenbleiben als das Pärchen,
was die gleiche Boygroup, denselben Schuhhersteller und das Jagen von bedruckten Scheinen toll findet. Die natürlich universellen Gesetze drücken sich in 7 Naturgesetzen aus. Marc Passio benutzt 8 Gesetze, weil er Polarität und Geschlechter trennt. Ich habe dies unter Polarität zusammengefasst. Das Wissen dieser Naturgesetze ist der Universalschlüssel, durch den universelle Weisheit, einschließlich des Wissens über die erforderlichen Anforderungen, das Gewünschte zu erhalten, freigelegt, gefunden und erlangt werden kann. Als erstes die Hermetik von Hermes Trismegistus. Unser Begriff hermetisch verschlossen hat hier seinen Ursprung. Nicht umsonst. Es wird auch als Mentalismus bezeichnet. Alles ist Gedanke. Gedanke bzw. Ideen führen zur Entstehung von Dingen und Ereignissen. Daher seid verantwortungsvoll in den Gedanken. Wandel fängt genau hier an. Man muss seine Gedanken ändern, um erst sich selbst und dann die Welt zu verändern. Gandhi sagte, sei der Wandel, den du in der Welt sehen willst. Als zweites, Aktions-Reaktionsgesetz. Wie im Großen, so im Kleinen, oben wie unten, innen wie außen. Der Mikrokosmos, also die kleine Arkana, und der Makrokosmos, die große Arkana, sind Reflexionen voneinander. Das Universum ist holographisch, es ist auf allen Ebenen und Skalierungen sich selbst ähnlich. Wenn man ein Hologramm kleinschneidet, hat man viele kleine, vollständige Hologramme. Jedes Teil trägt das ganze Bild in sich. Um das zu verdeutlichen, möchte ich den Kurzfilm Hoch 10 oder Powers of 10 empfehlen. Drittens. Vibration oder Resonanz. Nichts ist ruhig bzw. fest. Alles ist Vibration bzw. Bewegung. Das Universum und alles Enthaltene besteht aus purer, vibrierender Energie, welche sich in verschiedenen Weisen ausdrückt. Das Universum hat keinen, in Anführungsstrichen, Ruhepol oder nichts Festes als solches. Materie ist Energie in Vibration. Selbst ein Atomkern steht nicht still und ist ständig in Bewegung. Materie ist Energie langsam genug, dass wir sie sehen können. Richtig verstanden heißt es, alles ist dazu da, um in Bewusstsein zu wachsen und es zu erfahren. Es ist ein spirituelles Konzept. Wir sind ein Universum, was sich kurzzeitig als Mensch erlebt. Viertens. Polarität. Alles hat zwei Seiten, ist dual. Alles hat Pole, männlich und weiblich. Jede Frau hat einen männlichen Teil in sich, genauso wie jeder Mann einen weiblichen Teil hat. Beide vereinen positive und negative Pole in sich. Alles hat seinen Gegenspieler, eine Ergänzung oder Gegenpol, der ihn bzw. sie komplettiert, Yin und Yang. Gegenspieler sind identisch in ihrer Art, aber verschieden in den Graden. Extreme können sich treffen. Alle Paradoxe können abgeglichen werden auf bestimmten Ebenen. Heiß und kalt als Anwesenheit von Energie bzw. Wärme und Abwesenheit von Energie und Wärme. Wissen und Ignoranz. Liebe und Angst, etc. Fünftens. Rhythmus. Alles fließt, alles hat Tiden, alles steigt und fällt. Der Pendelschwung zeigt sich in allem, zu beiden Seiten gleich. Der Rhythmus kompensiert. Es sind Tendenzen, wie zum Beispiel gegen die Strömung schwimmen oder gegen den Wind fliegen. Es erfordert mehr Willen und mehr Energie, aber es ist nicht unmöglich. Lao sagte, es gibt Zeiten des Vorangehens und Zeiten des Folgens, Zeiten der Stärke und Zeiten der Schwäche. Sechstens, Ursache und Wirkung oder auch Kausalitätsgesetz oder Karma genannt. Jede Ursache hat ihren Effekt, jede Auswirkung ihren Grund. Alles passiert nach Regeln. Zufall ist nur eine Bezeichnung für eine nicht verstandene Regel. Es gibt viele Ebenen von Gründen, aber keine entgeht den Gesetzmäßigkeiten. Es gibt freien Willen. Freier Wille ist keine Illusion. Es fängt mit der Entscheidung an. Und jeder hat diese Möglichkeit. Jeder hat die Entscheidung, das Richtige oder Falsche zu tun. Jederzeit. Kann man diese Regeln ohne schlechte Konsequenzen missachten oder brechen? Nein, das ist nicht möglich. Für niemanden, außer dem Schöpfer dieser Gesetze. Dies ist ein übergeordnetes Gesetz, aber es ist zeitlich und örtlich verzögert. Durch die Verzögerung entzieht sich dies den meisten. Es gilt aber auch für die Teilnahme oder stille Akzeptanz von Verhalten, zum Beispiel Tötung, Sklaverei, egal ob es direkt oder indirekt ist. Karma heißt nicht Vorsehung. Das ist Kismet. Karma heißt schlicht Ursache, Wirkung.
Ein Karma, Bonus bzw. Malus gibt es für all unsere Entscheidungen. Handelt man richtig und tut man kein Unrecht, schützt und belohnt das Universum einen. Handelt man falsch, zum Beispiel egoistisch und unfair, begeht oder duldet man Unrecht, gibt es Strafen. David Icke sagte, akzeptiere die Verantwortung für dich selbst und für deine Taten, Gedanken und Worte. Du allein triffst die Entscheidungen. Du allein bist verantwortlich für die Konsequenzen deines Verhaltens. Die klägliche Entschuldigung, dass dein Boss es von dir wollte oder die Regierung es verlangt hat, ist nicht wahr und ist keinerlei Rechtfertigung. Hier ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Wenn man jedes Mal beim Lügen oder Stehlen Schmerzen empfinden würde, würde es jedem früher oder später klar werden und man würde damit aufhören. So leicht ist es aber nicht. Leider. Um karmische Strafen zu bekommen, muss man nicht unbedingt selber das Unrecht begehen. Es reicht, wenn man sich an Unrecht beteiligt oder es duldet. Genau dabei handeln sich viele karmische Minuspunkte ein. Dies gilt auch für jede Lüge, die man erzählt, egal ob man denkt, dass es wahr ist oder nicht. Es gibt nur eine einzige Variante der in Anführungsstrichen weißen Lüge, die nicht schlecht ist, soll heißen, wofür man kein schlechtes Karma bekommt, und das wäre, wenn man jemanden damit vor einer reellen Gefahr beschützt. Wenn man mit einer Lüge jemanden vor einer eingebildeten Gefahr in Anführungsstrichen schützen möchte, ist es schon Unrecht und falsch. Hier möchte ich direkt anführen, dass das Wesen, was das Unrecht begeht, mehr Karma-Strafe bekommt, als das Wesen, was das andere Wesen dazu verführt, drängt, nötigt oder es ihm vorgaukelt, es wäre richtig zu tun. Als Beispiel, der Soldat, der das Kind erschießt, kriegt mehr Karma-Strafe als der General, der dem Soldaten den Befehl dazu gibt, weil der Soldat durch seine Handlungen das Endresultat manifestiert. Ich kann nur inständigst hoffen, dass besonders alle Uniformträger dies verstehen und anfangen nachzudenken und vor allem keine unmoralischen Befehle befolgen. Das siebte und letzte Prinzip, das generative Prinzip. Dies ist die schaffende Kraft für die entstehende Manifestation. Marc Passio benutzt das Wort Care, also Fürsorge. Das in Anführungsstrichen vergessene Naturgesetz ist die Dynamik des Fokus. Das, was uns tagtäglich interessiert, ist unsere treibende Kraft für unsere Gedanken und Handlungen. So gesehen kann unser Fokus als ultimativer Generator, also Schöpfer oder die entstehende Kraft, der Qualität unserer Erfahrung gesehen werden. Deswegen ist auch das Herz der erste Punkt, wo wir den Wandel einleiten müssen. Erst das Herz haben, um dem Verstand das Wissen zu geben und es dann, nach Überlegung, zusammen mit dem Bauchgefühl in die Tat umsetzen. Gedanke, Gefühl und Handlung sollten ein harmonischer Dreiklang sein. Das führt uns zu der Frage, in was steckt man Energie und bringt es voran? Worauf lenkt man seinen Fokus? Um das klarzustellen, das heißt nicht, man solle sich das Böse in der Welt nicht ansehen, weil man ihm dadurch Kraft gibt. Das heißt es nicht. Es ist genau umgekehrt. Wenn man sich das Böse nicht ansieht, füttert man die Ignoranz und dadurch garantiert man mehr Übel und Leid. Dieses Schaubild zeigt die positiven und die negativen Ausdrucksformen der Dreifaltigkeit. Gehen wir erst das Positiv durch. Wenn Gedanke, Gefühl und Handlung ein harmonischer Dreiklang sind, äußert sich das in Wissen, Verständnis und Weisheit in der Gedankenebene. In der Gefühlsebene haben wir Fürsorge, Empathie und Mitgefühl. Wir kümmern uns. In den Handlungen zeigt sich das durch Mut, Willensstärke und Beständigkeit. Die negative Dreifaltigkeit äußert sich wie folgt. In der gedanklichen Ebene sieht man Ignoranz, Dummheit und Naivität. Auf Gefühlsebene ist es Apathie, Gleichgültigkeit und Herzlosigkeit. Und es äußert sich durch Feigheit, Faulheit und Unbeständigkeit. Leider interessiert das die wenigsten und ebenso wenige bemerken ihre eigene Dissonanz in sich selber. Was uns genug interessiert, dass wir unseren Willen dahinter setzen, wird im Endeffekt in unserer Welt erschaffen. Die Welt ist deswegen so, wie sie jetzt ist, weil die meisten Leute nicht genug Interesse haben, sie durch ihre Handlungen zu ändern, auch wenn sie sagen, sie wollen eine Veränderung der Dinge. Sich selbst belügen, nennt der Psychologe kognitive Dissonanz. Besonders die New Cage-Bewegung will verhindern, dass man etwas tut. Man soll nur beobachten und weder sich noch andere ändern. Die beiden Ebenen unserer Realität.
Das, was Marc die Ebene des Effektes nennt, ist unsere materielle Realität, also das, was wir sehen und anfassen können. Das, was er Kausalebene nennt, bezeichne ich als Astralebene, weil es dort keinerlei wirkliche spürbare Materie gibt, aber sämtliche Informationsfelder dort auch vorhanden sind. Wenn man sich zum Beispiel bei einer Out-of-Body-Experience, also einer Astralreise, zum Beispiel in seiner Wohnung umguckt, dann sieht man ja auch die ganzen Gegenstände, die dort sind. Man kann allerdings sozusagen durch sie hindurchgehen, wie eine Art Geist. Man kann auch die Gegenstände in Anführungsstrichen erfahren. Die materielle Ebene oder die Ebene des Effekts. Dies ist die Ebene, in der sich die Realität aufgrund der vorangegangenen Ursachen geformt hat. Die physische Ebene beinhaltet das, was passiert ist. Hier kann kein Wandel geschafft werden, da es schon passiert ist. Man kann es nicht rückgängig machen. Es ist zu dem geworden, was ist. Also, es ist zur Wahrheit geworden. Das menschliche Bewusstsein scheint auf dieser Ebene gefangen zu sein. Daraus folgt, dass die Menschheit als Ganzes den verantwortlichen Ursachen, die sie selber in Bewegung gesetzt haben und die in ihrem Leben zu selbst geschaffenen Leid führt, ignoriert. Die mentale Ebene oder die Ebene der Ursachen. Dies ist die Ebene, in der die Ursachen, also das Warum, von den vorangegangenen Manifestationen unserer geformten Realität liegen. Die ganze Kraft der Veränderung liegt auf dieser Ebene. Das menschliche Bewusstsein muss sich von der Ebene des Effekts zu der Ebene der Ursache bewegen, damit die Menschen die ursächlichen Faktoren verstehen, die sie kollektiv in ihrem Leben manifestieren. Erst dann wird die Menschheit in der Lage sein, ihre kollektive, geteilte Realität bewusst zu gestalten, anstatt wie bisher unbewusst. Solange nicht genug Leute anfangen, ihr eigenes Denken und Handeln zu hinterfragen und beides reell zu ändern, wird es keinen echten Wandel geben. Aufgrund ihrer Angst wollen die meisten sich aber nicht mit der Kausalitätsebene beschäftigen, weil sie merken werden, dass sie ihr Denken, Fühlen und Handeln ändern müssen, um den gewünschten Effekt zu erhalten. Es ist mit Einsicht, Verantwortung und Mühen verbunden. Genau das scheuen die Leute. Die zwei echten kosmischen Währungen, Zeit und Aufmerksamkeit. Dies zeigt sich selbst im Sprachgebrauch, in was wir unsere Zeit investieren oder wem bzw. was wir Aufmerksamkeit zollen. Im Englischen ist es genauso ausgedrückt. Egal in welche Information oder in welches Bestreben wir unsere Zeit und Aufmerksamkeit stecken, werden wir etwas für diese Investition im Gegenzug erhalten. Dies könnte sich, wenn wir unsere spirituelle Währung weise investieren, in Form von Wissen, Verständnis, Fertigkeiten, Kompetenz oder Ermächtigungen äußern. Daher sollten wir die Qualität unserer Aufmerksamkeit verbessern, indem wir die Informationen in unseren Fokus nehmen, die beides, uns selbst und den jetzigen Zustand verbessern können. So etwas wäre eine wertvolle Investition unserer Zeit. Wir sollten uns fragen, in was investiere ich meine Zeit? Wem oder was zolle ich Aufmerksamkeit? Was für eine Qualität bekomme ich im Gegenzug für meine Investition meiner kosmischen Währung? Ihr könnt eure Zeit gegen Geld eintauschen, aber nicht andersherum. Das sollte euch ein klares Indiz sein, was wichtiger ist. Geld hat keinen eigentlichen Wert. Geld ist dunkelste Siegelmagie. Und die meisten Menschen denken, Geld ist ein Austauschmittel, dabei ist es ein Widerstand im Energiesystem. Es ist ein subtiles Mittel der Sklaverei. Man spricht im Deutschen auch vom Geldfluss, im Englischen ebenso. Im Englischen heißt es Currency. Current ist der Fluss, das Jetzt, der jetzige Zustand. Es ist also sehr ähnlich ausgedrückt. Daher sollte man Geld schnell loslassen, eher als es zu horten, um den Fluss zu gewährleisten. Auf dem Dollarschein sind die Siegel wohl am offensichtlichsten und am bekanntesten. Und wem hier in Europa ist es aufgefallen, dass die Euroscheine die Farben der Chakren haben? Und welche Scheine davon benutzt ihr normalerweise? Und wer benutzt die, die ihr normalerweise nicht in die Hand bekommt? Warum ist das wohl so? Zufall? Wissenschaftler haben vor einiger Zeit ein Experiment mit Affen gemacht, um ihnen dort den Umgang mit Geld beizubringen. Es hat etwa eine Woche gedauert, bis diese es verstanden haben. Kurz danach bildeten die Männchen Banden, die sich gegenseitig beraubten, verprügelt und die Weibchen zur Prostitution gezwungen haben. Klingt vertraut, nicht wahr? Ein winkender Zaunpfahl? Dies wurde so schlimm, dass die Wissenschaftler das Experiment abbrachen und die Scheine einsammelten, wobei sie von den Affen angegriffen wurden. Nach einer weiteren Woche ohne Geld
war alles wieder, wie es vor dem Experiment war. Meiner Ansicht nach sollte sich die Menschheit auch von Geld entwöhnen, damit auch hier wieder alles zur Normalität zurückkehren kann. Eine Möglichkeit für eine geldlose Zukunft präsentiere ich im weiteren Verlauf noch. Eine Empfehlung meinerseits ist, sich das Programm von Volker Pispers aus dem Jahr 2015 anzuhören, besonders den Teil, in dem er über Geld, Kapitalismus und das Zentralbankensystem spricht. Zu dem Thema Geld finde ich einzig und allein noch erwähnenswert, dass es etwa 30 Milliarden US-Dollar kosten würde, um für ein Jahr den Hunger weltweit auszulöschen. Das heißt, es würde dann niemand mehr auf diesem Planeten durch Hunger sterben müssen. Wer nun meint, dass wir hier auf diesem Planeten unter in Anführungsstrichen Überbevölkerung leiden, der ist extrem schlecht informiert und hat ein sehr stark satanisch geprägtes Gedankengut. Allein durch Spirulina und Chlorella wäre es sicherlich möglich, mehr als 20 Milliarden Menschen hier problemlos durchzufüttern. Und zwar gesund. Wenn man sich nun fragt, wer soll das denn alles bezahlen, dann möchte ich da ein paar Zahlen einfach jetzt zum Vergleich hinzugeben. Allein die deutschen Steuerzahler geben für die Bundeswehr jährlich über 40 Milliarden Euro aus. Und das großteils für Equipment, was nicht einmal wirklich richtig funktioniert oder nicht mehr. Wer nicht wissen sollte, wie das Zentralbankensystem genau funktioniert, dem kann ich auch den Film Zeitgeist empfehlen. Ich meine, es ist die Episode 3, in dem das Zentralbankensystem thematisiert wird. Eine weitere recht einfach zu recherchierende Tatsache ist, dass das Bruttosozialprodukt der ganzen Welt etwa bei 80 Billionen Dollar liegt. Das sind 80.000 Milliarden Dollar. Die Bundesrepublik allein hat davon etwa 3,6 Billionen Dollar. Das heißt, sämtliche Güter, Dienstleistungen, also vom Briefmarkenanlecker über den Friseur bis hin zum Porsche und Audi, alles zusammen, was die deutsche Wirtschaft produziert, liegt beim Wert von etwa 3,6 Billionen Dollar. Wenn man sich nun vor Augen führt, dass die Queen von England einen Privatbesitz von geschätzten 21 Billionen Dollar hat und der Vatikan ein geschätztes Vermögen von 26 Billionen Dollar hat, könnte man fast meinen, dass wir hier auf der Welt ein leichtes Verteilungsproblem haben. Es ist also nicht wirklich ein Problem, dass zu wenig Geld auf der Welt vorhanden ist. Meines Erachtens ist es mehr oder weniger eindeutig, dass es schlicht und ergreifend an zu wenigen Stellen zu stark konzentriert ist. Aber meines Erachtens wäre es am besten, wenn wir eine komplett geldlose Zukunft schaffen würden. Und damit meine ich nicht, dass wir dann per Chip oder sonst wie bezahlen, sondern dass wir komplett auf das Geld verzichten und einfach alles gleichmäßig untereinander verteilen. Wie zum Beispiel mit dem Ubuntu-System. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von euch schon einmal die Science-Fiction-Serie Star Trek gesehen hat. Wenn die Aussagen von William Tompkins, Corey Good und anderen stimmen, dann wäre es relativ einfach, uns alle, und zwar wirklich alle, in eine solche Zukunft innerhalb von wenigen Jahren zu katapultieren. Meiner Meinung nach wäre es in Anführungsstrichen nur notwendig, zum Beispiel die großen Firmen von Profit auf Allgemeinwohl umzustellen. Habt ihr schon mal was von Obsoleszenz gehört? Wie kann es sein, dass vor über 100 Jahren Glühbirnen gebaut wurden, die immer noch leuchten können, teilweise über 140 Jahre lang? Ich finde es wirklich erstaunlich, dass wir inzwischen Computerchips in Nanometerfertigung herstellen können, es aber nicht mehr schaffen, ein komplettes Vakuum für eine Glühbirne zu ziehen. Umso erstaunlicher wird es, wenn man dann bedenkt, dass vor kurzem, ich meine es sind so etwa knapp 10 Jahre, die Lebensdauer einer durchschnittlichen Glühbirne von knapp 10.000 Stunden auf jetzt unter 5.000 Stunden gesenkt wurde, produktionsbedingt. Meiner Meinung nach würde sich dann das Ressourcenproblem, also die angebliche Ressourcenknappheit, damit deutlich relativieren, wenn wir die Sachen so produzieren würden, dass sie länger halten. Dies ist leider nicht im Sinne der Hersteller. Aber es wäre in unserem Sinne. Volker Pispers hat in seinem 2015er Programm auch den Vergleich gebracht, dass die damalige DDR ein Freiluftgefängnis war, in dem alles, was die Insassen erwirtschaftet haben, in den Erhalt des Gefängnisses gilt. Liebe Mitbürger aus der ehemaligen DDR, bitte, bitte seht das nicht als Beleidigung an. Meines Erachtens ist es im Grunde genommen immer noch so. Nur, dass die Spiele inzwischen in Anführungsstrichen bunter geworden sind und man mehr Produkte zu kaufen hat. Aber im Großen und Ganzen ist es immer noch so.
Ich bin auch der persönlichen Überzeugung, dass viele der Arbeitslosen deswegen arbeitslos sind, weil sie sich intuitiv oder unterbewusst geweigert haben, vollständig psychopathisch zu werden, beziehungsweise unterbewusst verstanden haben, dass das System Sklaverei ist. Deswegen sind auch die meisten von uns in dem Niedriglohnsektor eingestellt. Und ich habe es begriffen, dass in meiner Umgebung es sehr viele Leute gibt, die der englischen Sprache nicht so mächtig sind, dass sie sich die Informationen von David Wilcock, John Maxwell, Marc Passio und Co. nicht direkt von der Quelle holen können. Dass sie Englisch nicht so gut verstehen, dass sie das begreifen würden. Mir ist auch völlig bewusst, dass die meisten der ehemaligen Mitbürger aus der DDR Englisch nicht in der Schule gelernt haben und somit die Sprache so gut wie gar nicht können. Auf meinen alten Homepages hatte ich einen extra Absatz genau diesen Leuten gewidmet, in dem ich geschrieben habe, dass diese Arbeit, diese Übersetzungsarbeit, die ich tue, für sie ist. Und dass ich damit ihren Mut und ihre Entschlossenheit zur Wende damals ehren wollte. Wenn ihr euch nun fragt, warum, werde ich das kurz beantworten. Ich habe begriffen, dass es Leuten leichter fällt, etwas zu tun, wenn sie es schon mal erfolgreich gemacht haben. Und nein, ich möchte keine Revolution. Revolution bedeutet Zurückdrehung, ähnlich wie ein Revolver. Man dreht sich im Kreis. Ich möchte eine Evolution, also ich möchte raus aus diesem Kreis, aus dem Kreis des Schicksals. Meiner Ansicht nach ist das Mittel damals wie heute das gleiche, dem System die Energie zu entziehen. Absolut friedlich, ohne Gewalt. Wir, in Anführungsstrichen Wessis, brauchen nun eure Hilfe und eure Erfahrung. Und diesmal sollten wir zusammen den ganzen Weg gehen, soll heißen den Weg bis zur Freiheit, so dass wir kein Personal mehr sind, sondern freie Bürger. Wie sich die natürlichen universellen Gesetze ausdrücken und manifestieren. Diese Tabelle zeigt auf, wie sich die natürlichen universellen Gesetze ausdrücken und wie sich unsere Realität manifestiert. Das erkennbare Werk der natürlichen universellen Gesetze zeigt sich im menschlichen Leben in 5 einfachen Ausdrucksformen. Jede dieser 5 Formen hat einen positiven und einen negativen Aspekt. An erster Stelle kommt die generative Polarität, die wir benutzen, um die kollektive Erfahrung zu kreieren. Der positive Pol des generativen Prinzips ist Liebe. Es ist voller Liebe, voller Energie. In Bezug auf die natürlichen universellen Gesetze sollte Liebe als expansive Kraft für unser Bewusstsein gesehen werden. Liebe ist die helfende Kraft, die uns hilft, uns der Wahrheit zu öffnen, aufzublühen und unser Bewusstsein zu erweitern, also unsere Vibration zu erhöhen. Der negative Pol ist Angst. Es ist die Abwesenheit von Liebe. Angst ist die Kraft, die unser Bewusstsein schließt, uns für die Wahrheit unempfänglich macht. Man kann nur in der Startphase die Polarität wechseln. Wenn man im weiteren Verlauf die Polarität wechselt, fängt der Prozess von vorne an. Daher möchte ich euch hier als Ergänzung ein sehr kraftvolles Werkzeug geben, was euch hilft, von dem Grundgefühl der Angst in das Grundgefühl der Liebe zu wechseln. Dazu wirkt es auf zellularer Ebene wie eine Frischzellenkur. Stellt euch mit geschlossenen Augen vor, dass die Person, die ihr liebt, direkt vor euch steht und euch anlächelt. Um mich ganz klar auszudrücken, jeder kennt das Gefühl der Verliebtheit. Dieses Gefühl meine ich. Nicht das Begehren, also das Herzgefühl. Das Gefühl, was unser Herzchakra öffnet, nicht sexuelle Erregung. Wenn ihr es richtig macht, fühlt es sich etwa so an, als wenn jemand euch einen Eimer angenehmer Energie über den Kopf gießt. Haltet inne, bis euer ganzer Körper von dieser Welle erreicht wurde. Wenn ihr verliebt seid, schüttet euer Körper automatisch die Substanzen aus, die optimal für Zellregeneration und Zellwachstum sind. Ihr heilt und verjüngt euch selber. Genau deswegen ist das Herz der Ansatzpunkt. Wenn ihr euch von eurem Herzen leiten lasst, liegt ihr immer richtig. Dazu ist aber absolute Ehrlichkeit zu sich selbst notwendig. Einer der ersten Punkte, die so ziemlich jede Mysterientradition seinen Neulingen und Schülern beibringt, ist, dass man aufhören muss, sich selber zu belügen. Dass man üben muss, ehrlich zu sich selber zu sein. Mysterientraditionen, die einem nicht beibringen, dass man ehrlich zu sich selber sein soll, sind keine. Und man muss Erregungen von Gefühl unterscheiden können. Manche Wesen, zum Beispiel Psychopathen, können diese Unterscheidung nicht machen. Nachdem man nun eine Polarität gewählt hat, bewusst oder unbewusst, geht es in die Startphase, also die erste Phase, wie sich die natürlichen universellen Gesetze manifestieren.
Oder anders, wie es sich bemerkbar macht, wenn man eine der beiden Polaritäten gewählt hat. Bewusst oder unterbewusst. Alles, was wir nicht bewusst wählen, wählen wir unterbewusst. Wie es anfängt, nachdem man den Stein ins Rollen gebracht hat. Wenn man Liebe gewählt hat, ist der erste Schritt oder der erste Effekt Wissen. Das heißt, die Akzeptanz der Wahrheit, des Wissens und der Existenz. Der positive Aspekt der Startphase zeigt sich in Wissen, der Akzeptanz von Wahrheit. Wissen beeinflusst die Qualität unserer Leben positiv, weil es unsere Entscheidungsfindung in allen Bereichen des Lebens positiv beeinflusst. Es gibt uns mehr Möglichkeiten und hilft uns, weiser zu entscheiden. Als Beispiel, wenn man ein Auto besitzt und es betriebsbereit halten will, braucht man Wissen. Das gleiche bei einem Computer oder bei einem selbst. Der negative Aspekt der Startphase ist Ignoranz, also das Ablehnen von Wahrheit, das Ablehnen von Wissen oder der Existenz. Ignoranz beeinflusst die Qualität unserer Leben negativ, weil es unseren Entscheidungsfindungsprozess in allen Bereichen des Lebens negativ beeinflusst. Es ist wichtig, Ignoranz und Unwissenheit voneinander unterscheiden zu können. Unwissenheit bedeutet, dass die nötige Information nicht vorhanden oder unerreichbar ist. Ignoranz auf der anderen Seite heißt aber, etwas nicht wissen, obwohl die nötigen Informationen vorhanden sind und man sie willentlich verweigert oder vernachlässigt. Man hat Angst vor der Wahrheit. Ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Wenn man einen Computer hat, der seinen Dienst verweigert und man keine Ahnung hat, ist das erstmal schlecht. Man hat keine andere Wahl, als jemanden mit Wissen zu fragen. Diese Person kann dann so ziemlich jeden Preis aufrufen für die Hilfe, weil man keine Möglichkeit hat, es selber in Ordnung zu bringen. Und hier wären wir wieder beim Machtdifferenzial der okkulten Pyramide. Freiheit und Ignoranz sind Antagonisten, Gegenspieler wie Bizeps und Trizeps. Buddha sagte, gib einem Menschen einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag. Bring ihm bei zu fischen und du ernährst ihn sein ganzes Leben. Dieses Video hier ist eine Anleitung zum, in Anführungsstrichen, Fischen. Man muss, in Anführungsstrichen, nur ehrlich zu sich selber sein und die Gedanken zu Ende denken. Ja, ich weiß, dass ich da viel verlange. Es wird vor allem denen schwerfallen, die sich denen, in Anführungsstrichen, Verdummungsstoff, also Sodiumfluorid, tagtäglich unter ihr Gehirn schmieren. Es ist vielfach belegt, dass Sodiumfluorid den IQ um 30% senkt und uns gefügig macht. Deswegen wurde es in Kriegsgefangenenlagern dem Wasser beigemischt, um Aufständen vorzubeugen. Man findet es in fast allen bunten Zahnpastas. Es gibt allerdings auch wenige, die kein Sodiumfluorid drin haben. Man sollte sich mal darüber Gedanken machen, warum die Mengenangabe des Sodiumfluorid in ppm, also Parts per Million, angegeben sind. Daran kann man sehen, wie hocheffektiv dieser Stoff ist. Und natürlich auch an den PISA-Ergebnissen. Thomas Jefferson, einer der US-Präsidenten, sagte, wenn ein Volk oder eine Nation erwartet, ignorant und frei sein zu können in einer Zivilisation, erwartet es etwas, was nie war und nie werden wird. Sokrates sagte, das einzig Gute ist Wissen, das einzig wirklich Schlechte ist Ignoranz. Marc Passio selber sagte, Ignoranz in Anwesenheit von Wissen ist der Gradmesser einer schlechten Person. Und hier noch ein anonymes Zitat. Ignoranz ist die Wurzel allen Übels. Weil nur Wissen Ignoranz auslöscht, ist es unsere Aufgabe und moralische Verpflichtung, uns zu bilden und zu erziehen, genauso wie die Massen um uns herum. Drittens. Der innere Ausdruck, das, was in uns passiert, nachdem wir eine der Polaritäten gewählt haben, das Verständnis der Informationen. Auf der positiven Seite äußert sich das in Verständnis. Also in Souveränität. Das bedeutet innere Herrschaft. Das Wort souverän setzt sich aus den lateinischen Wörtern super und regnum zusammen. Was über der Herrschaft, beziehungsweise niemand steht über einem, kein Sklave bedeutet. Auf Lateinisch heißt das Wort super darüber, über oder an der Spitze. Und Rex Regis ist der König bzw. der Herrscher und regnum ist die Herrschaft. Wenn man souverän ist, kann einen niemand beherrschen. Man hat volle Kontrolle über sein ganzes Selbst. Jeder ist ein Souverän, ein eigenständiges Wesen. Sklaverei kommt in der Natur nicht vor. Der positive Aspekt des inneren Ausdrucks ist Souveränität oder innere Herrschaft.
Souveränität auf Bewusstsein bezogen heißt, man hat die drei Aspekte des Bewusstseins, also Gedanken, Gefühl und Handlung, ohne Verzerrung und ohne einen Widerspruch darin zu haben, in sich vereint. Wenn jeder Monarchie in sich hat, können wir Anarchie im Außen erreichen. Anarchie heißt nicht Chaos oder ohne Regeln. Das Wort Anarchie ist ein prima Beispiel, um Gedankenkontrolle zu verdeutlichen. Anarchie bedeutet wortwörtlich keine Herrscher, keine Sklaven, also Freiheit. Nun erinnert euch bitte daran, was euch als Bedeutung zu dem Wort Anarchie eingetrichtert wurde. Mono ist griechisch für einer oder einzeln. Die griechische Vorsilbe an bedeutet keine oder nicht vorhanden. Und Archon bedeutet in Griechisch Herrscher. Der negative Aspekt ist mangelndes Verständnis. Das führt zu Verwirrung, also interner Anarchie. Nicht wissen, was zu tun ist, wie man sich verhalten soll. Wenn wir interne Anarchie haben, bedeutet es, dass es keinen internen Herrscher gibt. Das ist ein Problem, denn damit haben wir keine Selbstdisziplin, keine Selbstbeherrschung, keine Selbstkontrolle und letztendlich keine Liebe für sich selbst. Wer sich nicht selbst liebt, kann auch keinen anderen lieben. Wenn wir uns selbst nicht beherrschen, passiert das, was uns als Spezies widerfährt. Manche Leute kommen auf die irrsinnige und illegale Idee, sie könnten andere Wesen besitzen. Der negative Aspekt des inneren Ausdrucks ist Verwirrung oder interne Anarchie. Verwirrung ist der Geisteszustand, in dem das Wesen von Angst und Ignoranz beherrscht wird. Verwirrung kann als interne Opposition gesehen werden. Oder als innerlich zerrissen sein. Soweit, dass die Gedanken, Gefühle und Handlungen dieses Wesens in ständigem Widerspruch untereinander sind. Viertens, die Weisheitsstufe. Was im Außen, also im Großen passiert. Was zum Beispiel in unserer Gesellschaft passiert. Auf der positiven Seite ist das Freiheit, also externe Anarchie. Der positive Aspekt des äußeren Ausdrucks ist Freiheit, also externe Anarchie. Wahre Freiheit für alle sollte das Ziel der spirituellen Entwicklung sein. Dieser Zustand kann nur erreicht werden, wenn der Großteil der Menschheit sich an die natürlichen universellen Gesetze hält. Der negative Aspekt ist Kontrolle, also externe Herrschaft oder Sklaverei. Der negative Aspekt des äußeren Ausdrucks ist Kontrolle. Kontrolle ist der Weg zu allen Arten von Übel, Leid und Zerstörung. Es entsteht, wenn eine Gesellschaft im direkten Widerspruch zu den natürlichen universellen Gesetzen lebt. Fünftens, das erzeugte Ergebnis. Auf der positiven Seite haben wir Ordnung. In diesem Fall heißt Ordnung die positive Manifestation oder Harmonie. Ordnung heißt hier alles, was wir sagen, was wir wollen. Ordnung kann aber nur dann entstehen, wenn es eine Balance oder Gerechtigkeit, eine Harmonie gibt, die nur dann entstehen kann, wenn die Wahrheit akzeptiert und das Verhalten in Einklang mit den natürlichen universellen Gesetzen gebracht wurde. Die vorangegangenen Punkte sind die Anforderungen, dieses Ziel zu erreichen. Anders ist es nicht möglich. Dies ist die natürliche Ordnung. Der negative Aspekt ist Chaos. Egozentrik, tierisches und psychopathisches, geisteskrankes Verhalten. Die negative Manifestation ist Chaos, also manifestiertes Übel. Chaos in diesem Fall ist das exakte Gegenteil von dem, was wir sagen, was wir wollen. Chaos entsteht, wenn es Ungleichgewicht und Ungerechtigkeit gibt. Diese wiederum entstehen durch Ignoranz der Wahrheit und Wissen gegenüber und durch Verhalten, was die Naturgesetze bricht. Dieser Prozess muss in dieser Reihenfolge durchschritten werden. Es gibt kein Überspringen. Dies ist die natürliche Ordnung oder anders gesagt, so funktioniert die Manifestationsmatrix. Man kann nur im ersten Feld, also in der Polarität, die Seiten wechseln. Also aus Angst zur Liebe und umgekehrt. Richtig und falsch, Recht und Unrecht. Ein tiefes Verständnis von Moral, den Prinzipien zwischen richtigem und falschem Verhalten unterscheiden zu können, ist der innerste Kern der natürlichen universellen Gesetze.
Der ganze Mind Control und die restlichen Ablenkungen ist deswegen da, um euch von diesem Verständnis abzuhalten. Man kann den wahren, objektiven Unterschied zwischen richtig und falsch wissen, ebenso weitergeben. Aber viele werden schockiert sein, wenn sie das hören, weil die meisten dann feststellen, dass sie mit Unrecht kooperieren. Der gesunde Menschenverstand beinhaltet dieses Wissen. Richtig. Richtig ist gleichbedeutend mit korrekt, also 2 plus 2 gleich 4. Es basiert auf Wahrheit. Auf Moral bezogen oder moralisch richtig bedeutet in Harmonie mit den natürlichen universellen Gesetzen. Richtige Handlungen erzeugen keinen Schaden für andere Wesen. Falsch. Falsch ist auch inkorrekt. Falsch oder auch inkorrekt, also 2 plus 2 gleich 5. Es fußt nicht auf Wahrheit. Es ist unmoralisch oder moralisch falsch. Das heißt, es steht im Widerspruch zu den natürlichen universellen Gesetzen. Falsche Handlungen resultieren in Schaden für andere Wesen. Niemand hat mehr oder weniger Rechte als man selber. Alles andere führt zu moralischem Relativismus. Unrecht im Sinne der natürlichen universellen Gesetze. Angriff auf die psychische oder physische Unversehrtheit. Vergewaltigung, Diebstahl, Einbruch oder unbefugtes Betreten bzw. Benutzen, Zwang oder Nötigung, psychischer und energetischer Vampirismus. Womöglich könnte man noch Lügen oder Angst machen dazu zählen. Jede Überschreitung, die man machen kann, ist eine Form von Diebstahl. Etwas Eigentum wird gestohlen, wenn ein Unrecht geschieht. Leben ist eine Art Eigentum, Unversehrtheit auch. Rechte sind eine Art Eigentum. Freiheit ist eine Art Eigentum. Leider merken es manche erst, wenn es weg ist. Zusammenfassend kann man sagen, ein Lebewesen muss verletzt, belästigt oder genötigt oder dessen Eigentum muss beschädigt, entwendet oder unbefugt benutzt worden sein, um es als eine Verletzung oder ein Unrecht im Sinne der natürlichen universellen Gesetze definieren zu können. Jegliche Handlung, die keinen solchen Schaden bzw. keine solche Verletzung herbeiführt, ist nach den natürlichen universellen Gesetzen rechtens. Kein Opfer, kein Unrecht. Leider gibt es in unserer in Anführungsstrichen fortschrittlichen Zivilisation noch Fälle, bei denen Menschen für Handlungen eingesperrt werden, die niemandem schaden. Es ist unmöglich, ein Unrecht zum Recht zu machen. Das heißt, wenn eine bestimmte Handlung bei einer Einzelperson als Unrecht in Bezug auf die natürlichen universellen Gesetze zu werten ist, kann diese unter keinen Umständen weder bei einer anderen Einzelperson noch bei Gruppen zu einem Recht umgewandelt werden. Diese Handlung bleibt für alle Ewigkeit ein Unrecht im Sinne der Naturgesetze. Ebenso kann kein Recht in ein Unrecht umgewandelt werden. Kein Lebewesen kann einem anderen Lebewesen Rechte gewähren. Rechte sind Gott gegeben, ebenso wie Naturgesetze. Lebewesen können auch nicht bestimmen oder festlegen, was richtig oder falsch ist. Was richtig und was falsch ist, kann und soll von uns herausgefunden und verstanden werden, damit wir uns daran anpassen. Die Naturgesetze gelten ohne Einschränkung und ohne Rücksicht auf die Glaubenssysteme einer Bevölkerung. Das heißt, es ist egal, wie viele Menschen glauben und dafür sind, dass ein Unrecht in ein Recht oder ein Recht in ein Unrecht umgewandelt werden kann. Diese Umwandlung kann niemals in der Realität erreicht werden. Ein Recht wird immer ein Recht bleiben, genauso wie ein Unrecht immer ein Unrecht bleibt. Menschen können nur glauben, dass sie diese Umwandlung machen können und dass diese dann auf magische Weise so ist. Leider glauben die meisten Menschen fälschlicherweise, dass es moralisch oder in Bezug auf die Naturgesetze möglich ist, nicht vorhandene Rechte zu erschaffen oder zu delegieren oder uns innewohnende Rechte entziehen zu können. Wie schon gesagt, Rechte sind, ebenso wie Naturgesetze, Gott gegeben. Wenn man sich nicht sicher ist, ob etwas ein Recht oder Unrecht bezüglich der Naturgesetze ist, kann man sich ein Szenario vorstellen, wo nur zwei Lebewesen gegeben sind. Wenn die Handlung in dieser Instanz ein Recht bzw. Unrecht ist, bleibt es ein Recht bzw. Unrecht auch für Gruppen. Dies ist unabhängig von der Größe der Gruppe oder wie viele glauben, es sei anders. Ich möchte das an dem Beispiel der Prohibition erklären.
Prohibition ist der Anspruch einer Gruppe, die sich in Anführungsstrichen Regierung nennt, zu denken, sie habe das Recht, Leute davon abzuhalten, bestimmte Substanzen in ihre Körper aufzunehmen, und wenn die Leute sich nicht daran halten, werden ihnen Strafen auferlegt oder sie eingesperrt. Es sollte selbsterklärend sein, dass wenn der Körper eines Individuums dessen Eigentum ist, dass das Individuum immer das natürliche Recht hat zu entscheiden, ob es etwas in ihr Eigentum, ihren Körper, tun möchte oder nicht. Daraus ergibt sich, dass wenn jemand den Anspruch erhebt, bestimmen zu können, was ein Individuum in ihren Körper aufnimmt und was nicht, im Grunde der Anspruch auf den Besitz des Körpers des Individuums selber ist. Daraus ergibt sich, dass wenn jemand den Anspruch erhebt, bestimmen zu können, was ein Individuum in ihren Körper aufnimmt und was nicht, im Grunde der Anspruch auf den Besitz des Körpers des Individuums selber ist. Der Anspruch, jemand anderes Körper zu besitzen, nennt man Sklaverei oder Leibeigenschaft. Somit ist Prohibition ein Euphemismus für Sklaverei, der auf Gewalt gestützt ist, völlig gleichgültig, wie die Gruppe versucht, es in Anführungsstrichen zu rechtfertigen, es sei notwendig für das Allgemeinwohl. Weil kein Individuum auf der Welt den rechtmäßigen Anspruch auf den Körper eines anderen hat, können wir dieses Verhalten weder in eine Gruppe delegieren, noch es in Anführungsstrichen zu einem Recht umwandeln. Daher sind alle Arten von Prohibition nach den Naturgesetzen Unrecht. Aber viele akzeptieren das aufgrund der Rechtfertigung, weil es angeblich notwendig für das Allgemeinwohl ist. Vergesst Rechte. Sklaverei ist notwendig für das Allgemeinwohl. Bitte stellt euch das nochmal in dem Szenario mit nur zwei Leuten vor. Kraft bzw. Macht und Gewalt. Macht und Gewalt werden oft verwendet, als wenn sie das gleiche wären oder austauschbar sind. De facto sind es aber diametrale Gegensätze, verschiedene Pole. Kraft bzw. Macht. Kraft ist die Fähigkeit zu wirken, etwas zu beeinflussen, physische Veränderungen herbeizuführen. Diese Handlung harmoniert mit Moral und den Naturgesetzen, weil es niemandem schadet und niemandes Rechte verletzt. Diese Handlung ist ein immerwährendes Recht eines Individuums, einschließlich der Verteidigung gegen Gewalt. Gewalt hingegen. Gewalt ist die unmoralische und unrechtmäßige Einleitung von physischer oder psychischer Kraft, wodurch jemand zu etwas gezwungen, genötigt oder von etwas zurückgehalten wird. Zwingende Handlungen stehen im Gegensatz zur Moral und den Naturgesetzen, weil es die Verletzung von Rechten anderer beinhaltet. Eine Handlung, die niemals gerechtfertigt ist. Ein Mensch hat das natürliche Recht, sich gegen Gewalt mit defensiver physischer Kraft zu verteidigen. Eine Person, die mit Gewalt konfrontiert wird, hat das Recht, die gewaltwirkende Person daran zu hindern, ihm weiter Schaden zuzufügen. Und dies mit der Kraft, die notwendig ist, den Angriff zu stoppen. Wenn jemand also auf dich losgeht, hast du das Recht, dich zu verteidigen und den Angriff abzuwehren. Selbstverständlich hast du auch das Recht, dich nicht zu verteidigen. Aber du hättest das Recht, dich mit deiner Kraft zu verteidigen und den Angriff abzuwehren. Aber nur so weit, dass der Angriff abgewehrt ist. Derjenige, der anfängt, begeht immer das Unrecht. Den bewusstlos am Boden liegenden zu verprügeln, ist unmoralisch und unrechtmäßiger Krafteinsatz und somit auch Gewalt. Natürlich darfst du auch jemand anders verteidigen. Es ist im Grunde deine Pflicht, nicht nur dich selber, sondern auch andere zu verteidigen. Lao Tse sagte, man ist nicht nur verantwortlich für das, was man tut, sondern auch für das, was man nicht tut. Dies ist besonders im Hinblick auf Karma sehr wichtig zu bedenken. Als Beispiel, unterlassene Hilfeleistungen kann auch unter menschlichen Gesetzen bestraft werden. Die beiden Säulen der Erleuchtung. Das heilig-weibliche Prinzip der Nicht-Aggression und das heilig-männliche Prinzip der Selbstverteidigung. Das heilig-weibliche Prinzip kann man zusammenfassen mit den Worten: Schade niemandem. Respektiere die Unversehrtheit, das Eigentum und die Rechte von anderen Personen. Dies gilt nicht nur für Menschen, sondern für alle fühlende Lebewesen. Es ist auch als das Nicht-Aggressionsprinzip bekannt. Jeder kennt die goldene Regel. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge keinem anderen zu. Und das heilig-männliche Prinzip: Lass dir nicht schaden bzw. verteidige dich. Sorge für und verteidige deine Unversehrtheit, dein Eigentum und deine Rechte. Aber nicht nur deine, sondern auch die der anderen.
Wenn man das heilig-weibliche Prinzip genauer betrachtet und logisch zu Ende denkt, wird es einem sehr schnell klar. Schadet niemandem ist nicht so leicht umgesetzt, wie es ausgesprochen ist. Niemandem anderen zu schaden ist noch relativ einfach. Im Prinzip muss man nur aufhören zu tun, was man so tut und alle Tätigkeiten in Bezug auf diesen Gesichtspunkt untersuchen. Man erkennt den Baum an seinen Früchten. Wenn man niemanden schaden will, ist meiner Meinung nach eine vegane Ernährung das Einzige, was bleibt. Diese Umstellung wird sich auch günstig auf das Karma auswirken. Ganz besonders, wenn man sich die Realität in den Schlachthöfen wirklich vor Augen führt. Ebenso die Massentierhaltung, die zurzeit leider noch überwiegt. Eine Dokumentation zu diesem Thema ist Earthlings, zu Deutsch Erdlinge. Wenn man die gesehen hat, dann weiß man, was ich meine. Sie ist online zu finden. Hierzu passt ein Zitat von Leo Tolstoi sehr gut. Solange es Schlachthöfe gibt, wird es Schlachtfelder geben. Zitat Ende. Diese Aussage ist wahr und wird durch das Law of One bestätigt. Über das Law of One spreche ich im weiteren Verlauf noch. Schade niemandem bedeutet auch, dass man niemanden damit beauftragt, anderen zu schaden. Bitte macht euch kurz Gedanken darüber, wie viel Fleisch und welches ihr essen würdet, wenn ihr das Tier selber töten, ausnehmen und zubereiten müsstet. Jeder sollte sich hier einmal die Zeit nehmen und seine eigenen Gedanken dazu machen und unsere Leben, wie wir gehalten werden, mit den Leben unseres Schlachtviehs vergleichen. Meiner Meinung nach ist der offensichtliche Zusammenhang nicht zu übersehen, wenn man ehrlich zu sich selber ist. Einen guten Tipp, der mir zum Beispiel geholfen hat, mich auf vegane Ernährung umzustellen, ist mein sogenannter Zaubertrank. In einem Project Camelot Interview erwähnte der Professor Dame Rees, dass das japanische Königshaus damals im Zweiten Weltkrieg Forscher damit beauftragt hat, die optimale Nahrung für ihre Soldaten herauszufinden. Es sollte auch möglichst kompakt sein, so dass die Soldaten nicht viel mit sich rumtragen müssen. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass es eine Mischung aus Spirulina, Bierhefe und Vitamin C ist. Zeitgleich zur Aufnahme von Vitamin C ist der Körper in der Lage, doppelt so viele Mineralstoffe und Metalle wie zum Beispiel Kupfer, Eisen etc. aufzunehmen. Es wurde empfohlen, einen gehäuften Löffel Spirulina oder Chlorella in ein Glas Wasser zu geben, einen gestrichenen Löffel Bierhefe dazuzugeben und zwei Tropfen zum Beispiel Zitronen- oder Orangensaft dazu zu tun. Wem das schmeckt, der kann das gerne so handhaben, aber ich muss gestehen, ich finde den Geschmack von Spirulina und Chlorella ziemlich scheußlich. Daher habe ich das etwas modifiziert und ich gebe die gleiche Menge in O-Saft ein. Der Geschmack von O-Saft ist so stark, dass man die Spirulina nicht mehr schmeckt. Und seitdem ich dieses Gemisch zu mir nehme, tagtäglich, habe ich keinerlei Proteinmangel mehr und selbst mein Arzt ist neidisch auf meine Blutwerte. Eine kurze Zusammenfassung meines in Anführungsstrichen Zaubertranks ist: einen gehäuften Teelöffel Spirulina bzw. Chlorella, einen gestrichenen Teelöffel Bierhefe in O-Saft geben. Ein Glas reicht für den ganzen Tag. In diesem Glas hat man sämtliche Nährstoffe, die der Körper für einen Tag braucht. Die Wesen, die niemandem schaden, nannte man zu den Zeiten der Kelten schon Arier. Damals waren es die Druiden, die keinen Wesen mit einer Klinge zu Leibe rückten. Das Ariertum hat also nichts mit Herkunft oder Aussehen zu tun. Es ist eine Einstellung. Darüber spricht Michael Tessarion in seiner Origins and Oracles DVD-Serie, die ich allerwärmstens empfehle. Srimad Bhagavatam sagte: Arier töten nicht einmal eine kleine Pflanze unnötigerweise. Schon gar nicht beschneiden sie einen Baum aus Freude. Arier unterscheiden nicht zwischen niederen und höheren Lebensformen. Alles Leben sollte gleich geschützt werden. Alle Lebewesen haben das Recht zu leben, selbst Bäume und Pflanzen. Dies ist das grundlegende Prinzip einer arischen Zivilisation. Zitat Ende. Eigentum. Warum ist die Bevölkerung in diesem Zustand? Der Hauptgrund, warum unsere Spezies einen systematischen und andauernden Verlust an Freiheiten erfährt, ist, weil wir kollektiv die Bedeutung von Eigentum nicht verstehen und weil wir fortwährend Stehlen und Diebstahl billigen. Definition von Besitz: die Gesamtheit der Dinge, die rechtmäßig jemandem gehören, so dass man darüber verfügen kann. Das beinhaltet, dass wenn jemandem etwas rechtmäßig gehört, dass er die Benutzung bestimmen kann und dafür die Verantwortung trägt. Daher lassen sich die Naturgesetze auf Stiehl nicht, schade niemandem und lass dir nicht schaden reduzieren. Das sagte der gesunde Menschenverstand im Grunde aus.
Im Duden steht die Definition von Bewusstsein wie folgt. Zustand geistiger Klarheit, volle Herrschaft über seine Sinne. Und Gesamtheit all jener Vorgänge, durch die sich der Mensch der Außenwelt und seiner selbst bewusst wird. Im Englischen heißt es Conscience. Dies ist zusammengesetzt aus dem lateinischen Worten con, was mit bzw. zusammen bedeutet, sciens vom lateinischen Verb sciere, was wissen oder verstehen bedeutet. Also wörtlich zusammen wissen. Common sense auf Englisch. Common sense heißt gesunder Menschenverstand. In Bezug auf die Naturgesetze heißt das, den definitiven Unterschied von richtig und falsch zu wissen. Bewusstsein oder den gesunden Menschenverstand ausüben. Die freiwillige Entscheidung, das Richtige anstatt das Falsche zu tun, nachdem man das definitive Wissen vom objektiven Unterschied zwischen richtig und falsch gemäß den Naturgesetzen erlangt hat. Wahre Freiheit kann niemals in einer Gesellschaft existieren, die moralischen Relativismus annimmt. Kann niemals existieren. Wahre Freiheit enthält unendliche Möglichkeiten, welche per Definition auch die Möglichkeit von Chaos enthält. Diese Möglichkeit muss ohne Angst angenommen werden, um wirklich frei zu sein. Moralischer Relativismus ist die irrsinnige Idee, dass es keinen objektiven Unterschied zwischen richtig und falsch gibt, so dass die Menschen beliebig in Anführungsstrichen entscheiden oder kreieren können, was für sie richtig oder falsch ist. So denken Psychopathen. Nach den Naturgesetzen herrscht Gleichheit, da alle die exakt gleichen Rechte besitzen, wie jeder andere auch. Da Rechte nicht von Menschen gemacht werden können, da es angeborene Rechte sind, die uns vom Schöpfer des Universums geschenkt wurden, hat kein Mensch oder keine Gruppe von Menschen wirklich die Fähigkeit, irgendjemandem Rechte zu gewähren, zu kreieren oder zu entziehen. Das Gesagte kollidiert mehr oder weniger stark mit unseren gewohnten Ansichten und mit dem tagtäglichen Ablauf. Wenn ich Marc Passios weitere Ausführungen in meinem eigenen Video wiederholen würde, bekäme ich wohl recht bald Schwierigkeiten mit der Staatsgewalt. Es ist ein augenöffnendes Beispiel für die Rede- und Meinungsfreiheit. Gehirnwäsche ist unter anderem, Leuten klarzumachen, dass bestimmte Leute Rechte haben, die andere nicht haben. Diesen geistigen Schaden nennt man in Fachkreisen Zwiedenken. Es äußert sich in zweierlei Form. Erstens, ich darf das, du aber nicht. Die zweite Form möchte ich in einem Beispiel erklären. Angenommen, ich komme dich besuchen und staune über die vielen Kameras vor deiner Haustür und weise dich darauf hin. Du antwortest, oh, die habe ich noch nie gesehen. Doch, hast du definitiv. Du verdrängst es aber. Man leugnet die Realität und lügt sie sich schön. Beziehungsweise man betäubt sich. Es ist das Ausblenden von unangenehmen Dingen. Ein gutes Beispiel für das Ausblenden bzw. nicht sehen wollen sind die Streifen im Himmel. Hier ein Beispiel, um die Auswirkungen von Zwiedenken zu veranschaulichen. Wenn ihr euch in einen Kreisverkehr stellt und ein Freund von euch setzt sich in ein Auto und fährt um euch herum, dann seht ihr die ganze Zeit nur die Fahrer, niemals die Beifahrerseite. Das nennt man in der Physik gebundene Rotation. Weil es keine eigentliche Rotation im Sinne von Eigenrotation ist, sondern wie an einem Faden um ein Zentrum rotiert. Rotation bedeutet, dass es um seine eigene Achse rotiert, also Eigenrotation. Unser Nachbarplanet Mars hat zwei Monde, Deimos und Phobos. Deimos zeigt eine Eigenrotation und Phobos zeigt eine gebundene Rotation. Nun sagt uns die Astrophysik, dass wenn der Planet rotiert, dann auch sein Mond rotiert. Daraus folgt, dass Phobos kein Mond ist, genauso wenig wie unserer. Dies hat die NASA allerspätestens mit Apollo 11 bestätigt. Nachdem die Kapsel mit den Astronauten vom Mond abgehoben ist, haben sie die Treibstoffstufe, die die Kapsel vom Mond wieder wegbringen sollte, mit 300 Kilogramm explosivem Treibstoff auf die Mondoberfläche fallen lassen. Also sie haben den Mond sozusagen bombardiert, um einfach zu schauen, was dann passiert. Nachdem die 300 Kilo Sprengstoff auf der Mondoberfläche aufgeschlagen und explodiert sind, kam ein interessantes Ergebnis dabei raus. Das Ergebnis war, dass der Mond etwa für eine halbe Stunde lang geklungen hat wie ein Gong. Dies wurde nicht nur von der NASA, sondern weltweit aufgezeichnet. Bei Apollo 12 wurden Experimente auf der Oberfläche durchgeführt, um eine Art Mondbeben, ein Erdbeben auf dem Mond, auszulösen. Dies gelang und führte zu einem Beben bzw. gongartigen Geräusch für etwa 55 Minuten.
Während der Apollo 13 Mission wurde ebenfalls ein Treibstoffbooster auf den Mond abgeworfen. Diesmal war so viel Treibstoff an Bord, dass die Explosion etwa so stark war, als wenn man 11 Kilotonnen TNT auf dem Mond zur Explosion gebracht hätte. Diesmal klang der Mond für 3 Stunden 20 Minuten. Daraus kann man eine Menge interessanter Rückschlüsse ziehen. Es suggeriert einem, dass die Aussage, dass wir, in Anführungsstrichen, allein im Universum sind, nicht stimmt. Dies könnte auch den schwebenden Teil der Pyramide erklären. Und vieles der unsinnigen Dinge, die hier auf der Oberfläche passieren. Dieses Beispiel ist auch hervorragend dafür geeignet, den Unterschied zwischen Ignoranz und Unwissenheit darzustellen. Bei diesem Thema kann niemand behaupten, dass das Wissen nicht vorhanden wäre, da es jede Nacht offensichtlich in unserem Himmel zu sehen ist. Es wird also ignoriert. Aus Angst. In diesem Zusammenhang fand ich es sehr amüsant festzustellen, wie George Lucas die Menschheit in der Original-Star-Wars-Trilogie dargestellt hat. Sicher nicht die Jedi. Das Imperium auch nicht. Richtig, die Killer-Teddys. Die, die es nicht schnallen, dass das Ding, was um ihren Planeten kreist, gar kein Mond ist. Und nicht raffen, dass das Imperium schon längst gelandet ist. Und die Rebellen, die ihnen helfen wollen, das Ding loszuwerden, angreifen und essen wollen. Wundert sich noch jemand, warum diese Wesen sich nicht offen zeigen? Zum Thema, in Anführungsstrichen, Alleinsein möchte ich anbringen, dass die Wissenschaftler inzwischen herausgefunden haben, dass es etwa 100 Erden für jedes Sandkorn auf diesem Planeten gibt. 100 Erden für jedes Sandkorn an jedem Strand, inklusive des Ozeanbodens, dieser Erde. Es wird geschätzt, dass in unserem Sichtbereich etwa 40 Milliarden erdähnliche, bewohnbare Planeten existieren. Im Law of One wird gesagt, dass es etwa 100 Millionen Zivilisationen gibt. Voltaire sagte, diejenigen, die einen Absurditäten glauben lassen können, können einen auch dazu bringen, Grausamkeiten zu begehen. Bitte keine Panik. Ja, wir sind nicht allein. Wir waren es nie und werden es nie sein. Und ja, sie sind schon hier. Sie sind schon lange hier. Dmitri Medvedev hat das auch schon vor laufenden Kameras bestätigt. Die russischen Kosmonauten, die Pendants zu den amerikanischen Astronauten, sind auch deutlich redefreudiger und berichten gerne darüber, was sie alles im All erlebt haben. Was für Phänomene, Fahrzeuge und Wesen sie dort gesehen haben. Dies wird aber alles bewusst geheim gehalten. Zumindest hier im sogenannten Westen. Um die Frage zu beantworten, die sich jetzt wahrscheinlich einigen aufzwingt. Nein, David Icke ist kein Spinner. Er hat leider recht. Und diese Information ist nun schon seit über 20 Jahren im Umlauf. Hierzu empfehle ich die Aussagen von Sergeant Clifford Stone, Dr. Stephen Greer, Corey Good, Bob Dean, David Icke, Jason Rice und Emery Smith anzuhören. Ebenso möchte ich eine Empfehlung für die Filme Unacknowledged und Above Majestic aussprechen. Beide sind online zu finden. Wer nun trotz allem meint, dass das alles Spinner sind, wem das noch nicht reichen sollte als Beweisführung, den möchte ich einmal fragen, ob er sich an Oumuamua erinnert. Der zigarrenförmige, in Anführungsstrichen, Gesteinsbrocken, der angeblich als erstes interstellares Objekt unser Sonnensystem durchquert hat. Avi Loeb, der Vorsitzende der astrologischen Abteilung der Harvard-Universität, hat für die Zeitschrift Nature einen Artikel mitgeschrieben, wo darüber berichtet wird, wie erstaunlich es ist, dass dieser, in Anführungsstrichen, Gesteinsbrocken seine Richtung und seine Geschwindigkeit geändert hat. Selbst der deutschen Zeitschrift Spiegel war es einen vierseitigen Bericht in seiner zweiten Ausgabe in diesem Jahr 2019 wert. Corey Good berichtete im Jahr 2018 in der Serie Cosmic Disclosure, dass er angeblich Aufnahmen gesehen haben soll, wie die Leute aus dem geheimen Weltraumprogramm Oumuamua besucht haben und festgestellt haben, dass es ein altes, verlassenes Schiff ist. Diese Aussage wurde von zwei Ex-Marines, die sich bei Linda Moulton Howe gemeldet haben und von ihr letztes Jahr interviewt wurden, bestätigt. Diese beiden Soldaten bestätigen auch die Berichte von Corey Good über die Ruinen in der Antarktis, ebenso wie die Nazi- und extraterrestrischen Gebäude in der Antarktis. Das Interview mit den beiden Soldaten ist auf dem YouTube-Kanal von Linda Moulton Howe zu sehen. Die Aussagen von Corey Good zu Oumuamua, seiner Arbeit im geheimen Weltraumprogramm und seinen Erfahrungen in der Antarktis sind in der Serie Cosmic Disclosure zu sehen.
Ich persönlich unterscheide unsere Nachbarn von anderswo aufgrund ihrer Gesinnung. Die Guten, die Freundlichen, die uns helfen wollen, uns zu entwickeln und zu wachsen, bezeichne ich als ETs, im Gegensatz zu Aliens. Und ja, beide sind schon hier, und meines Erachtens ist der Einfluss der dunklen Seite in unserer Geschichte mehr als deutlich zu sehen. David Icke spricht schon seit Jahrzehnten darüber. Nun haben sich aber die Guten endlich dazu entschieden, einzugreifen und uns zu helfen. Manche behaupten, es gibt nur gute ETs, manche behaupten, es gäbe nur böse Aliens. Es ist etwa wie bei uns, Arschlöcher gibt es überall, in jedem Volk. Aber nach dem, was Corey Good und andere berichten, ist das Verhältnis von Gut zu Böse außerhalb dieses Planeten oder dieser Sphäre ziemlich eindeutig. Es sind viel, viel mehr gute Rassen als böse Rassen dort draußen. Aber, wie gesagt, es gibt Ausnahmen. Aber sie werden uns nicht befreien. Wir müssen uns selber befreien. Wir müssen die Handlungen hier auf der Oberfläche übernehmen. Sie unterstützen uns nur dabei. Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben. Wir Guten haben also nun Unterstützung bekommen, jede Menge. Aber wir müssen anfangen, antworten und die Wahrheit zu fordern. Am besten die ganze Wahrheit. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Wesen von außen zu kontaktieren. Es geht über Magie, Drogen in Form von Ayahuasca oder Meditation. Ich möchte nicht zum Drogenkonsum aufrufen. Ich erwähne nur, dass dies eine Möglichkeit ist. Allerdings ist der Bereich, den man mit DMT betritt, ein anderer als der, den man mit den anderen beiden Varianten erreicht. DMT ist der Stoff, der uns träumen lässt, so sagen die Wissenschaftler. Bis in die 70er Jahre wurde der Stoff noch Telepathein genannt, weil er in allen Lebewesen vorkommt und aller Wahrscheinlichkeit nach der Grund ist, warum alle Lebewesen telepathisch kommunizieren können. Bewusst oder unbewusst. Für Menschen ist dies seit den 50er Jahren belegt, für Tiere spätestens in den 90ern sogar veröffentlicht worden und für Pflanzen vor ein paar Jahren nachgewiesen und veröffentlicht worden. Beim Rauchen von DMT wird allerdings keinerlei Kontakt entstehen, da man zu kurz in diesem Bereich ist, als dass man wirklich mit den Wesen kommunizieren könnte. Den Kontakt durch Meditation einzuleiten ist als CE5-Technik bekannt. Wer der englischen Sprache mächtig ist, sollte sich die Erklärung von Dr. Stephen Greer, dem Erfinder der CE5-Technik, zu Gemüte führen. Ich persönlich habe diese Technik gelernt und ausprobiert und habe Erfolge damit gehabt. Das CE5-Protokoll. Der Begriff CE5 steht für Close Encounter of the Fifth Kind, also Nahbegegnung der fünften Art, und wurde von Dr. Stephen Greer geprägt. Der Link zur Homepage ist ebenfalls unten angegeben. Der erste Kontakt auf diese Weise ist ihm gelungen, als er Meditationslehrer war und eine sehr tiefe Trance in einer langen Meditation auf einem Berg erreichte. Von da an entwickelte er die jetzt als CE5 bekannte Technik, um den Kontakt einzuleiten. In der Quellensektion meiner Homepage findet ihr einen Vortrag von Dr. Stephen Greer, wo er eine Meditation leitet. Diese ist hervorragend zum Üben. In dem Vortrag erklärt er auch genau, wie ein solches Treffen ablaufen sollte. CE5 bedeutet, dass der friedliche Kontakt zu den Wesen des Universums von Menschen erwünscht und eingeleitet wird. Die Einleitung geschieht über die Entscheidung, dass man diesen Kontakt wünscht. Hierbei wird man üblicherweise nach dem Grund dafür gefragt. Die Kommunikation ist telepathischer Natur und in einem meditativen Zustand. Meditation ist also zwingend dafür erforderlich. Wenn man das Protokoll beherzigt und die Techniken beherrscht, führt es nach einer Weile zum Erfolg. Nachdem man die Entscheidung getroffen hat, wird man nach dem Grund gefragt, warum will man Kontakt? Empfehlenswert ist absolute Ehrlichkeit. Da die Kommunikation telepathisch abläuft, ist Lügen zu sich selbst und gegenüber diesen Wesen zwecklos. Man verrät sich dabei nur selbst. Es in Anführungsstrichen geheim zu halten, funktioniert genauso wenig. Allein die Idee bzw. das Vorhaben, Wesen, die um ein Vielfaches intelligenter und klüger sind, als man selbst zu belügen oder hinters Licht führen zu wollen, ist meines Erachtens unglaublich dumm. Die Wahrheit zu erfahren ist ein guter Grund. Im Normalfall bekommt man recht schnell eine Bestätigung dafür. Diese kann auf verschiedene Art passieren. Mysteriöse Laut- und Lichterscheinungen sind die häufigsten Varianten. Aber es kann auch über andere mysteriöse Umstände geschehen. Für manche meist unbewusste Menschen sieht dies wie in Anführungsstrichen Zufall aus. Es ist aber die Antwort.
Baruch de Spinoza sagte, nichts in der Natur geschieht durch Zufall. Etwas erscheint uns nur zufällig aufgrund unseres mangelnden Wissens. Vorbereitung. Man braucht ein ruhiges, abgelegenes Plätzchen ohne unfreiwillige Zeugen. Eine weitere Voraussetzung für den Erfolg einer CE5-Sitzung ist, dass keiner der Anwesenden das Ereignis dazu missbrauchen will, um Angst zu schüren. Auch wenn man selber davor Angst hat, wird kein Kontakt entstehen. Empfehlenswert ist eine Abspielmöglichkeit für die CE5-Klänge, ein Smartphone mit der ET Contact App und ein Laserpointer. Aber es geht auch ohne alles. Wirklich unerlässlich ist nur die Meditation. Ich möchte aber kurz auf die von Dr. Stephen Greers Gemeinschaft entwickelte App eingehen. Diese kostet 5 bis 10 Euro und ist unter anderem im Play Store zu erwerben. In dieser App sind die erwähnten Klänge, diese helfen beim Lokalisieren, die geleitete Meditation, allerdings nur in englischer Sprache, ein Kompass und ein Magnetometer enthalten. Sie ist die Investition meiner Meinung nach definitiv wert. Wenn diese App bei einer Sitzung ausgeführt wird, dann spielt üblicherweise der Kompass in Anführungsstrichen verrückt und das Magnetometer schlägt aus, kurz bevor eine Erscheinung zu sehen ist. Dies löst dann einen Alarm aus. Dies erleichtert besonders den Leuten die Sichtung, die nicht meditieren und keine starke Intuition haben. Nützliche Geräte sind unter anderem auch ein Radarwarner oder Magnetometer, Nachtsichtgeräte und Kameras. Bei Digitalkameras kommt es eher auf den eingebauten Chip an und nicht so sehr auf die Pixelwerte. Aber genauere Informationen findet ihr auf Dr. Stephen Greers Homepage. Falls keine Utensilien vorhanden sind und man alleine Kontakt aufnimmt, bekommt man mitgeteilt, wann und wohin man gucken soll. Üblicherweise kurz vor einer Sichtung. Man verpasst also nichts. Zeugen und Platzwahl. Bei der Auswahl des Ortes ist zu beachten, dass Beleuchtung jeglicher Art so gering wie möglich sein sollte. Strahlungsquellen wie Mobiltelefone, WLANs etc. können sich nachteilig auswirken. Es sollten keine unfreiwilligen Zeugen in der Nähe sein, die die Erscheinung fehldeuten könnten. Üblicherweise ist es so, falls unfreiwillige Zeugen in der Nähe sind, wird es keine Erscheinung geben. Auf der Homepage findet ihr auch einige Bilder, die bei den CE5-Sitzungen von Dr. Stephen Greer bzw. seiner Gruppe aufgenommen wurden. Alle Mitglieder der Gruppe müssen den Kontakt wollen und dürfen diesen nicht negativ, zum Beispiel um Angst zu verbreiten, ausnutzen. Drogeneinfluss sollte vermieden werden und kann in bestimmten Fällen sogar den Erfolg einer Sitzung zunichte machen. Dies gilt insbesondere für Substanzen, die Angstgefühle hervorrufen. Ist eine Person dabei, die das Ereignis zum Angstschüren missbrauchen will, wird kein Kontakt entstehen. Innerhalb der Gruppe sollten auch keinerlei Feindseligkeiten unter den teilnehmenden Personen bestehen. Je größer die Gruppe, desto stärker kann das gesandte Signal sein. Dies hängt unter anderem davon ab, wie die Energien innerhalb der Gruppe sind. Es ist ratsam, die meditierenden Personen energetisch zu unterstützen, vor allem wenn es wenige sind. Je geringer die Zahl der Meditierenden im Verhältnis zur Gesamtgröße der Gruppe, desto mehr. Kontaktieren. Vor dem Senden des Signals ist es ratsam, den Ort mit einer kleinen Zeremonie zu reinigen. Die Geräte sollten so aufgestellt werden, dass die Sensoren Abstand zueinander haben. Diese sollten optimalerweise außerhalb der Gruppe platziert sein. Für die Teilnehmer, abhängig von der Anzahl, ist eine Kreisformation sinnvoll. Gespräche sollten unterbleiben oder leise geführt werden. Die Meditierenden begeben sich in Trance und senden das Signal aus. Diese werden dann auch anzeigen können, wohin man schauen soll. Menschen mit guter Intuition können dies ebenfalls mitbekommen. Es besteht ein Unterschied, ob das Signal bewusst im Wachzustand oder im meditativen Zustand gesandt wird. Meiner Meinung nach hängt dies mit den unterschiedlichen Frequenzen des Gehirns zusammen. Das Signal ist im meditativen Zustand deutlich stärker und reicht weiter. Wie man meditiert, werde ich hier nicht erläutern, außer der Information, dass man den letzten Gedanken dazu verwenden soll, das Signal und die Positionsangabe zu senden. Die Bitte und Einladung, in Erscheinung zu treten, kann und sollte von jedem Teilnehmer bewusst ausgesandt werden. Hilfreich ist ein Gefühl der Vorfreude dabei zu empfinden, welches das Signal verstärkt. Das Signal selber ist die Bitte, in Erscheinung zu treten und eine Reihenfolge von Bildern zur Positionsangabe zu senden. Man sendet sie telepathisch im meditativen Zustand. Diese Positionsangabe sollte bei dem Ort starten, wo man sich gerade befindet.
Von dort aus beschreibt man, wie der Ort aus 1, 10, 50 und 100 Kilometern Höhe aussieht. Vergleichbar mit der Bildabfolge, die man bekommt, wenn man bei Google Maps immer weiter rauszoomt. Ebenso sollte man seine Position zu den nächsten geografischen Merkmalen, zu der nächsten Stadt, dann die Position des Ortes im Land, die Position des Landes auf dem Kontinent, die Position des Kontinents auf der Erde etc. anzeigen. Daraufhin sollten die Positionsangaben den Mond einschließen, dann unsere Erde und Mond und die inneren Planeten zur Sonne, die Position der Erde innerhalb des gesamten Sonnensystems, Jupiter und Saturn sind da besonders hilfreich, die Position unseres Sonnensystems innerhalb unserer Galaxie, die Position unserer Galaxie zur Andromeda-Galaxie und den ganzen Weg wieder zurück. Man kann noch Zwischenschritte einfügen, aber man sollte nicht weniger Informationen senden, da dies die Positionsbestimmung für die Wesen deutlich erschwert. Dieses Signal wird als letzter Gedanke in der Meditation permanent wiederholt. Raus und wieder reinzoomen. Man beschreibt einen Anflugvektor. Dies ist im meditativen Zustand leichter. Die Fähigkeit, seine Konzentration lange aufrechthalten zu können, ist hier sehr hilfreich. Ebenso hilfreich ist, auf welche Sternbilder bzw. Planeten man sieht, also die Blickrichtung. Man sollte die bitte offen halten, das heißt alle ansprechen, die das Signal wahrnehmen und gerade in der Nähe sind, bzw. diejenigen einladen, die Interesse daran haben, einen Umweg zu machen. Dies erhöht die Zahl der Erscheinungen. Nein, sie werden nicht landen, sie werden einen nicht mitnehmen und sie werden sich einem nicht direkt zeigen. Es ist zu gefährlich für sie. ETs werden sich ausschließlich auf mysteriöse Weise zu erkennen geben. Hierbei muss ich erwähnen, dass das ausgesandte Signal ebenfalls von unseren Leuten im geheimen Raumfahrtprogramm aufgefangen werden kann. Unsere Schiffe kann man an Geräuschen und Strukturen oder Zeichnungen erkennen, die bei den ET-Fahrzeugen nicht vorhanden sind. Falls man doch ein oder mehrere Schiffe in der unmittelbaren Nähe, soll heißen innerhalb unserer Atmosphäre, sehen sollte, dann sind es wahrscheinlich unsere. Ein interessantes Detail dazu. Angeblich soll Werner von Braun auf seinem Sterbebett im Jahre 77 vor einem Angriff unter falscher Flagge aus dem All gewarnt haben. Er war der festen Überzeugung, dass damals schon, wie gesagt 1977, die Möglichkeit bestand, eine sogenannte UFO-Invasion zu starten und sie so echt aussehen zu lassen, dass die meisten Leute hier auf der Oberfläche es für einen Angriff von außen halten würden. Dr. Stephen Greer, der Gründer der CSETI, also der Suche nach extraterrestrischem Leben und der CE5-Initiative, war schon seit knapp einem Jahrzehnt genau davor. Dies ist das Thema des satirischen Films Iron Sky, von dem nun der zweite Teil in die Kinos kommt. Für viele der Verschwörungstatsachenkenner ist dies nun ein Grund zum Schmunzeln. Wenn die Aussagen von William Tompkins sowie Corey Good und anderen stimmen sollten, dann ist das Thema des Films Iron Sky durchaus wirklichkeitsnah. Ich finde es bemerkenswert, dass nun der zweite Teil seine Weltpremiere an Ostara, also dem Anfang der okkulten Opfersaison, feiert. Eine solche inszenierte Invasion könnte vom militärisch-industriellen Komplex dazu benutzt werden, Erdenbevölkerung in einen interstellaren Krieg zu befördern. Eine wirklich interessante, in Anführungsstrichen, Satire, die relativ selten im Fernsehen ausgestrahlt wird, meistens nur auf Arte und oft am 1. April, ist der Film Kubrick, Nixon und Der Mann im Mond. Diese kann ich durchaus empfehlen und ist vor allem für die Leute recht interessant, die schon einmal in einem Fotolabor gearbeitet haben, sich also mit dem Entwickeln von Filmen auskennen. Dort werden einige interessante Denkanstöße gegeben. Glaubt ihr, dass eure Medien euch die Wahrheit sagen oder meint ihr, dass sie euch anlügen? Der Fachbegriff für falsche, nicht wahrheitsgemäße, dafür zweckorientierte Berichterstattung ist Propaganda. Es sollte jedem inzwischen bekannt sein, dass in unserem Land nur eine Handvoll Leute sämtliche Nachrichtenorgane, also Fernsehsender, Zeitungen und so weiter, besitzen. In anderen Ländern ist es nicht anders. Hierzu möchte ich ein Zitat von Adolf Hitler noch anführen. Durch kluge und konstante Anwendung von Propaganda kann das Volk dazu gebracht werden, das Paradies als Hölle anzusehen und genauso andersherum, dass sie das übelste Leben als eine Art Paradies ansehen. Und noch ein Zitat zum Thema Wahrheit bzw. Lüge von jemandem, der es wissen sollte. Joseph Goebbels: Wenn man eine große Lüge erzählt,
und sie oft genug wiederholt, dann werden die Leute sie am Ende glauben. Man kann die Lüge so lange behaupten, wie es dem Staat gelingt, die Menschen von den politischen, wirtschaftlichen und militärischen Konsequenzen der Lüge abzuschirmen. Deshalb ist es von lebenswichtiger Bedeutung für den Staat, seine gesamte Macht für die Unterdrückung abweichender Meinungen einzusetzen. Die Wahrheit ist der Todfeind der Lüge und daher ist die Wahrheit der größte Feind des Staates. Wir sollten uns also deutlich mehr um die Wahrheit kümmern, beziehungsweise dafür sorgen, dass wir sie erfahren. Und zwar die volle Wahrheit. Leider ist dies halt in unserer Gesellschaft nicht ganz leicht. Ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Wenn ich euch sage, dass ihr einen Fleck auf dem Hemd habt, bin ich nicht böse. Ich habe den Fleck da nicht drauf gemacht. Aber ich weise euch darauf hin, dass da einer ist. Die meisten, in Anführungsstrichen normalen Leute, reagieren dann dankbar und kümmern sich darum. Leider ist es mit Informationen anscheinend anders. Dort wird man angegriffen, verleumdet, beleidigt, als wenn man persönlich und absichtlich den Fleck auf das Hemd gemacht hat, um euch zu ärgern. Die Bösen sind die, die die Flecken auf das Hemd machen und euch nichts sagen, nicht diejenigen, die euch auf die Flecken auf dem Hemd hinweisen. Das Wort Verschwörungstheoretiker wurde damals nach der Ermordung Kennedys vom CIA eingeführt und es wurde empfohlen, es gegen die Leute zu benutzen, sie damit zu brandmarken, die ihren eigenen Verstand benutzt haben und die offizielle Geschichte angezweifelt haben. Wenn man in unserer heutigen Zeit als sogenannter Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt ist, kann man das durchaus als Kompliment betrachten. Im Grunde besagt das Stichwort, dass man sein eigenes Hirn noch benutzen kann und es tut. Erinnert ihr euch noch an die Tabelle, wie sich die Naturgesetze manifestieren? Wissen ist die erste Manifestation, wenn man sich für Liebe entschieden hat. Wissen ist Liebe. Ignoranz und Leugnen ist Angst. Keine Angst, es ist nicht viel Wissen, was man wirklich haben muss, um ein leuchtendes Vorbild für andere zu sein. Einen sehr großen Teil habt ihr nun schon. E.E. Cummings sagte einmal, um niemand anderes zu sein als du selbst, in einer Welt, die das Beste gibt, Tag und Nacht, dich zu formen wie jeden anderen, bedeutet, den härtesten Kampf auszutragen, den ein menschliches Wesen kämpfen kann, und höre niemals auf, ihn zu kämpfen. Menschen, die nichts wissen, lieben sich nicht selber. Damit meine ich nicht von allem ein bisschen Wissen, sondern wirklich Ahnung von etwas haben. Nicht ein oder zwei Bücher oder Dokumentationen lesen bzw. gucken, sondern Hunderte, am besten alles, was ihr in die Finger bekommt. Das ist Leidenschaft. Um Leidenschaft zu entwickeln, muss man lieben. Leidenschaft ist auch etwas, was Menschen von Psychopathen unterscheidet. Genau wie wahre Liebe. Etwa 10-15% der Bevölkerung haben diesen genetischen Defekt. Es sind geborene Psychopathen. Psychopathie ist nicht heilbar. Aber es gibt eine Menge Leute, die sich so verhalten, als wären sie welche. Man nennt diese Leute sekundäre Psychopathen. Diese Erkrankten sind nach einiger Zeit ebenso wenig umkehrbar oder heilbar wie die echten, geborenen Psychopathen. Die meisten dieser Geisteskranken wollen auch nicht geheilt werden, da sie sich besser wähnen. Eine Art Raubtier der Menschheit. Dabei begreifen sie nicht, dass ihnen wichtige menschliche Eigenschaften fehlen. Dieser Defekt ist vererbbar. Da diese Wesen in ständiger Angst leben, entlarvt zu werden, kreieren sie ausschließlich Chaos und Leid für sich und ihre Umgebung. Siehe die Manifestationstabelle. So ziemlich jeder, der mit einem Psychopathen zu tun hatte, besitzt eine psychopathische Persönlichkeit. Eine Abspaltung von seiner echten Persönlichkeit. Marc Passio nennt das den Psychopathen haben. Diese Leute können dann zwischen den beiden Persönlichkeiten wechseln, falls notwendig und falls sie sich dieser beiden Persönlichkeiten bewusst sind. Hier möchte ich nochmal auf die Traumata verweisen. Je länger und häufiger man in dieser Psychopersönlichkeit verweilt, desto schwieriger wird es, normal menschlich zu werden und desto schwerer wird das Umschalten. Eine kurze Geschichte verdeutlicht das. Ein indianischer Krieger kommt zu seinem Medizinmann und sagt, in meiner Brust kämpfen zwei Wölfe. Der eine will Tod und Zerstörung, der andere will Leben und Liebe. Sag mir, wer gewinnen wird. Darauf der Medizinmann, der, den du fütterst. An dieser Stelle möchte ich das Video auf meinem YouTube-Kanal Verteidigung gegen Psychopathen empfehlen. Es ist wichtig, das angstbasierte Leugnen dieses Phänomens zu überwinden und sich der Realität bewusst zu werden. Wenn man etwas leugnet, kann man sich nicht dagegen wehren. Hier sind einige Schlüsselcharakteristika von Psychopathen.
Sie haben keinerlei Gewissen und Empathie, keine Geduld oder Taktgefühl. Sie sind äußerst unmoralisch, aggressiv, kaltschnäuzig, gerissen und gewaltbereit. Sie sind sehr geschickt dabei, andere zu manipulieren. Bereit, kriminelles und schadhaftes Verhalten an den Tag zu legen, um ihre Ziele zu erreichen. Sie sind sehr geschickt dabei, sich wohlwollend darzustellen und Gefühle vorzutäuschen, zum Beispiel weinen auf Befehl. Sie zeigen keinerlei Schuldgefühle oder Reue für den Schaden oder das Leid, was sie selber verursachen. Psychopathen leugnen, rationalisieren und weisen immer ihre Schuld anderen oder den Umständen zu, zum Beispiel der Rasen war zu lang oder das Wetter war zu kalt. Ein weiteres Merkmal ist die Verachtung für die Gefühle anderer, da sie selber die Intensität und die Gefühlstiefe und manche Gefühle wie Reue zum Beispiel nicht fühlen können und weil sie keinerlei Empathie haben. Zwanghaftes Lügen, selbst wenn die Wahrheit ganz offensichtlich gegen sie spricht. Sie weigern sich, Verantwortung für ihre eigenen Handlungen zu übernehmen. Und sie denken, dass sie nie erwischt, entlarvt oder erkannt werden. Eine der größten Ängste von Psychopathen ist, dass sie als solche erkannt werden und in ihrem Bekanntenkreis diese Information die Runde macht. Üblicherweise werden sie sich dann aus diesem Bekanntenkreis zurückziehen, möglicherweise auch die Stadt wechseln. Man könnte sagen, sie suchen sich ein neues Jagdgebiet und leichtere Beute. Ein weiteres Kennzeichen ist ein Mittel, was sie häufig benutzen. Projektion. Das heißt, sie werfen anderen ihre eigenen Fehler und deren schlechten Eigenschaften vor. Eine weitere Verhaltensweise, die Psychopathen oft an den Tag legen, ist, dass sie andere Leute dämonisieren. Das heißt, dass sie alles, was sie an Informationen über eine Person in die Finger bekommen, so verdrehen, dass diese Person in einem äußerst schlechten Licht dasteht. So schlecht, wie es irgend möglich ist. Da für sie Lügen so einfach ist wie Atmen, fällt ihnen das nicht wirklich schwer. Sie sehen sich als perfekt und unfehlbar an. Sie sind absolut unfähig, menschliche Wärme, also Herzenswärme, auszustrahlen und Energie abzugeben. Es sind unverbesserliche energetische und psychische Vampire. Das kann bis zur Ohnmacht oder dem Einschlafen des Opfers führen. Psychopathen sind hochgradig destruktiv. Gegen andere und gegen sich selbst. Daher wird empfohlen, und das empfehle ich auch, Psychopathen allein zu lassen, also den Kontakt zu ihnen abzubrechen, soweit möglich. Falls man keine Kinder mit ihnen zusammen hat, dann sollte man wirklich darauf hinarbeiten, dass keinerlei Kontakt mehr besteht. Falls man sich nicht sicher ist, ob jemand ein Psychopath ist oder nicht, wird empfohlen, die Situation etwa 2 Wochen lang bewusst zu beobachten. Spielt also das Spiel weiter mit und führt am besten eine Art Tagebuch darüber. Es ist auf jeden Fall notwendig, sich über die Verhaltensweisen, die Psychopathen an den Tag legen, zu informieren. Da Psychopathen permanent in Angst leben, ist es völlig ausreichend, den Kontakt zu ihnen abzubrechen. Entweder sie suchen sich dann eine, in Anführungsstrichen, leichtere Beute, oder sie zerstören sich selbst. Falls ihr festgestellt habt und euch sicher seid, dass ihr einen Psychopathen bei euch in eurer direkten Umgebung habt, dann brecht den Kontakt am besten direkt ab. Sprecht euch am besten mit euren Freunden vorher ab und informiert euren Freundeskreis, so dass dieser Psychopath dort keinen Fuß in die Tür bekommt. Wie in dem Video Verteidigung gegen Psychopathen empfohlen wird, treibt ihn nicht in die Ecke und konfrontiert ihn nicht direkt und alleine. Lasst dem Psychopathen immer die Fluchtmöglichkeit, welche er üblicherweise auch ergreifen wird. Ich empfehle das Video Verteidigung gegen Psychopathen mehrfach zu sehen, dass man wirklich alle Informationen daraus ziehen kann. Ebenso möchte ich die Website psychopathfree.com empfehlen. Leider ist diese nur auf Englisch verfügbar. Ebenso möchte ich empfehlen, dieses Video mehrfach anzusehen, da in diesem Video eine ganze Menge an Informationen drin ist. Psychopathen haben eine Vorliebe für die Wesen, die ein gutes Herz haben oder sich für spirituell halten, da diese das verlorene Wort Nein sehr selten benutzen. In dem Buch Prophezeiung von Celestine werden einem Möglichkeiten aufgezeigt, wie man sich gegen energetischen Vampirismus elegant und effektiv wehren kann. Ich kann dieses Buch nur allen ausdrücklichst empfehlen. Michael Tessarion und Carl Gustav Jung nennen diese Geisteskranken Seelenselbstmörder oder Gewissensmörder, da diese ihr eigenes Gewissen als erstes abtöten. Dazu einige Zitate. Erich Fromm schrieb in Die Furcht vor der Freiheit: Die Tatsache, dass Millionen von Menschen die gleichen Laster haben, machen diese nicht zu Tugenden. Die Tatsache, dass sie so viele Fehler gemeinsam haben, macht diese Fehler nicht richtig. Und die Tatsache, dass Millionen von Menschen die gleiche Geisteskrankheit haben, macht sie nicht gesund.
Carl Gustav Jung sagte, der Mensch von heute, der mehr oder weniger dem kollektiven Idealen entspricht, hat sein Herz in eine Grube voller Mörder umgewandelt. Was für den Analysten durch das Unbewusste einfach nachzuweisen ist, selbst wenn der Betroffene nicht im geringsten von dieser Tatsache verstört ist. Carl Gustav Jung sagte ebenfalls, wir haben unsere abergläubische Angst vor bösen Geistern und Dingen, die uns in der Nacht auflauern können, verloren, aber stattdessen sind wir eingenommen von der Angst vor Leuten, die von Dämonen besessen sind, die angsteinflößende Taten der Dunkelheit begehen. Dass diese Leute, die solche Taten begehen, sich selber als Supermänner sehen und nicht als besessen, ändert nicht die Tatsache, dass sie besessen sind. Und Marcus Aurelius sagte, das Ziel im Leben ist nicht auf der Seite der Mehrheit zu sein, sondern darin, sich selbst nicht in den Rängen der Wahnsinnigen wiederzufinden. Kennzeichen des Erwachens. Marc Passio hat 20 Voraussetzungen formuliert, was es heißt, bewusst oder wach zu sein. Ich kann mich dem nur anschließen. Diese Voraussetzungen sind wie folgt. Erstens, Bewusstsein heißt, die helle und dunkle Seite der Magie und der okkulten Zusammenhänge zu kennen und zu verstehen. Zweitens, Bewusstsein heißt, zu wissen, dass die Wahrheit singulär, objektiv und unabhängig von unserer Wahrnehmung ist. Als Beispiel, für Menschen ist der Himmel auf diesem Planeten blau. Falls jemand nun den Himmel in einer anderen Farbe sieht, dann liegt das an seiner Wahrnehmung. Es ändert aber nichts an dem Wahrheitsgehalt der vorangegangenen Aussage. Wenn nun jemand die Farbe anders nennt, dann lässt das eher Rückschlüsse auf seinen Geisteszustand zu, als auf etwas anderes. Psychopathen haben besonders große Schwierigkeiten, diesen Punkt zu begreifen. Drittens, Bewusstsein heißt, das wahre Selbst und die Verbindung zu allen und allem zu erkennen und zu verstehen. Das heißt nicht, dass wir nicht alle einzelne Individuen sind. Wir sind Teil eines größeren Ganzen. Hier möchte ich auf das Law of One hinweisen. Als Beispiel, jedes Haar ist ein Teil von uns, aber wir sind nicht das Haar. Viertens, Bewusstsein heißt zu verstehen, dass weder Geist noch Materie wichtiger sind. Dies ist einer der Punkte, wo meine Ansicht von Marx' Ansicht abweicht. Meines Erachtens sind Körper und Geist nicht gleich wichtig. Meines Erachtens ist der Geist wichtiger, da die Seele wiederkommt, der Körper aber nicht. Eine Dame namens Rauni Kilde hat auf einer der AZK-Konferenzen es folgendermaßen beschrieben. Die Seele ist der Fahrer und der Körper ist das Auto. Die Seele setzt sich in das Auto und fährt so weit, wie es kommt, beziehungsweise der Wagen hält. Und falls man zum Beispiel einen Unfall mit dem Wagen hat oder er einfach den Geist aufgibt, dann steigt der Fahrer aus, also die Seele, und sucht sich einen neuen Wagen und setzt die Reise fort. Als Geist ohne Körper kann man weniger Wandel erreichen als mit Körper. Der Körper muss aber gesund sein und der Geist trainiert, dass man mit Geist Materie verändern kann. Die Römer sagten früher, mens sana in corpore sano, das heißt, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Es bedeutet, dass jemand, der einen gesunden Geist hat, auch einen gesunden Körper hat, nicht andersherum. Fit sein heißt nicht gesund sein. Zum Thema fit sein. Die meisten Menschen, die ich kenne, die sich als fit bezeichnen, sind nicht gesund. Ein gesunder Geist ist frei von irrigen und falschen Glaubenssystemen. Ist der Geist gesund, gilt Geist über Materie. Es ist inzwischen vielfach belegt, dass es möglich ist, mit seinem Geist Materie, Maschinen und andere Lebewesen zu beeinflussen. Fünftens. Bewusstsein heißt, sich aus Ego-Identifikation oder Ego-Abhängigkeit befreit zu haben. Man ist nicht das Ego. Das Ego ist ein Teil von uns, wie die Seele auch. Man ist nicht mehr in der Ego-Identifikation. Zum Beispiel, man sagt nicht, ich bin Lehrer, Polizist, ein Sozialist, Volksmusikhörer, Arbeiter, Sportler, Deutscher, Europäer und so weiter. Sondern man weiß, dass man Bewusstsein ist, eine Energieform, was eine Lernerfahrung hat. Es wird sichtbar, dass das Ego als Träger von Seele und Bewusstsein in seiner richtigen Rolle fungiert. Ebenso wird offenkundig, dass man frei von Glaubenssätzen und Illusionen ist. Zum Beispiel Staat, Geld, Religion, Wissenschaftshörigkeit, Süchten, Dogmen etc. Das wahre Selbst versteht und respektiert den Eigenbesitz, also die Souveränität aller Wesen. Das wahre Selbst versteht die natürlichen universellen Gesetze und strebt jederzeit danach, in Harmonie mit ihnen zu leben. Das wahre Selbst strebt nach Harmonie im Innen wie im Außen. Und es versteht und arbeitet an echter Freiheit für alle. Das wahre Selbst versteht, lebt und liebt die Verbindung mit allen und allem. Es versteht, dass der Wille und Fokus Materie verändern kann und Einfluss auf alle Wesen hat.
Es weiß, dass Materie in letzter Instanz eine Illusion ist, aber die Erfahrung von Materie sehr real ist. Das merkt man spätestens, wenn man zum Beispiel gegen eine Kante läuft. Es versteht den Unterschied zwischen Recht und Unrecht und handelt dementsprechend. Es versteht, wie sich unsere Realität manifestiert und es strebt nach Heilung des Selbst und seines Umfeldes. Sechstens. Bewusstsein heißt, zu vergleichen und zu beurteilen. Man kann mit Sicherheit sagen, was richtig und was falsch ist. Und man sollte es sagen, da Schweigen Zustimmung heißt. Und nichts tun bedeutet Kollaboration. Viele begreifen ihre Fehler auch erst dann, wenn man sie darauf hinweist. Siebtens. Bewusstsein heißt, frei von allen falschen Religionen zu sein. Falsche Religionen sind all die Religionen, die das Bewusstsein zurückhalten und uns spalten. Wir sind Bewohner dieses Planeten und jetzt zurzeit gemeinsam hier. Egal, ob wir den Schöpfer, Allah, Odin, Jehova, Christus oder Buddha nennen. Achtens. Bewusstsein heißt, zu wissen, dass es kein, in Anführungsstrichen, negatives Wissen gibt. Wissen ist ein Werkzeug, ein neutrales Werkzeug, welches man für Konstruktives und Destruktives nutzen kann. Das hängt vom Bewusstsein des Benutzers ab. Zum Beispiel ein Messer. Mit einem scharfen Messer kann man eine gesunde Mahlzeit für sich und seine Familie oder Freunde zubereiten. Dies ist ein Verwendungszweck, der gut ist. Oder man kann mit dem gleichen Messer nach draußen gehen und jemanden damit berauben. Dies wäre eine Handlung, die schlecht ist. Es hängt also von dem Bewusstsein des Benutzers des Werkzeuges ab. Das Messer selber ist weder gut noch schlecht. Es kommt darauf an, was man damit macht. Neuntens. Bewusstsein heißt, die Gründe zu kennen, die die Menschheit in den jetzigen Zustand gebracht haben. Zehntens. Bewusstsein heißt, die natürlichen universellen Gesetze verstanden zu haben und in Harmonie mit diesen zu leben. Elftens. Bewusstsein heißt, die beiden Säulen der Erleuchtung zu kennen und zu leben. Kurz gesagt, schade niemanden und lass dir nicht schaden. Zwölftens. Bewusstsein heißt, zu wissen, dass, in Anführungsstrichen, Autorität eine illegale Illusion ist und dass alle Formen von Regierung Sklaverei sind. 13. Bewusstsein heißt, die entscheidende Wichtigkeit des freien Willens und der persönlichen Verantwortung erkannt zu haben. Dies beinhaltet, das auch zu leben. 14. Bewusstsein heißt, zu wissen, dass die sogenannten, in Anführungsstrichen, negativen Gefühle einen entscheidenden und wichtigen Zweck erfüllen. 15. Bewusstsein heißt, zu wissen, dass wahre Erleuchtung nicht in der Suche nach Glückseligkeit liegt, solange es so viel Leid in der Welt gibt. 16. Bewusstsein heißt, zu wissen, was wahre Vergebung bedeutet und wie man wahre Vergebung erhält. Reue und Buße sind zwingende Instanzen dafür. Wahre Vergebung haben diejenigen verdient, die durch ihr Verhalten beweisen, dass sie aus ihren Fehlern gelernt haben und die Fehler nicht wiederholen. 17. Bewusstsein heißt, den Unterschied zu kennen zwischen dem, was nicht geändert werden kann und dem, was geändert werden sollte. 18. Bewusstsein heißt, genug Mitgefühl, also Fürsorge, zu zeigen, um in der Welt tätig zu werden, damit ein echter Wandel in der Welt bewirkt wird. 19. Bewusstsein heißt, zu wissen, dass sich wahre Erleuchtung nicht nur in persönlichem Wandel zeigt, sondern auch daran, wie man anderen hilft, sich selber zu verbessern. 20. Bewusstsein heißt zu wissen, dass wahre Erleuchtung nicht Perfektion gleichkommt. Es ist mit Wissen und Verständnis nicht Genüge getan. Es muss zwingend danach auch gehandelt werden. Buddha sagte, Wissen und Nicht-Tun heißt Nicht-Wissen. Die Gedanken sind zwar wichtig, sie sind der Ursprung, aber das, was sich wirklich manifestiert, ist das Ergebnis unserer Handlungen. Das Handeln ist also am wichtigsten, denn nur so wird es einen wirklichen, reellen Wandel in der Welt geben, indem wir ihn selber herbeiführen. Es wird niemand anderes für uns tun. Das Weltbild und die täglichen Handlungen zeigen, dass man die Verbindung mit allem versteht. Denken alleine reicht nicht aus. Man arbeitet aktiv daran, das Leid aller Wesen zu eliminieren. Die Wahrheit wird ausgesprochen und Glaubenssysteme, die das Bewusstsein zurückhalten, werden abgebaut. Das Ubuntu-Verteilungskonzept. An dieser Stelle möchte ich ein Konzept anbringen, was die vorhandene Organisationsstruktur namens Staat ablösen bzw. verbessern und das Geld überflüssig machen könnte. Dies ist leider nicht in Marx' Vortrag enthalten, aber ich finde die Idee mehr als gut genug, um sie hier kurz vorzustellen.
Es ist das sogenannte Ubuntu-Konzept und wird von Michael Tellinger in Südafrika vertreten. Michael Tellinger ist bekannt geworden durch seine Bücher und Dokumentationen über Ruinen im südlichen Afrika. Das Ubuntu-Beitrags- und Verteilungskonzept ist im Grunde ein einfaches Stammesverhalten und wird uns ins goldene Zeitalter führen. Es ist das Gemeinschaftsbewusstsein, sprich miteinander teilen und füreinander da sein. Es fängt mit der Präsentation und Teilen von Informationen und neuen Lösungen an. Dazu brauchen wir nur einiges der Programmierung, Konditionierung und Gehirnwäsche abzulegen. Da uns dies über viele Jahre eingetrichtert wurde, wird es vielen anfangs schwerfallen, loszulassen. Als erstes sollte das Bewusstsein gefördert werden, dass wir das babylonische Geldzaubersystem nicht brauchen und auf diesem Planeten im Überfluss leben können. Es wird uns nur von den Mächtigen eingeredet, dass alles knapp ist und wir Wettbewerb brauchen. Wir werden angelogen. Wettbewerb erzeugt Knappheit und Okkultismus, also das Geheimhalten von Wissen, verhindert die Veröffentlichung neuer Technologien im Bereich Energie, Transport und Heilmethoden. Ubuntu steht für Harmonie, Kooperation und Teilen statt Raffgier, Konkurrenz und Wettkampf. Denkt an euren Körper und die Billionen von Zellen darin. Sie alle arbeiten zusammen zum Wohl ihrer Gemeinschaft, dem Körper. Euch. Genau darum geht es. Symbiose. Das Ubuntu-Konzept will keine selbsterhaltenden Gemeinschaften erschaffen, sondern Überflussgemeinschaften. Es gibt autarke Gemeinschaften, aber sie haben keinerlei Auswirkungen auf ihre Umgebung. Eine autarke Gemeinschaft ist die Großfassung des Ich-Ich-Ich-Denkens, also das, was Marx Mini-Me-Satanismus nennt. Alle außerhalb der Mauer gehören nicht zu uns. Wir gegen die da draußen, wir sorgen nur für uns. Bei Ubuntu wird dieses Denken in Wir, Wir, Wir umgewandelt. Man produziert so viel, dass man es entweder verkaufen oder es umsonst anbieten kann. Wir leben auf einem Planeten des Überflusses. Die Natur ist verschwenderisch gut zu uns. Wenn man einen Apfelbaum machen lässt, entstehen 1000 neue Apfelbäume, nicht ein oder zwei. Um dieses Konzept kurz vorzustellen. Dieses Konzept sieht vor, dass alle Mitglieder einer Gemeinde 3 Stunden pro Woche für die Gemeinde arbeiten und dafür im Gegenzug als erstes freien Strom, dann freies Wasser, Heizung, Nahrung etc. bekommen. Diese Arbeitszeit wird in gemeinnützigen Projekten organisiert. Alles für die Gemeinde Notwendige wird selber produziert, wenn möglich, und die Gemeinde mit allem versorgt, was gebraucht wird. Der erwirtschaftete Überfluss kann an die umliegenden Gemeinden abgegeben werden. Unternehmen können sich ebenfalls anschließen und von den Vorteilen profitieren, wenn sie die durch Projektarbeit produzierten Waren zu 2/3 der Gemeinde zur Verfügung stellen. 1/3 wird als Vorrat behalten. Durch die Masse an verfügbarer Arbeitskraft wird die Gemeinde als Ganzes sehr schnell aufblühen und innerhalb der Gemeinde von Geld unabhängig, weil die Bewohner alles Gewünschte besitzen. Geld wird innerhalb der Gemeinde nicht mehr benötigt, weil bald alles für die Bewohner der Gemeinde umsonst sein wird. Je mehr solche Gemeinden sich zusammenschließen, desto schneller wird die Gesellschaft ohne Geld auskommen. Am Anfang wird die Gemeinschaft Geld benutzen, um sich vom Geld zu befreien. Jeder in der Gemeinde ist gleich wichtig, hat gleiche Rechte und gleiches Stimmrecht. Die Wahlen, zum Beispiel zum Ältestenrat der Gemeinde, sind offen und nachvollziehbar. Den Menschen in der Gemeinde ist es selbstverständlich selbst überlassen, ob sie dann neben der Gemeindearbeit einer bezahlten Tätigkeit nachgehen oder ihrer wahren Berufung. Es geht nicht darum, etwas wegzunehmen. Es geht darum, uns allen unsere Leben und unsere Kindheitsträume wiederzugeben, damit man sie ohne Angst in einer besseren Umgebung ausleben kann. Im derzeitigen System wäre es am effektivsten, wenn ein Bürgermeister einer kleinen Gemeinde dieses Konzept über Nacht einführen würde. Laut Michael Tellinger hätte es einen Dominoeffekt auf alle umliegenden kapitalistischen Gemeinden. Dieses Konzept muss auf allen Ebenen umgesetzt werden, im Denken und im Handeln der Menschen. Dazu gehört auch die Politik. Dies ist notwendig, um an die Staatsfinanzierung zu kommen. Für weitere Informationen seht euch bitte die Ubuntu-Homepage von Michael Tellinger an. Das Law of One, das Gesetz des Einen. Das Law of One sind gechannelte Botschaften, die viel Weisheit enthalten. Dort findet man eine Menge Informationen über unsere wirkliche Existenz, den Aufbau und Zweck unseres Universums und Lebens.
Die hier angeführten Informationen sind alle dort zu finden. Carla Rückert hat sich als Medium bereitgestellt und sich in Trance begeben und das gechannelte Wesen wurde von einem Ingenieur interviewt. Alle Sitzungen wurden aufgezeichnet. Die Links sind alle auf meiner Homepage zu finden. Meine Empfehlung ist, die Transkripte zu lesen und nicht die Bücher, da diese in Anführungsstrichen gefiltert sind. Dafür muss man nur ein paar Sitzungen vergleichen, um dies festzustellen. Mit gefiltert meine ich, dass sie durch die wissenschaftliche Sicht der Interviewenden, die in diesem Projekt beteiligt waren, gefiltert wurden. Ra ist der Name des gechannelten Wesens in Bezug auf den ägyptischen Sonnengott. Es wurden in 6 Jahren 196 Sitzungen mit diesem Wesen durchgeführt und darüber mehrere Bücher geschrieben. Ra soll laut eigenen Aussagen auf der Venus gelebt haben. In der ersten Sitzung sagt Ra, dass er weder zu den Lichtgestalten noch zu den Lieben gehört. Dies ist ganz wichtig zu wissen. Dies bedeutet, dass Ra zu der Zeit des Channelings tot war und zu den Raubtieren gehört. Wenn man sich nun Darstellung des ägyptischen Sonnengottes Ra ansieht, sieht man, dass er als blauer Falke dargestellt wurde. Das Law of One besagt, dass wir alle Teil einer proteinbasierten Lebensform sind, ähnlich wie wir selber. Es ist sogar möglich, dass dieses Wesen eine ähnliche Entwicklung durchmacht wie wir. Wir Menschen wären dann so etwas wie Molekülketten auf einer Zelle oder Elektronen eines Atoms. Um dies zu verdeutlichen, empfehle ich den Kurzfilm Powers of 10 oder Hoch 10. Link ist ebenfalls unten angegeben. Ein Zitat von Chief Seattle. Wir alle teilen denselben Atem. Alles ist miteinander verbunden. Der Mensch schuf nicht das Gewebe des Lebens. Er ist darin nur eine Faser. Was immer ihr diesem Gewebe antut, das tut ihr euch selber an. Zitat Ende. Genau das ist eine der Hauptaussagen des Law of One. Alles, was wir anderen antun, wird uns selber angetan. Das ist nicht Karma. Karma kommt da noch oben drauf. Der Begriff Lebewesen wird in den Sitzungen nicht verwendet. Stattdessen wird der Begriff Body-Mind-Spirit-Complex, also Geist-Körper-Seele-Einheit, verwendet. Ich verstehe es als Verstand-Ego-Seele. Dieses Wissen um die Dreieinigkeit, die Dreifaltigkeit oder Trinity zeigt recht deutlich, wie viel weiter diese Wesen im Gegensatz zu den meisten von uns sind. Ra spricht dort davon, wie sie uns die Pyramiden und das Tarot geschenkt haben und welchen Zweck beides hat. Die Pyramiden waren als in Anführungsstrichen Aufstiegsgebäude gedacht und sind nun leider angeblich in Anführungsstrichen verstimmt, sodass sie nicht mehr funktionieren wie geplant. Das Tarot besteht aus 22 großen Karten, also der großen Arkana, und 56 kleinen Karten, die kleine Arkana. Die große Arkana ist eine Verbildlichung unserer 7 Archetypen und die kleine Arkana zeigt die verschiedenen Variationen davon. Arkana heißt schlicht Wissen, was der in Anführungsstrichen normalen Person nicht bekannt ist. Das Schaubild zeigt die Aufteilung der Archetypen nach der von Ra übermittelten Aufstellung, allerdings mit dem Rider-Waite-Tarot. Die oberste Reihe zeigt den mentalen Archetypen, die mittlere die körperlichen Archetypen und die unterste Reihe die spirituellen Archetypen. Je weiter rechts der Archetypus angesiedelt ist, desto mehr Möglichkeiten hat dieser. Der Narr als 22. Karte wird üblicherweise mittig darunter gelegt als Zeichen für einen selbst. Allerdings ist es nicht so, dass sich jeder aussuchen kann, was er ist. Dies ist nur abwärts möglich. Soll heißen, ein 7er Archetypus kann sich dazu entschließen, einen der vorangegangenen Archetypen zu leben, wird aber dadurch nicht sein volles Potenzial ausleben. Es wäre nicht sinnvoll, aber möglich. Ein 1er Archetypus wird aber erst dann ein höherer Archetypus werden können, wenn er die notwendige Entwicklung durchschritten hat. Diese kann auch an den Karten abgelesen werden. Ich zeige dieses Schaubild, damit sich jeder erkennt und weiß, was zu tun wäre, wenn die Person sich weiterentwickeln möchte. Welcher Archetypus man ist, kann über Gematria errechnet werden. Gematria ist ein System, wo Buchstaben der Arkana und den entsprechenden Zahlenwerten von 1 bis 22 zugeordnet sind. Durch das Betrachten des Schaubildes erkennt man sich allerdings unterbewusst. UFOs und Außerirdische. Es wird erwähnt, dass Mars und Venus bewohnt waren und dass es sehr viele Zivilisationen verschiedener Entwicklungsstufen außerhalb unserer Sphäre gibt. Unter anderem wird dort auch erwähnt, dass allein die USA zu dem Zeitpunkt 1980 über 500 Fluggeräte hat, was wir in Anführungsstrichen Fußvolk als UFOs bezeichnen würden,
und schon Kolonien auf anderen Planeten existieren. Es wird auch eine Konföderation der Planeten und diverse Bewohner des Universums erwähnt. Das Gegenstück zu dieser Konföderation ist eine Gruppierung aus der Gegend des Sternbild des Orion. Sie werden in den Sitzungen als Orion Crusaders, also die Kreuzritter von Orion, bezeichnet. Diese sollen besonders kriegerisch, eigennützig und süchtig nach Macht sein. Angeblich greifen diese Wesen die Zivilisation selten direkt und offen an, sondern unterwandern und übernehmen sie durch Mittelsmänner. Klingt vertraut, nicht wahr? Ein winkender Zaunpfahl? All diejenigen Menschen, die von diesen OC kontaktiert wurden, sind extrem egoistisch und eigennützig und haben da ebenso Sucht nach Macht und Dominanz wie die OC selber. Genau deswegen wurden sie von denen kontaktiert, bzw. andersherum. Im Gegensatz dazu kontaktiert die Konföderation Menschen, die selbstlos und hilfsbereit sind, zum Beispiel um Wissen zu verbreiten, um die Evolution bzw. Entwicklung voranzutreiben, vor Gefahren zu warnen oder die OC in ihre Schranken zu weisen. Auch diese Wesen kann man kontaktieren, zum Beispiel über die CE5-Methode. Interstellare Fluggeräte. Nikola Tesla hat bis 1940 die für interstellaren Flug erforderlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse gehabt und dokumentiert. Diese wurden nach seinem Tod von dem damaligen Geheimdienst der USA beschlagnahmt und klassifiziert. Interessanterweise war es ein Verwandter des heutigen Präsidenten der USA, John G. Trump, der für die Sichtung und Archivierung zuständig war. Die meisten seiner Patente und Erfindungen sind bis zum heutigen Tage Top Secret oder höher eingestuft. Tesla hatte schon in den 20er Jahren Geräte beschrieben, die unseren jetzigen Handys und Touchpads ähneln, allerdings sind unsere Geräte noch nicht in der Lage, all das zu tun, was er angedacht hatte. Das Wissen um den Äther hat ihn dazu befähigt, freie Energiemaschinen zu bauen, was er auch getan haben soll. Angeblich soll er auch eine selbstgebaute Flugscheibe gehabt haben, aber da dies strenger Geheimhaltung unterliegt, ist es sehr schwierig, es genauer nachzuprüfen. Magie, Energieübertragung und Geistreisen. Das Thema Magie wird ebenfalls besprochen. Es ist ein Werkzeug, um uns in Kontakt mit unserem höheren Selbst, also mit unserem Schutzengel, zu bringen. Man kann dadurch aber auch Orte, Ereignisse und Wesen reinigen oder anderweitig beeinflussen. In den Sitzungen wird darauf eingegangen, wie wir Menschen uns untereinander Energie geben, uns gegenseitig aufladen können. Dies hängt mit unserem Chakrensystem zusammen. Das Wechselspiel der verschiedenen Chakren und Energien wird dort ausgiebig erläutert. Es gibt einige Wesen, die weniger Chakren haben als wir, somit sind sie auch nicht in der Lage, sich selbst oder andere aufzuladen. Sie müssen sich an anderen laben. Das Buch Die Prophezeiung von Celestine von James Redfield zeigt einem, wie man dieses gegenseitige Aufladen erlernen kann, allerdings ohne auf die Chakren einzugehen. Sich seiner selbst, seiner Umwelt und seiner Möglichkeiten bewusst zu sein, ist eine der wichtigsten Aufgaben eines jeden Wesens. Im weiteren Verlauf der Sitzung wird neben dem Thema Magie auch astrale Projektion und Remote Influencing, also Fernbeeinflussung, angesprochen. Es wurde von Remote Viewing abgeleitet, einer vom Militär entwickelten Technik, wie man Dinge und Ereignisse ausspionieren kann, ohne dort zu sein und ohne Spuren zu hinterlassen. Diese Technik wurde im Ostblock seit den 50er Jahren erforscht und angewandt und im Westen erst ab Mitte der 80er Jahre. Ingo Swann war einer der führenden Köpfe dieser Techniken. Remote Influencing wurde offiziell erstmals bei den Schachweltmeisterschaften gegen Bobby Fischer eingesetzt und inzwischen offiziell zugegeben. Zu dem Thema Remote Influencing möchte ich nun als ein positives Beispiel nochmal an die Technik erinnern, wie man von dem Grundgefühl der Angst in das Grundgefühl der Liebe wechselt. Wenn ihr eure Augen schließt und euch vorstellt, dass euer Seelenpartner, also der Partner, der euch wirklich liebt, euer Gegenstück, vor euch steht und euch anlächelt, dann ist das schon eine Art von Remote Influencing. Wenn man diesen Partner anlächelt und damit die telepathische Verbindung herstellt, kann man nun auch mit diesem Partner kommunizieren. Meiner Meinung nach hat jeder von uns einen optimalen Partner, sein Gegenstück, seinen Gegenpol. Es ist der Partner, der euch zum Lächeln bringt, wenn ihr die Augen schließt und an ihn denkt. Mit genau diesem Partner werdet ihr die wahre Liebe finden und die höheren Ebenen der Liebe beschreiten können. Wenn ihr mit diesem Partner auf diese Art kommuniziert, solltet ihr euch bewusst sein, dass ihr so ehrlich wie möglich sein solltet, da man bei telepathischer Kommunikation keine Geheimnisse haben kann. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass einer der beiden Partner Angst vor der Liebe hat. Wenn wir uns nun nochmal die Manifestationstabelle ansehen, wird einem recht schnell klar, warum. Man hat sozusagen Angst vor seinem Glück.
Dies hängt oft mit mangelndem Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl zusammen, was leider in unserer Gesellschaft und in unserer Zeit sehr weit verbreitet ist. Diese und andere Sorgen sowie Befürchtungen sind aber völlig unnötig, da der richtige Partner einen optimal ergänzt. Man bildet zusammen den perfekten Kreis. Dies ist der Ausdruck für diese optimale Partnerschaft, die in dem Buch Prophezeiung von Celestine benutzt wird. Mit dieser Methode ist es also möglich, sein Gegenstück zu finden. Ebenso mit ihm bzw. ihr zu kommunizieren. Die Kelten hatten damals einen Begriff Anamkara für den Seelenpartner. Eine der Eigenschaften, die dort erwähnt werden, ist, dass man sich in der Nähe seines Anamkara wie in Anführungsstrichen zu Hause fühlt. Ich wünsche allen Suchenden von Herzen alles Gute und viel Erfolg, wohl dem, der seinen Partner schon gefunden hat. Allerdings muss ich erwähnen, dass es Wesen gibt, die die Zusammenkunft dieser beiden zueinander gehörenden Teile nicht gerne sehen und verhindern wollen. Aber wenn man seiner Intuition folgt und sich von seinem Herzen leiten lässt, dann ist ein Zusammenfinden und Zusammenkommen möglich. Warum wird es nicht gewollt, dass diese Partner sich finden? Die Antwort ist recht einfach. Diese beiden Personen würden mehr oder weniger die ganze Zeit vor Glück strahlen. Sie würden mehr oder weniger permanent gute Laune haben. Diese hochschwingende energetische Ausstrahlung wird weder von den Archonten, also den unsichtbaren Wesen, die neben uns existieren, die man zum Beispiel bei einer Ayahuasca-Erfahrung sehen kann, ebenso wenig wie von den Wesen, die sich von unserer Angstenergie ernähren, gerne gesehen. Es ist für sie unangenehm. Daher nehmen sie große Mühen auf sich, um diese Partner nicht zusammenfinden zu lassen, da sie genau wissen, dass wenn diese beiden zusammenkommen, sie kaum noch Einflussmöglichkeiten auf die beiden oder dieses Paar hätten. Es ist sozusagen deren schlimmster Albtraum. Aber meiner Ansicht nach ist genau das der Wunsch des Schöpfers, dass die beiden getrennten Teile sich finden und zusammenfinden. Eine weitere Variante des positiven Remote Influencings ist die durch Meditation und dem sogenannten Maharishi-Effekt. Astrale Projektion oder auch Astralreise genannt, ist eine Technik, bei der man seinen Geist, also seinen Astralkörper, aus deinem Körper löst und diesen auf Reisen schicken kann. Während dieser Reisen ist man mit der sogenannten silbernen Nabelschnur die ganze Zeit mit seinem Körper verbunden. Karma ist bei den Handlungen zu bedenken. Es wird bei den Sitzungen als eine Art von Gesetzmäßigkeiten aufgeführt. Wirklich gutes Karma erhält man für das, was man freiwillig und umsonst, also was man von Herzen gerne tut und damit man anderen hilft, ihnen eine Freude macht oder ihnen etwas Gutes tut. Wird man entlohnt, ist es bestenfalls ein Tauschgeschäft oder gar Service to Self, also Eigennutz. Dieses Karma wirkt sich direkt auf die Erntbarkeit oder im Original Harvestability aus. Aufstieg. Ebenfalls wird erwähnt, welche Werte für die verschiedenen Aufstiege in Dichten, im Original Density genannt, entscheidend sind und warum. Man kann mehr als 4D in seiner Lebzeit erreichen. Dabei gibt es zwei mögliche Polaritäten, einmal positiv Service to Others und negativ Service to Self. Bei dem anstehenden Aufstieg von 3D auf 4D ist Mitgefühl entscheidend. Wer dabei 51% positiv ist, hat die Voraussetzung für 4D geschafft. Für negativ ist 95% negativ notwendig. Diese kommen angeblich aber nicht in die gleiche 4D-Ebene wie die, die den positiven Aufstieg schaffen. Das heißt im Klartext, 4D wird eine Welt sein, in der die Bewohner dieser Welt zu 51% positiv sind. Darauf kann man sich freuen. Das prophezeite goldene Zeitalter. Diejenigen, die den Schnitt, also weder positiv noch negativ, schaffen, werden auf einen ähnlichen Planeten gebracht, wo sie die Lektionen lernen können. Ebenso werden die geerntet, die die Prüfung bestanden haben und die höchsten Stufen der Oktave erreicht haben. Diese werden aber gefragt, ob, wann und wohin sie gehen wollen. Das schafft aber nur angeblich einer aus Milliarden. Zum Vergleich, ein Lotto-Jackpot entspricht einer Gewinnchance von 1 zu 200 Millionen. Diese Zahlen sind vom Anfang der 80er Jahre. Corey Good wurde im Jahr 2017 mitgeteilt, dass es zum jetzigen Zeitpunkt etwa 150.000 bis 500.000 Menschen wären, die den positiven Schnitt schaffen. Dies wächst und schrumpft aber mit der Tagesform. Viele handeln sich Minuspunkte durch die Zusammenarbeit mit unserem System ein, so Corey Good.
Wenn man sich unser System und die Tätigkeiten eines Selbst mit Wissen um die natürlichen universellen Gesetze ansieht, dann versteht man, warum. Man muss, in Anführungsstrichen, nur ehrlich zu sich selber sein. Um diese Zahl zu steigern, um die, in Anführungsstrichen, Ernte sozusagen ergiebiger zu machen, mache ich dieses Video. Auf zu den nächsten Ebenen. Von 4D auf 5D zu gelangen, braucht man Weisheit. Denn Güte und Mitgefühl können ohne Weisheit zu Abhängigkeit, Missbrauch und Leid führen, wenn man es zum Beispiel den Falschen zukommen lässt. Als Beispiel, wenn man einen Psychopathen bei sich aufnimmt, wird dieser einen so lange bearbeiten, bis man selber einer wird oder ihn rausschmeißt. Ab 5D gibt es kein pures Böses mehr. Von 5D zu 6D ist Verständnis erforderlich. Als Beispiel das Verständnis, dass das Böse einen Zweck hat. Eine Schlange, eine Spinne oder ein Hai muss nicht böse sein. Es gibt welche, die bösartig sind, aber es sind primär Raubtiere, die ihren Zweck erfüllen, den Bestand sauber und gesund zu halten. Von 6D zu 7D geht der Weg über Einheit bzw. Einigkeit. Das heißt, dass das Böse und das Gute sich als Gegenspieler verstehen, sich als solche akzeptieren und durch das gegenseitige Spiel die Evolution vorantreiben. Dieser Aufstieg ist nur als Gemeinschaft möglich. Ich möchte eben noch auf die 51% positiv erläuternd eingehen. Wer zu 51% positiv ist, erhält eine Art Schutzschild vom Universum, das heißt, dass die Bösen ihn nicht angreifen, verletzen oder ihm schaden können, außer diese Leute geben ihr Einverständnis. Sie können also nur dazu verführt werden. Im Klartext heißt das, die bösen Wesen können euch nur dazu verführen, dass ihr euer Einverständnis gebt, dass sie euch schaden dürfen. Gebt ihr dies nicht, dann können sie es nicht. Sie werden es zwar probieren, es aber nicht machen können. Es ist eine Willensfrage und dies ist ein beobachtbarer Effekt, falls man bewusst genug ist. Man kann aber auch durch Magie ein Schutzschild erlangen oder beides kombinieren. Je positiver ihr seid, desto weniger können sie euch anhaben. Stichwort Daniels Prüfung. Der heilige Daniel wurde in eine Löwengrube geworfen, aber die Löwen haben ihn nicht angegriffen. Wenn man sein Leben ändert, um für negative Kräfte nicht mehr anfällig zu sein, werden diese negativen Kräfte die weniger, in Anführungsstrichen, makellosen Leute in der Umgebung beeinflussen, um einen zu schwächen bzw. zu verführen. Bitte bedenkt, dass diese Umstellung etwas Zeit braucht, vor 4 bis 6 Monate, was etwa eine Karma-Umlaufzeit wäre, um wirklich zu greifen, bis der Schild also wirklich effektiv ist. Diese Zeit kann man verkürzen und die Konsequenzen seines Handelns abmildern, zum Beispiel durch richtiges Handeln, um Verzeihung bitten, anderen helfen, anderen eine Freude sein oder machen, ohne ihnen zu schaden, oder durch Meditation und Gebete. Ein Gebet, was ich empfehlen kann, ist das Mahamrityunjaya Mantra. Ein Link ist unten angegeben. Es sind nur 4 Zeilen. Die Bedeutung kann leicht nachgelesen werden und meine Empfehlung ist, singt es einfach mit. Es wird das große, den Tod überwindende Mantra genannt. Es bringt einen wieder in Einklang mit dem Kosmos. Ihr werdet sehr schnell feststellen, wie kraftvoll dieses Gebet ist. Der Maharishi-Effekt. Ein indischer Yogi namens Maharishi hat 7000 Leute an einem Ort zusammengebracht, die dann zeitgleich für den Weltfrieden meditiert haben. Das heißt, diese 7000 Leute haben sich in meditative Trance begeben und haben ihren Willen, ihren Fokus darauf gelenkt, alle Wesen positiver und friedlicher zu machen. Sie haben also sozusagen darauf eingewirkt, dass jemand nicht zuschlägt, beziehungsweise jemand keine Gewalttat vollzieht. Der weltweit gemessene Effekt war, dass die Verbrechensrate, Gewaltverbrechen betreffend, um über 80% gesunken ist. Dieser Effekt ist in über 40 Studien belegt worden. Es gibt inzwischen weltweit sehr viele Gemeinden, die sich regelmäßig dazu treffen, um gemeinsam für Friedfertigkeit, ein höheres Bewusstsein und eine bessere, harmonischere Kooperation zu meditieren. Die Bewegung prepareforchange.net zum Beispiel tut dies jeden Sonntag gegen 16 Uhr. Es gibt aber auch viele andere Initiativen, die den gleichen Zweck haben. Was ich persönlich sehr interessant finde, ist, dass wenn man diese Maharishi-Formel zugrunde legt, also die Formel, die sich ergibt, wenn man bedenkt, dass 7000 Menschen gemeinsam meditieren und knapp 7 Milliarden Menschen 80% friedlicher werden, ergibt das einen relativen Durchschnitt von 800.000 Personen, die von einer meditierenden Person friedvoller gemacht werden können. Wenn man nun diese theoretische Berechnungsgrundlage nimmt, kommt man auf ein recht erstaunliches Ergebnis, nämlich, dass es knapp 300 Personen bedürfte, um ganz Deutschland 80% friedlicher zu machen.
Das heißt, wenn 300 Personen rund um die Uhr, also abwechselnd in Schichtbetrieb sozusagen, meditieren würden, dass weniger Gewaltverbrechen hier in diesem Lande passieren würden, dadurch würde man schon einen messbaren Effekt bekommen. Wir sind nun in der interessanten Lage, dass wir in unserem Land offiziell etwa 3 Millionen Arbeitslose haben. Eine der Ideen, Wünsche und Motivationen meinerseits war, einen kleinen Teil der Arbeitslosen dazu zu motivieren, meditieren zu lernen. Und zwar genau aus dem Grund, um diesen Maharishi-Effekt zu erreichen. Malt euch doch bitte einfach mal aus, was passieren würde, wenn alle Arbeitslosen Deutschlands zeitgleich meditieren würden. David Wilcock stellt in einem seiner Vorträge die Behauptung auf, dass die Wesen, die sich von unserer Angst- und Trauma-Energie, also dieser Lush-Energie, ernähren, verhungern würden, wenn die Welt für 24 Stunden friedlich wäre. Durch diese Methode könnten wir die Wesen, die uns dazu bringen, uns gegenseitig an die Gurgel zu gehen und uns böse Dinge anzutun, kampflos damit schlagen und zeitgleich unseren Mitmenschen etwas Gutes tun. Etwas wirklich Gutes. Eine solche Meditation durchzuführen, auch alleine, mit dem Ziel und dem Zweck, seine Umgebung friedlicher zu machen und deren Bewusstsein zu erhöhen, gibt aus meiner Erfahrung eine ganze Menge gutes Karma. Es gibt eine Menge sehr guter Meditations-Lehrvideos, ebenso wie geleitete Meditationen. Im Grunde genommen erfordert es nur ein wenig Übung und guten Willen, um es zu schaffen. Vor allem ist es meiner Erfahrung nach deutlich einfacher, bei einer Meditation den letzten Willen, den letzten klaren Gedanken zu behalten und ihn zum Beispiel darauf zu fokussieren, positiv auf seine Umgebung zu wirken, als wenn man versucht, die sogenannte klassische bzw. Nullpunkt-Meditation, also Gedankenlehre, zu erreichen. Es ist inzwischen auch wissenschaftlich belegt, dass es gesund ist, etwa 1 Minute pro alter Lebensjahr täglich zu meditieren. Soll heißen, eine 30-jährige Person würde stark davon profitieren, wenn sie 30 Minuten am Tag meditieren würde. Ebenso haben wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt, dass das Gehirn einer Person, die regelmäßig meditiert, deutlich gesünder und besser verknüpft ist als das Gehirn einer Person, welche nicht meditiert. Meditation macht einen auch deutlich stressresistenter und gelassener im Alltag. Wer häufiger meditiert und relativ einfach in einen meditativen Zustand kommt, kann dies auch als, in Anführungsstrichen, Sprungbrett für viele andere Dinge nutzen, wie zum Beispiel Astralreisen, also Außerkörpererfahrung, Traumabearbeitung etc. Meines Erachtens wäre es wünschenswert, dass mehr Menschen eine gewollte und geplante Außerkörpererfahrung bzw. Astralreise machen, weil man damit Orte und Leute besuchen kann, die weit entfernt sind und die man normalerweise nicht erreichen würde. Ebenso ist man nach einer solchen Erfahrung sich wirklich bewusst, dass wir in allererster Form ein energetisches Wesen sind, was in einem Körper wohnt. Jeder von uns ist mächtiger, als er bzw. sie sich selbst das jetzt selber zutraut. Und die Mächtigen haben Angst vor dem Tag, an dem ihr das erkennt. Aber mit viel Macht kommt viel Verantwortung. Es will kaum jemand Verantwortung übernehmen. Nicht einmal für sein eigenes Leben, geschweige denn für andere. Sein Recht, seine Zeit sowie seine Freiheit kann man sich nur nehmen oder erkämpfen. Es wird einem nicht geschenkt oder gewährt. Dafür muss man aufstehen und sich selbst erkennen. Die Worte, die über dem Orakel von Delphi angebracht waren, waren: Erkenne dich selbst. Viele kennen das aus dem Film Die Matrix. Wissen ist der Schlüssel. Wissen zeigt sich in weisen Handlungen. Verweigert man Wissen über die Wahrheit, wartet man für immer angekettet. Das, was uns die wohlwollenden ETs seit Jahrtausenden sagen und beizubringen versuchen, ist, dass wir an uns selber arbeiten sollen, unser Bewusstsein und Vibration erhöhen und erweitern sollen. Wir sollen uns Mühe geben, der bestmögliche Mensch zu sein, der wir sein können. Das gilt selbstverständlich auch für andere Wesen, nicht nur für Menschen. Das ist unabhängig von Religion und Glaubenseinstellung. Wenn man sich an die Schriften der Religionen hält und nicht an das, was andere darüber sagen, dann kommt man genau dorthin. Gegenseitig helfen und freundlich zueinander sein. Allerdings muss ich Marc Passio recht geben, dass für viele der Aufstieg in Bewusstsein eher dadurch kommen wird, dass man Dinge nicht tut. Als Beispiel aufhört, Unrecht zu begehen, es zu dulden, sich selbst und anderen zu schaden. Vielen ist es vielleicht bewusst, dass sie sich in Anführungsstrichen immer wieder im Kreis drehen. Das heißt, dass bestimmte Ereignisse, wie zum Beispiel Wohnungswechsel, Jobwechsel, Partnerwechsel, in einem kontinuierlichen, beständigen Rhythmus passieren.
Wenn sich einige nun fragen, warum sie in diesem dauerhaften Zyklus, in diesem Kreislauf sind und sich ständig diese Dinge wiederholen, dann fragt euch bitte, was ist denn jedes Mal gleich geblieben? Ihr selbst. Hier möchte ich nochmal auf den Kreislauf der Gewalt verweisen. Dies ist unabhängig von der Situation, ob es jetzt nun Partner oder Jobwechsel oder sonst was ist. Es ist im Grunde ein und dasselbe. Die einzige Möglichkeit, dem Ganzen wirklich zu entkommen, also diesem Hamsterrad zu entkommen, ist, sich zurückzuziehen und sich zu heilen. Denn erst wenn man sich heilt, gesünder und stärker wird, dann kann man einen neuen Kreislauf oder einen neuen Anfang finden. Vielleicht ist es diesmal auch kein Kreislauf, sondern eine gerade Straße. Man muss aber als erstes aufhören, sich im Kreis zu drehen und einfach erstmal stehen bleiben und sich besinnen. Und was die Heilung angeht, bedenkt bitte Folgendes. Die Wunden sind die Stellen, an denen das Licht in euch tritt. Sie können eure Stärken werden, wenn ihr sie geheilt habt. Zum Thema Partnerschaft und dem angesprochenen perfekten Kreis möchte ich auch noch kurz was sagen. Dieser angesprochene perfekte Kreis oder eine optimale Partnerschaft besteht aus zwei Individuen, die sich zwar gegenseitig ergänzen, aber eigenständige Individuen sind. In vielen Partnerschaften ist es so, dass man gegenseitig abhängig voneinander ist. Und oftmals ist es auch so, dass man bewusst oder unterbewusst sich immer wieder einen Partner aussucht, der die gleichen Eigenschaften hat wie der vorherige. Und oftmals wirkt man dann auch so darauf ein, dass einem das Gleiche passiert wie bei der vorherigen Partnerschaft. Mir ist es aufgefallen, dass viele Leute sich einen Partner wegen Äußerlichkeiten, also wegen Aussehen, Optik, Geld und Ähnlichem aussuchen. Dazu möchte ich sagen, dass meine persönlichen Erfahrungen nach die Leute, die sich auf ihr Aussehen etwas einbilden, innerlich hässlich sind, geradezu verfault oder sind dafür strunzdumm. Wieder andere sind innerlich so leer, dass man sie mehr oder weniger ständig hinter sich herziehen muss und ihnen einen Sinn geben muss für ihr eigenes Leben. Ich persönlich finde keines von dem attraktiv. Allerdings habe ich auch die Gabe, sehr tief in Wesen hineinsehen zu können. Das heißt, mir fällt dann der innere Zustand deutlich schneller und stärker auf als anderen. Fleisch ist vergänglich. Aber ein gutes Herz und ein guter Geist bleiben einem normalerweise lange erhalten, wenn man ein bisschen darauf aufpasst. Ich bin mir sicher, dass ihr ebenfalls Personen kennt, die in Anführungsstrichen ein Fluch sind und andere, die ein wahrer Segen sind. Meine Empfehlung ist, haltet euch an die, die ein Segen sind. Hängt lieber mit den Leuten rum, die euch gut tun und gut zu euch sind, bei denen ihr euch wohlfühlt. Bitte versteht das nicht falsch. Ich habe nichts gegen dumme Menschen. Ganz im Gegenteil. Man könnte sogar sagen, ich habe ein Herz für sie. Denn viele der geistig einfach gestrickten Leute sind sehr herzlich und oftmals leider sehr vernarbt, da sie oft an Leute kommen, die ihre Schwäche ausnutzen. Aber die meisten von ihnen sind sehr dankbar, wenn man ihnen einen ehrlichen, guten Rat gibt und ihnen etwas Wissen gibt, was sie wirklich benutzen können und was ihnen gut tut. Und ich muss sagen, dass die meisten Leute, die äußerlich nicht ganz so schön aussehen, leichte Schönheits- und verstrichen Fehler haben, oftmals klug und sehr herzlich sind. Diese Wesen sind mir auf jeden Fall deutlich lieber als die, die äußerlich toll aussehen und dafür innerlich hässlich sind. Selbstverständlich gibt es auch schöne Leute, die klug und auch innerlich schön sind. Diese sind allerdings selten. Genauso gibt es Leute, die äußerlich und innerlich hässlich sind. Ausnahmen bestätigen die Regel. Zum Abschluss möchte ich noch ganz kurz ein wenig über Magie sprechen. Wie schon erwähnt, ist Magie ein Werkzeug und es funktioniert wirklich. Aleister Crowley, einer der großen Magier des letzten Jahrhunderts, definierte Magie folgendermaßen. Magie ist die Kunst und Wissenschaft, Dinge und Ereignisse nach seinem Willen geschehen zu lassen. Das kann man jetzt in zweierlei Art verstehen. Die erste Variante wäre, Dinge nach seinem eigenen, ego-getriebenen Willen geschehen zu lassen. Und die zweite Variante wäre, Dinge nach dem Willen des Schöpfers geschehen zu lassen. Diese Aussage kann man auch auf die andere Aussage, für die er berühmt geworden ist, ausweiten. Auf Deutsch übersetzt sagte er Folgendes: Das einzige Gesetz ist, den Willen zu tun. Er benutzt im englischen Original nicht den Begriff you, sondern thou. Wie schon gesagt, dies kann man auf zweierlei Art interpretieren. Seinen eigenen Willen oder den Willen des Schöpfers. Das eine ist dunkle Magie, nämlich alles nach seinem eigenen Willen zu formen und zu biegen. Und das andere, dem Willen des Schöpfers zu folgen, ist weiße Magie. Tu, was du willst, was eine sehr grobe Übersetzung dessen wäre, ist der Leitspruch der dunklen Magier. Tu, was du willst, ohne anderen zu schaden, ist der Leitspruch der weißen Magier.
Meines Erachtens nach ist die Magie, die dem Willen des Schöpfers dient, die stärkste Magie. Viele der dunklen Magier meinen, dass der Schöpfergott ein dunkler Gott ist. Das sehe ich nicht so, da überall im Universum neues Leben entsteht. Das ganze Universum scheint darauf ausgelegt zu sein, überall, wo es möglich ist, neues Leben zu schaffen. Ein interessantes Beispiel dafür ist die Entdeckung einer Bakterienart, die ausschließlich in den Kammern von Atomreaktoren lebt, in denen die Brennstäbe gelagert sind bzw. benutzt werden. Ich habe euch am Anfang versprochen, dass ich euch noch ein paar Werkzeuge mitgebe. Die Siegel, die ihr hier seht, sind diese Werkzeuge. Das Pentagramm, was ihr hier seht, nenne ich das Siegel des geistigen Kriegers. Es hilft euch, das innere Pentagramm aufrechtzuhalten. Das bedeutet, dass Seele, Verstand und Ego an ihre Position kommen und eure dunkle sowie eure helle Seite in Einklang gebracht wird. Ihr seid also souverän und eure innere Dreieinigkeit, eure Dreifaltigkeit ist im Einklang. Das Siegel des geistigen Kriegers wird euch auch bei Entscheidungen helfen und dabei, sich an die natürlichen universellen Gesetze zu halten. Ebenso das Richtige zu tun, falls ihr es wünscht. Das Hexagramm, was ihr hier seht, ist das Siegel der Freiheit und der Befreiung. Das bedeutet, dass ihr sofort von sämtlichen indirekt oder direkt schädlichen oder schadhaften Einfluss befreit seid. Auch von Besessenheit. Alle Wesen, die Macht über euch haben, verlieren diese. Ihr seid frei und souverän. Es ist völlig unmöglich, die Wirkung und diese Siegel zu invertieren, pervertieren, deren Wirkung einzuschränken oder mit dunkler Magie zu belegen. Dunkle Magie ist all die Magie, die entgegen der natürlichen universellen Gesetze wirkt. Alles, was gegen den freien Willen der Person wirkt. Daher werden diese Siegel auch nur dann wirken und auch nur auf die Personen wirken, die es wollen. Ihr könnt sie gerne benutzen und erweitern, wie ihr es möchtet. Sie sind mein Geschenk an euch. Benutzt sie, wie ihr es für richtig haltet. Eine Empfehlung möchte ich allerdings aussprechen, und das wäre, das Siegel der Freiheit zum Beispiel entweder auszudrucken, um den Ausdruck dann ins Portemonnaie zum Beispiel zu legen, oder als Hintergrundbild zum Beispiel für das Telefon oder Tablet zu benutzen. Damit ihr es häufig seht, andere es auch sehen und ihr euch und die anderen damit befreit. Warum benutze ich Siegel? Siegel haben die interessante Eigenschaft, dass sie zum Beispiel immer stärker werden, je mehr Leute sie sehen, je häufiger man sie sieht und bei diesen beiden hier, je häufiger man sie kopiert. Ein dunkles Pendant dazu wären zum Beispiel die Geldscheine. Für viele ist Geld inzwischen ja fast so etwas wie ein in Anführungsstrichen Gott bzw. eine Religion geworden. Diese Siegel, die ich euch hier gebe, sind allerdings weiße Magie. Das heißt, sie befreien euch, erhöhen eure Vibration und euer Bewusstsein und sie schaden euch in keinster Art. Das dritte Siegel, was ihr hier seht, das andere Hexagramm, ist das Siegel der Wahrheit. Es hilft euch, die Wahrheit und nur die Wahrheit direkt zu begreifen und in Anführungsstrichen zu verdauen. Man muss die Wahrheit also nicht mehrfach hören, damit sie hier wirklich hängen bleibt. Einmal reicht. Allerdings wirkt es halt nur auf die Wahrheit. Soll heißen, wenn ihr das Siegel seht und ich euch mit Lügen vollquatschen würde, würde alles davon einfach wie Wasser an Teflon an euch abgleiten. Es würde nichts davon hängen bleiben. Es ist nicht notwendig, diese Siegel zu sehen, damit sie die Wirkung entfalten. Die Wirkungsdauer ist allerdings abhängig von der Umgebung und der Person selber. Soll heißen, je schlechter eure Umgebung ist, also je mehr schlechte Leute um euch sind und auf euch einwirken, desto kürzer die Wirkungsdauer. Je mehr Leute diese Siegel gesehen haben, desto stärker werden sie, desto länger und stärker auch die Wirkungsdauer. Ein weiterer Vorteil von Siegeln ist, dass man sich nicht mehr um sie kümmern muss. Soll heißen, man erstellt sie einmal und sie entfalten ihre Wirkung. Die Entscheidung, ob es wirken soll oder nicht, wird von eurer inneren Mehrheit getroffen, nicht von eurem bewussten Verstand alleine. Was meine ich mit innerer Mehrheit? Es ist die Stimme eurer dunklen Seite, die Stimme eurer hellen Seite, die Stimme eures Verstandes, eurer Seele und eures Egos. Im Grunde genommen wird das durch das Pentagramm symbolisiert. Bei bestimmten Wesen wirken diese Siegel überhaupt nicht. Welche das sind, werde ich hier nicht erwähnen. Aber man kann es sich denken. Ich möchte euch hier nun noch einen Tipp zur Verteidigung gegen mentale, psychische und magische Angriffe geben. Stellt euch vor oder visualisiert, dass ihr von blauen Flammen umgeben seid. Die blauen Flammen der berechtigten Wut.
Die blaue Flamme der berechtigten Wut ist heißer als Höllenfeuer. Das heißt, dass kein Dämon oder Archont da durchtreten kann. Ihr solltet dann aber, sobald der Angriff überstanden ist, wieder ganz bewusst in die Vibration der Liebe wechseln. Die meisten negativen Wesen mögen es nicht, wenn man in der Vibration der Liebe ist und zum Beispiel ausgeglichen ist und gute Laune hat. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, aber mit ein wenig Übung kann man das schnell zu einer Gewohnheit machen. Wer jetzt meint, Wut ist negativ, der steht ziemlich stark unter Mind Control. Wut ist ein Gefühl, was einem sehr, sehr viel Energie gibt. Es ist allerdings wichtig, nicht wütend zu sein, also man sollte nicht wüten. Aber Wut gibt einem die Kraft, zum Beispiel Dinge zu ändern. Es gibt einem den Mut, den Willen und die Kraft, zum Beispiel sich selber zu ändern. Oder zum Beispiel Fehler nicht erneut zu begehen. Die blaue Flamme der berechtigten Wut wird allerdings nur diese Wesen verbrennen, auf die ihr berechtigt wütend sein könnt. Leider wird den Frauen inzwischen beigebracht, dass es in Anführungsstrichen unsexy ist, wenn Männer wütend werden. Abraham Lincoln sagte einmal, man kann die Größe eines Mannes an den Dingen erkennen, die ihn wütend machen. Zitat Ende. Ich möchte noch ganz kurz ein magisches Symbol zeigen und erklären. Dies ist ein Hypercube oder auch Tesseract genannt. Dies ist die 4D-Darstellung davon, das heißt inklusive Zeit. Dieses Symbol ist so ziemlich allen in einer anderen Form bekannt. Die zeige ich gleich noch. Sie ist die Lösung. Man sieht, dass es ein Kreislauf ist. Ein Würfel in einem Würfel. Der Tesseract steht für Routine oder ein Gefängnis. Ein ständig sich wiederholender Kreislauf. Die Matrix und das Rebooten der Matrix. Es wird üblicherweise durch ein Oktagon, also durch ein Achteck, dargestellt. Es symbolisiert, dass man nicht von der Stelle kommt. Man ist gefangen oder blockiert. Man tritt auf der Stelle. Man bewegt sich im Kreis. Die einzige Lösung, aus diesem Kreislauf rauszukommen, ist diese Darstellung. Diese Darstellung sollte auch den meisten von euch durchaus bekannt sein. Ich finde es sehr interessant, dass dieses Symbol überall auf der Welt in genau dieser Funktion benutzt wird. Es ist das kosmische Stopp- bzw. Blockadezeichen. Nun sollten die Leute, die achteckige Hüte tragen, ein wenig ins Denken kommen. Meine Empfehlung ist, diese Hüte nicht aufzusetzen oder so schnell wie möglich wieder abzunehmen, da achteckige Hüte den Einfluss der kosmischen Energien blockieren. Ebenso die Ausbreitung von unten nach oben. Man unterbricht sozusagen die Verbindung zum großen Ganzen, zum kollektiven Bewusstsein. Das soll es nun erstmal gewesen sein. Über Magie und Meditation werde ich an anderer Stelle noch sprechen. Ich möchte hier auch noch ganz kurz auf die Frage eingehen, die mir von vielen gestellt wurde, ob sie meine Videos teilen dürfen. Ihr könnt euch die Frage im Grunde selber beantworten. Fragt euch, habe ich das Recht, euch das zu verbieten? Ist es richtig, diese Videos und das Wissen weiter zu verbreiten? In der Natur läuft es doch so, wenn zum Beispiel ein Vogel in England lernt, wie man die Alufolie von den Milchflaschen entfernt, um daraus trinken zu können, dann weiß es kurz darauf auch eine verwandte Vogelart in den USA. Und wenn eine Affenart auf einer einsamen Insel in Japan es lernt, wie man einen Krebspanzer öffnet, um ihn essen zu können, dann wissen es auch bald die Artgenossen, die einige Inseln weiterleben oder ganze Kontinente weiterleben. Selbstverständlich stehen die Videos weder für sogenannte Debunk-Videos oder Hohn-Videos zur Verfügung. Die einzige Einschränkung, die ich zu der Weiterverbreitung der Videos noch anführen will, ist: Bitte macht kein Geld damit. Und falls ihr das doch machen wollt, dann verweist bitte auf meinen Kanal. Es ist inzwischen auch bekannt, dass wenn einzelne Individuen bewusster werden, dann auch die ganze Gesellschaft bewusster wird. Genau das möchte ich erreichen. Ich würde es gerne sehen, wenn unsere ganze Gesellschaft, unser ganzer Planet bewusster wird. Sich zum Beispiel unserer eigenen Fähigkeiten und Gaben bewusster wird, ebenso wie dem Schicksal anderer Wesen. Seien es nun Menschen, Tiere oder andere Wesen. Eine gute Übung, um sein Bewusstsein zu erweitern, ist, dass man sich vorstellt, dass man sozusagen seine Perspektive aus der Augenhöhe herausnimmt, wie als wenn man eine Kamera in der Hand hat und diese Kamera an dem ausgestreckten Arm über sich hält. Seht euch und eure Umgebung durch die übergeordnete Perspektive. Versucht euch aus dieser Perspektive zu beobachten, wie ihr in der Gruppe agiert.
Man kann dadurch die eigenen guten sowie dunklen Seiten und Eigenschaften besser realisieren und wahrnehmen und erkennen, was an seinem eigenen Charakter bzw. an seinem eigenen Verhalten an Verbesserungen möglich ist. Mit dem Ziel, das gemeinsame Erlebnis, die Lebensqualität der Gruppe und natürlich damit auch seine eigene zu verbessern. Geht es meinem Umfeld gut, geht es mir gut. Macht euch klar, dass das Leid eines Einzelnen euer aller Glück schmälert oder sogar negiert. Als Beispiel, wenn man ein Kind weinen hört, dann gibt es kaum Leute, die dann noch gute Laune haben. Man sollte dann auch erkennen und ehrlich zu sich selber sein und sehen, welche Schwächen man hat. Zum Beispiel, ob die rechte bzw. linke Hirnhälfte eher stärker ist, ob man wenig Wissen über die spirituelle oder die materielle Welt hat, ob der Geist stark ist und der Körper schwach oder andersrum und diese Imbalance dann bewusst ausgleichen. Es ist auch nichts Schlimmes daran zuzugeben, dass man verarscht wurde. Es hat sogar was Gutes. Es wird einem nicht wieder passieren. Und meines Erachtens sind wir alle ziemlich verarscht worden. Aber wenn wir unser Wissen zusammenlegen, dann wird uns das nicht wieder passieren. Und dann wissen wir auch ziemlich genau, was wir nicht haben wollen. Durch dieses Ausschlussverfahren können wir dann relativ schnell darauf kommen, was wir haben wollen. Zum Beispiel Freiheit. Meines Erachtens ist es wichtig, die Einsicht in die Notwendigkeit nach Veränderung und Wachstum zu erlangen. Und auch die Ablehnung bzw. das Missfallen, sich wieder und wieder in diese Routine zu stürzen. In das, was man nicht haben will. Dazu muss man sich selbst erkennen, sich selber besser kennenlernen und seiner Wahrnehmung vertrauen. Viele manifestieren immer und immer wieder das Negativ, also das, was sie nicht wünschen, das, was sie nicht wollen. Nehmt euch die Zeit, dieses Gedankenmuster zu ändern. Ein gutes Buch, um seine eingefahrenen Gedankenstrukturen und Muster zu verändern, ist Die 7 Botschaften unserer Seele von Ella Kensington. Achtet darauf, dass ihr euch selber etwas Gutes tut, etwas wirklich Gutes. Ihr wisst selber am besten, wer und was euch gut tut und was nicht. Es ist wirklich wichtig, sich bewusst zu machen, wie sehr man verletzt wurde und verletzt ist. Wie bei einer echten Verletzung muss man sich die Wunde ansehen, um sie heilen zu können. Heilt diese Wunden ganz bewusst. Jede dieser geheilten Wunden kann eine von euren Stärken sein. Es ist ähnlich wie mit einem Knochenbruch. Die Stelle, die schon mal gebrochen war, wird nicht nochmal brechen. Genau durch diese Selbstheilung, durch diese Reflexion und Schattenarbeit erreicht man sehr starkes spirituelles Wachstum. Meine Empfehlung ist, macht das am besten selber, also heilt euch selber. Das spirituelle Wachstum ist deswegen wichtig, denn je größer man wird, desto weniger verletzbar ist man. Desto weniger schwankt man auch hin und her. Man bleibt innerlich und äußerlich stabiler und ruhiger. Je größer und stärker man wird und je mehr Wunden man geheilt hat, desto weniger Wesen können einen verletzen, manipulieren, dominieren oder verführen. Verführen ist hier nicht im sexuellen Sinne gemeint, sondern dazu verführen, etwas Dummes oder etwas Falsches oder Unrecht zu tun. Wenn ihr euch an das Bildnis von dem Samen erinnert, was ich euch am Anfang gesagt habe, denkt nun an einen Baum. Ein junger Baum ist noch sehr verletzlich. In der ersten Wachstumsphase zittert jeder Baum noch vor einem kleinen Hund, der ihm sagt, ich mach dich kaputt, weil er in der Größe das sogar noch hinkriegen würde. Aber je größer und größer der Baum wird, desto weniger Schaden kann ein Hund, selbst ein größerer Hund, nachher bei ihm anrichten. Und selbst wenn der Hund ein Häufchen legt oder euch anpieselt, dann trägt all das zu eurem Wachstum und zu eurer Stärkung bei. Wenn ihr erst eine Größe erreicht habt, dass ihr das erste Mal Früchte tragen könnt, könnt ihr dem Hund auch notfalls, falls ihr das wünscht, einen Apfel oder sowas auf den Kopf fallen lassen. Als kleines Dankeschön sozusagen. Es ist auch sehr wichtig, das verlorene Wort wiederzufinden. Es ist Nein. Und man sollte es häufig gegenüber bösen und schädlichen sowie schlechten Leuten benutzen. Wie ich es vorhin bei dem Schild des Universums sagte. Wenn ihr erst eine gewisse Größe erreicht habt und das Schild des Universums um euch habt, können die bösen Wesen euch nicht direkt schaden. Sie müssen euch sozusagen um Erlaubnis bitten, um euer Einverständnis bitten, dass sie euch schaden dürfen. Sie können euch nur dazu verführen. Dabei ist Willensstärke vonnöten. Um diesen Leuten dann klar mit Nein antworten zu können. Ihr werdet dann auch sehen, dass sie euch dann nicht wirklich schaden können. Die meisten werden dann weiterziehen und sich ein anderes Opfer suchen. Je stabiler man wird, desto weniger macht man falsch. Es gibt weniger Phasen, in denen man zum Beispiel Rückfälle hat oder Unrecht begeht bzw. Falsches tut. Und selbst wenn ihr eine Art, in Anführungsstrichen, Rückfall habt oder eine Phase habt, wo ihr Falsches tut bzw. Unrecht tut, dann werden diese Phasen auch immer kürzer werden.
Je weniger man falsch macht, desto weniger Leid verursacht man sich selber und anderen. Absolut notwendig und wirklich wichtig ist Ehrlichkeit zu sich selbst. Man muss aufhören, sich selbst zu belügen. Erst wenn man aufhört, sich selbst zu belügen, kann man auch zu anderen Leuten ehrlich sein. Falls ihr etwas nicht sagen wollt, dann haltet einfach den Mund oder sagt ganz klar, dass ihr darauf nicht antworten möchtet. Dies hängt mit der Vibration der Wahrheit und der Lüge zusammen. Die Wahrheit und die Lüge haben jeweils eine eigene Frequenz. Je häufiger man die Wahrheit spricht, desto mehr sammelt man die Archonten um sich herum, die von der ausgesprochenen Wahrheit profitieren und einen selber dadurch dann auch schützen vor den schlechten, bösartigen, schädlichen Archonten. Je mehr man lügt, desto stärker zieht man die Archonten an, die von der Lüge angezogen werden, von der Vibration der Falschheit. Ihr könnt das Wort Archonten auch in diesem Falle gerne durch Engel bzw. Dämonen ersetzen. Diese unsichtbare Umgebung um uns herum hilft uns dann, das Richtige zu tun, wenn wir die richtigen Begleiter um uns haben. Wenn wir aber permanent lügen und sehr schädliche Archonten oder Dämonen um uns herum haben, dann wird es uns auch sehr, sehr schwer fallen, das Richtige zu tun. Desto eher werden wir dazu verleitet, Unrecht zu begehen. Und damit gleiten wir schnell wieder in den Teufelskreis, in diese Spirale abwärts hinein. Soll heißen, wir sammeln damit schnell viel schlechtes Karma für uns, was dann nach einiger Zeit wieder zu uns zurückkehren wird. Das Wissen um die Archonten bzw. Engel, Dämonen, Djinn, wie auch immer ihr sie nennen wollt, ist in allen Religionen bekannt und überliefert. Ebenso wie die Information über Reinkarnation. Ja, Reinkarnation ist ebenfalls in sämtlichen größeren Religionen bekannt und überliefert. In dem Fall der Bibel sind diese Stellen aber in Anführungsstrichen zensiert bzw. herausgenommen worden. Man findet sie aber in den gnostischen Texten. Meiner Erfahrung nach gibt es weder Zufall, Glück oder Pech. Es ist üblicherweise die Reaktion der natürlichen universellen Gesetze bzw. des Law of One oder Karma oder alles zusammen. Wenn man sich die natürlichen universellen Gesetze und seine tagtäglichen Tätigkeiten wirklich reell vor Augen führt und ehrlich zu sich selber ist, dann erkennt man schnell, dass vieles von dem, was wir im Normalfall so tun, nicht wirklich in Anführungsstrichen gut ist. Soll heißen, es erzeugt Leid für andere Wesen. Man sollte auch aufhören, sich an andere zu klammern und stattdessen eine eigene innere Stabilität entwickeln. Die natürlichen universellen Gesetze sind hierbei eine Art von Stützpfeiler und ein Wegweiser dafür. Nur wenn jemand einem die Hand reicht, dann darf man selbstverständlich diese ergreifen und sich daran festhalten, bis man selber stehen und laufen kann. Das Ziel der Entwicklung sollte allerdings sein, ein eigenständiges Wesen zu sein. Das heißt, man sollte selber irgendwann stehen und laufen können, damit man anderen aufhelfen kann und ihnen das Laufen beibringen kann. Man sollte sich auch bewusst machen, welche Teile des Puzzles man richtig hat, welche falsch sind und welche Teile fehlen. Auch hier ist wieder absolute Ehrlichkeit zu sich selber notwendig. Man sollte dann auch die Teile, die man falsch hat, auch direkt korrigieren und nicht zu stolz dafür sein, erstens Fehler einzugestehen und zweitens diese zu korrigieren. Ebenso ist wichtig, sich bewusst zu machen, wen und wie sehr man andere verletzt hat. Ganz wichtig ist dabei erstmal die Einsicht, dass man anderen wehgetan und Unrecht getan hat, damit man aufhören kann, das weiterhin zu tun. Diese Einsicht ist für viele unangenehm, da es das Gefühl der Reue in uns aufkommen lässt. Aber wie schon erwähnt, ohne Reue und Buße gibt es keine echte Vergebung. Das heißt, wir werden das Karma der Situation dann nicht wirklich los. Nachdem man die Einsicht hatte, wie sehr man jemanden verletzt hat und sich denkt, oh Mann, da habe ich Mist gebaut, dann sollte man dann auch Buße tun. Das heißt, es wieder gut machen. Zumindest diese Person um Verzeihung bitten. Denn egal, wie diese Person dann reagiert, ihr habt es wenigstens versucht. Und weil ihr Reue gefühlt und Buße getan habt, wird euch auch zumindest ein Teil des Karmas dieser Situation dann auch vergeben werden. Kosmisch. Indem man sich von solchem altem Leid oder auch Ballast befreit hat, bekommt man mehr Respekt. Das heißt, man kann sich selber eher wieder im Spiegel in die Augen sehen. Da Psychopathen keinerlei Reue fühlen können, werden sie auch keinerlei Buße tun und daher auch keine Vergebung bekommen. Aus kosmischer Sicht gesehen. Psychopathen werden den Fehler oder die Verletzung, das Unrecht wieder und wieder begehen. Daher ist es am sinnvollsten, sich von ihnen zu trennen.
Die meisten von ihnen sind absolut unverbesserlich. Das Sinnvollste, was man tun kann, ist, seine Freunde davor zu warnen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die innere Reinigung. Das ist ein weiterer Teil der Schattenarbeit. Das heißt, man sollte sich von der Gedankenkontrolle, von Dogmen, wie zum Beispiel den Glauben an Staat oder Autorität, Geld, Arbeit und Sicherheit verabschieden und heilen. Wer das Dogma der Autorität vertritt und meint, dass es legal ist, dass jemand uns regiert, einschließlich einen selber, der sagt im Grunde genommen, dass Sklaverei legal ist. Dieser Gedanke ist absolut falsch. Über Geld haben wir ja vorhin schon gesprochen. Und wer sich über seine Arbeit definiert und keinen eigenen inneren Wert hat, der sollte schleunigst anfangen, daran zu arbeiten. Diejenige Person, die nach Sicherheit strebt, sollte sich klar machen, dass Sicherheit auf einem Planeten, der um eine Sonne kreist, eine Illusion ist. Der einzig wirkliche Schutz ist rechtes Tun und das Einhalten der natürlichen universellen Gesetze. Eine gute Intuition kann dabei auch sehr behilflich sein, denn sie wird einem sagen, wann man aus der Schusslinie gehen soll. Wenn man das tut, was das Universum von einem will, fördert das ebenfalls das spirituelle Wachstum. Meiner Beobachtung nach ist es so, dass wenn man etwas tut, was das Universum nicht möchte, dass man es tut, dass man dann Steine in den Weg gelegt bekommt und es ständig Stockungen gibt. Wenn man aber das tut, was das Universum von einem will, dann fließt es. Es läuft einfach. Man sollte sich dem Leid, was man bisher verursacht hat und verursacht, bewusst werden und aufhören, weiter Leid zu verursachen. Soll heißen, man sollte sich Mühe geben, nicht noch mehr schlechtes Karma auf sich zu ziehen. Das von mir angesprochene Mantra kann man zum Beispiel dafür benutzen, um sein eigenes Karma zu reinigen. Man kann natürlich auch das Karma anderer Leute damit reinigen. Als ich es die ersten paar Male mitgesungen habe, habe ich nicht allzu lange durchgehalten. Nach 1 bis 2 Minuten habe ich geheult wie ein Schlosshund. Und ich habe oftmals dann damit aufgehört, bis mir irgendwann der Satz in den Sinn kam, dass jede Träne die Seele reinigt. Nach ein paar Versuchen war ich dann so weit, dass ich zumindest weiter singen konnte und dabei geschah Erstaunliches. Der tiefe Schmerz, den ich dabei gefühlt habe, wandelte sich in Dankbarkeit und Demut. Und bald rannen mir Freudentränen die Wangen herunter und inzwischen bin ich so weit, dass ich anfange zu strahlen und zu lächeln, sobald ich die ersten Textzeilen gesungen habe. Ich persönlich habe das bei keinem anderen Gebet bisher erfahren. Und ich habe einige Gebete auf einigen Sprachen gesprochen bzw. gesungen. Aber keines davon hatte diese überwältigende Wirkung. Man sollte sich bewusst von seiner Angst befreien und sich wirklich klar machen, welches Böse zurzeit in der Welt wütet. Und dann sollte man ehrlich zu sich selber sein und erkennen, wie viel Energie und wie viel Teilnahme man daran hat und diese dann entziehen, sich also nicht weiter an dem Bösen beteiligen. Es ist aber wichtig zu wissen, was wirklich auf der Welt passiert, damit man nicht unbewusst oder durch Ignoranz daran teilnimmt. Ebenso wichtig ist es, Wissen zu suchen und es aufzunehmen. Nur dadurch kann man erkennen, was Lügen und falsches Wissen ist. Dieses sollte man dann meiden. Als Beispiel, fast alles, was ihr in der Hypnosekiste erfahrt, gehört dazu. Echtes Wissen werdet ihr dort kaum erfahren. Man sollte dann auch seine Freunde vor schlechten Quellen und schlechtem Wissen warnen, sie auf Denkfehler und Wissenslücken hinweisen. Ebenso sollte man dann Gutes empfehlen und unterstützen. Fragt euch, wem nützt es? Was ist die Motivation der Person dahinter? Verdient sie dadurch Geld? Wird sie dadurch berühmt? Möchte diese Person Aufmerksamkeit? Wie Marc Passio es so oft in seinen Vorträgen richtig sagt, wenn man die Wahrheit sagt, laufen die meisten, in Anführungsstrichen Freunde, eher davon, als dass man viele Gute dazu gewinnt. Dies kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ein weiteres wichtiges Ziel sollte sein, klar zu werden. Soll heißen, man sollte sich von sämtlichen bewusstseinsverändernden Substanzen entziehen. Dazu gehören auch Zucker und Kaffee. Man sollte den Mut entwickeln, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, den Mut zu lernen, neues Wissen aufzunehmen und darüber zu sprechen. Ebenso sollte man den Mut haben, Freunde und Bekannte darauf aufmerksam zu machen, wenn sie Unsinn erzählen. Schweigen heißt Zustimmung und nichts dagegen tun bedeutet Kollaboration. Man sollte jegliche Beteiligung an Unrecht sowie die Duldung von Unrecht stoppen.
Es ist wichtig, seine eigene Wahrnehmung zu verbessern, das heißt zu präzisieren, und damit meine ich nach innen, also die eigene Wahrnehmung, ebenso wie die Wahrnehmung des Außen. Nutzt die gebotenen Hilfen und Hilfsmittel. Macht euch am besten euer eigenes Bild. Denkt selber über etwas nach und trefft selber die Entscheidungen. Selbstverständlich könnt ihr euch mit Freunden und euren Lieben darüber beraten. Aber jeder sollte sich seine eigenen Gedanken machen und vor allem seine eigenen Entscheidungen treffen, denn das Karma tragt ihr. Hier möchte ich nochmal das Trivium erwähnen und empfehlen, es wirklich zu verinnerlichen. Man sollte sich dann auch bewusst machen, dass man zu jedem Thema die Stimme und eine Gegenstimme hören sollte, zumindest eine. Sucht euch euer Umfeld und die Personen in eurem Umfeld ganz bewusst aus. Meine Empfehlung ist, die Personen aufzusuchen, die einem gut getan haben und gut tun. Ebenso sollte man die, in Anführungsstrichen, schlechten aussortieren. Das schafft Platz für Neues. Macht euch bitte bewusst, dass die Angst, gute Menschen zu kontaktieren, oftmals Unsinn ist. Erforscht auch bitte dabei, woher diese Ängste kommen und welche Gründe sie haben. Dadurch erhaltet ihr Mut. Wenn ihr ein gutes Umfeld um euch habt und gute Menschen um euch habt, dann habt ihr den Rückhalt und den Mut, sich von den schlechten Leuten zu trennen. Ebenso von den schlechten Eigenschaften und Gewohnheiten. Als Beispiel, ein Raucher, der ständig mit seinen anderen Raucherfreunden in der Kneipe abhängt, wird es extrem schwer haben, das Rauchen aufzugeben. Wenn aber dieser Raucher einem Sportclub beitritt, wo fast alle Nichtraucher sind, und er bewusst dieses Umfeld wählt, dann wird es ihm wahrscheinlich eher leicht fallen, das Rauchen aufzugeben und schlechte Gewohnheiten abzulegen. Man sollte auch wieder Kontakt zu seinem inneren Kind aufnehmen. Dies hilft einem, die Leichtigkeit des Lebens wiederzufinden. Ich erwähne das, weil in meinem Umfeld ich so gut wie keine Person kenne, die nicht als Kind schwer traumatisiert wurde und in einem bestimmten Aspekt seiner Entwicklung immer noch in der Mentalität eines Kindes ist. Das ist nicht böse gemeint. Bei mir war es nicht anders. Genau deswegen erwähne ich, dass man den Kontakt zu seinem inneren Kind wiederherstellen soll. Das heißt, es ist empfehlenswert, sich seine Kindheit nochmal vor Augen zu rufen und festzustellen, wo und wann man von welchen Personen traumatisiert wurde. Auch das ist unangenehm, aber es fördert das spirituelle Wachstum. Nehmt dieses innere Kind liebevoll in den Arm und holt es dort ab, wo es ist. Vereinigt euch innerlich mit ihm. Das fördert das Wachstum und die Heilung. Dadurch verstärkt man das innere Wachstum. Ich kann es sehr gut verstehen, wenn ihr nun sagt, das ist alles zu viel. Nehmt euch einen Aspekt heraus und arbeitet erstmal damit. Meiner Erfahrung nach ist es auch so, dass wenn man erstmal an einem Teil seines Selbst arbeitet, dass man dadurch mehr oder weniger automatisch auch irgendwann dazu kommt, die anderen Teile zu bearbeiten. Ich möchte nicht zur Hetze oder zur Eile aufrufen. Es wäre sinnvoll, jetzt schon mit dieser Arbeit anzufangen, da wir meiner Meinung nach vor immer turbulenter werdenden Zeiten stehen. Mein Tipp ist aber, dass ihr allerspätestens, wenn ihr die Leute seht, die ihr normalerweise so gerne im Fernsehen oder in Filmen seht, diesmal auf der Anklagebank sehen solltet, mit der silbernen Acht um ihre Handgelenke, dann solltet ihr allerspätestens damit anfangen. Denn falls die Wahrheit über die ganzen dunklen Machenschaften, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten auf diesem Planeten abgelaufen sind, ans Licht kommen, dann ist das sozusagen die letzte Chance, der letzte Weckruf für den Aufstieg. Möglicherweise stehen uns danach noch chaotischere Zeiten ins Haus. Dies wird dann das bewusste Arbeiten an sich selbst noch etwas erschweren. Was sicherlich hilfreich ist, ist, sich geistig von Materie und Besitz zu lösen. Materie wird sich verändern. Den meisten wird das Phänomen bekannt sein, dass wenn man zum Beispiel etwas Sand in ein Glas Wasser gießt und dann einen bestimmten Ton abspielt, dieser Sand im Wasser eine bestimmte geometrische Form annimmt. Spielt man dann einen anderen Ton, verändert sich diese geometrische Form. Meines Erachtens ist das genau der Effekt, der jetzt zurzeit gerade passiert und immer stärker wird. Dies ist nun auch die Zeit, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Allerdings ist es in diesem Fall anders, denn die schlechten Leute, die in einer niedrigen Schwingung sind, die werden am Boden bleiben und die Leute, die in einer hohen Schwingung vibrieren, werden von den Winden in Sicherheit getragen.
Der beste Weg, sich zu befreien, ist, sich an die natürlichen universellen Gesetze anzupassen und diese einzuhalten. Dazu sollte man sich die Zeit und seine Freiheit nehmen. Möglicherweise ist es dazu notwendig, seine Prinzipien und Prioritäten neu zu sortieren. Die Umstellung und die Heilung erfordert Zeit. Daher empfehle ich, direkt damit anzufangen. Wie gesagt, es muss nicht alles sofort sein, aber ein steter Prozess wäre jetzt schon wünschenswert. Je eher ihr damit anfangt, desto leichter und schneller geht es und desto leichter und schneller werden wir in gute Zeiten kommen. In meinen Erfahrungen und durch die Beobachtung meines Umfeldes habe ich festgestellt, dass der Geist deutlich schwerer zu ändern ist als das Fleisch. Ich persönlich habe zum Beispiel mit relativ wenig Umstellung innerhalb von etwas über einem Jahr über 30 Kilo verloren. Und da ich mich in diesem Jahr auch sehr stark darum bemüht habe, meinen Geist und meine Verhaltensweisen, meine schlechten Angewohnheiten aufzudröseln und zu heilen und diese abzustellen, bin ich nun schon relativ weit. Hätte ich das nicht getan, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht vor dem Mikrofon stehen und euch das erzählen. Eingefahrene, oft ausgeführte Verhaltensweisen und Gewohnheiten, besonders schlechte Gewohnheiten, sind wirklich schwer loszuwerden. Ganz besonders, wenn das Umfeld die gleichen schlechten Angewohnheiten hat. Es ist vergleichbar, als wenn man einen Edelstein schleift. Man muss die Macken und Unreinheiten herausfeilen. Dafür braucht man Geduld, ein ruhiges Händchen und ständiges Arbeiten, ständiges Feilen. Daher ist es dann auch wünschenswert und es macht es einem auch einfacher, wenn man Kritik an sich selber gut verkraften kann. Man sollte sich also dann nicht aufregen, wenn man auf schlechte Eigenschaften von einem selbst hingewiesen wird, sondern diese als Tipp sehen und wirklich anfangen, daran zu arbeiten, diese umzustellen oder abzustellen. Wenn man seine Wahrnehmung präzisiert hat und die Dinge so sieht, wie sie wirklich sind, dann sollte man sich seinen eigenen Standpunkt und seine eigene Seite, also hell oder dunkel, bewusst machen und sehen, wo man steht. Man muss erst den in Anführungsstrichen Ist-Bestand sehen, so wie er ist, damit man anfangen kann, diesen zu verbessern. Nachdem man festgestellt hat, auf welchem Standpunkt man ist und auf welcher Seite man steht, sollte man meines Erachtens eher bewusst entscheiden, auf welcher Seite und auf welchem Standpunkt man stehen will, was das Ziel ist, wo man hin will. Dieses Ziel sollte man dann im Auge behalten und sich auf den Weg dorthin machen und an der getroffenen Entscheidung nicht mehr rütteln, sondern eher daran arbeiten, dass man zu dem Ziel hinkommt. Das heißt auch oft bewusst gegenhalten gegen die Verführungen, die einen wieder zurückziehen wollen. Das erfordert Willen, Stärke und Durchhaltevermögen. Aber genau das baut man damit auch auf. Mit jedem Schritt, dem man dem Ziel näher kommt, bekommt man mehr Stärke, ist motivierter durchzuhalten, da das Ziel nicht mehr so weit ist wie beim letzten Schritt und es stärkt den Willen, das Ziel wirklich zu erreichen. Kümmert euch um die, die es verdienen und denen noch geholfen werden kann. Anderen zu helfen, ganz besonders wenn ihr selber nicht weiterkommt, gibt gutes Karma, wenn man nicht dafür entlohnt wird. Und ich für meinen Teil möchte diesen Schutzschild nicht mehr missen. Lasst die Unverbesserlichen so, wie sie sind und dort, wo sie sind. Verändert euren Fokus und richtet ihn auf diejenigen, die es wert sind und die es verdienen. Ebenso auf diejenigen, die euch helfen und denen ihr helfen könnt. Meines Erachtens wäre es auch sinnvoll, nachdem man sich von Materie und Besitz gelöst hat, seinen Fokus auf nützliche Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verlegen. Man sollte nützliche Fähigkeiten erlernen, also solche Fertigkeiten und Fähigkeiten, die einem selbst nutzen, aber auch natürlich die, die anderen ebenfalls nutzen. Die allerwichtigsten Dinge, die man wirklich verstehen sollte bei den natürlichen universellen Gesetzen, ist, dass Moral kein Konstrukt des Menschen ist. Es gibt eine kosmische Vorstellung bzw. Richtlinie Moral betreffend. Ebenso ist es wirklich wichtig, den Unterschied zwischen richtig und falsch zu kennen. Kurz gesagt, richtig ist, was keinem anderen fühlenden Wesen Schaden zufügt. Alles das, was anderen fühlenden Wesen Schaden zufügt, ist unrecht und falsch. Und der dritte Punkt, der sehr wichtig ist zu begreifen, ist, dass Autorität eine illegale Illusion ist. Es gibt sowas wie Gesetzlosigkeit nicht. Die natürlichen universellen Gesetze sind immer und überall in Kraft. Und der beste Schutz ist, sich ihnen anzupassen und sie nicht zu übertreten.
Eine meiner persönlichen Empfehlungen ist die Übung, die euch in die Vibration der Liebe versetzt, zu, in Anführungsstrichen, trainieren, sodass ihr jederzeit in die Vibration der Liebe wechseln könnt. Dies verstärkt euer Schutzschild und es hilft euch, gute Dinge zu manifestieren. Dazu ist es wichtig, sein Unterbewusstsein und sein Bewusstsein in Einklang zu bringen. Durch Schattenarbeit und Heilung ist dies recht schnell zu erreichen. Allerdings ist das am Anfang zugegebenermaßen erst unangenehm, aber nachdem man die größeren und gröberen dunklen Flecken an sich selber gereinigt hat, fällt es einem immer leichter. Je häufiger man in der Vibration der Liebe ist, desto mehr gute Dinge passieren einem. Das macht das Leben leichter. Dadurch erleichtert man sich selber und anderen das Leben und gewinnt sehr schnell viel Freude am Leben. Meines Erachtens ist es auch wichtig, seiner eigenen Intuition vertrauen zu lernen. Dies wird besonders uns Männern in der westlichen Gesellschaft geradezu abgewöhnt. Den Frauen ebenfalls. Haltet die Flamme der Hoffnung immer am Leben. Es wird schon werden und niemals nachlassen. Michael Tessarion brachte in einem seiner Vorträge ein sehr schönes Bild zur Sprache. Wenn man in einem völlig dunklen Raum ist und dort ein Streichholz oder eine Kerze entzündet, dann wird durch diese kleine Flamme der ganze Raum erleuchtet und man kann seine ganze Umgebung erkennen. Die Dunkelheit muss sich in die Ecken flüchten oder hinter irgendwelchen Gegenständen verstecken. Wenn man aber eine große Kiste voller Dunkelheit in einen hell erleuchteten Raum bringt und die Kiste öffnet, hat das keinen Effekt. Das ist die Stärke des Lichtes. Viele mögen die Welt jetzt zurzeit ziemlich dunkel sehen, aber bedenkt dabei Folgendes. Die Nacht ist am dunkelsten kurz vor Sonnenaufgang. Ein weiteres schönes Bildnis ist Folgendes. Ein ganzer Ozean voller Wasser kann ein Schiff nur dann versenken, wenn er in das Schiff eindringt. Genauso ist es mit Negativität. Ich möchte hier zwei Zitate von Bruce Lee anbringen. Je mehr wir Dinge schätzen, desto weniger schätzen wir uns selbst. Und je ärmer wir in unserem Inneren sind, desto mehr versuchen wir uns im Äußeren zu bereichern. Zitat Ende. Buddha sagte, es gibt nur zwei Fehler, die man auf dem Weg zur Erleuchtung machen kann. Nicht anfangen und nicht den ganzen Weg gehen. Buddha sagte auch, Worte haben die Macht zu zerstören und zu erschaffen. Wenn Worte wahr und zugleich gütig sind, haben sie die Kraft, diese Welt zu verändern. Zitat Ende. Morpheus hatte recht, als er in dem Film Matrix sagte, dass es mit der Entscheidung anfängt. Und jeder von uns hat diese Wahl, jederzeit. Es geht um die Entscheidung, was zu tun ist. Jeder von uns hat jederzeit die Entscheidung, das Richtige oder das Falsche zu tun. Das, was ihm selbst nützt oder das, was uns allen nützt. Die Entscheidung, weiterhin auf Knien zu leben oder aufzustehen. Die Entscheidung, weiter zu schlafen oder aufzuwachen. Die Entscheidung, gesteuert zu werden oder selbst das Ruder in die Hand zu nehmen. Die Entscheidung, den Kreislauf der Gewalt weiterzudrehen oder sich zu heilen. Die Entscheidung, die Probleme weiterhin vor sich herzuschieben oder sie anzugehen. Die Entscheidung, die Probleme und Konflikte, die wir auszutragen haben, an unsere nachfolgende Generation weiterzugeben. Die Entscheidung, ob man weiter in der Sklaverei leben möchte oder in Freiheit. Oder um es noch einfacher auszudrücken, möchte man im Licht leben oder weiterhin in der Dunkelheit. Wenn man sich für das Licht entscheidet, dann wird eine Reinigung des Selbst auf allen Ebenen, also in der gedanklichen, emotionalen und körperlichen Ebene, vonnöten sein. Der Grad dessen wird bei jedem unterschiedlich sein. Je dunkler, dämonischer man ist, desto weniger Hilfe bekommt man von den Lichtwesen. Der Schlüssel dazu ist, sich an die natürlichen universellen Gesetze zu halten und diese anderen beizubringen. Es ist der beste Weg, selbstverursachtes Leid, also Karma, zu umgehen und zu vermeiden. Zum Abschluss möchte ich nun noch kurz auf meine Homepage hinweisen. Dort findet ihr eine Menge Links zu wertvollem Wissen, interessanten Dokumentationen und von den Homepages einiger brillanter Leute, großartiger Denker unserer Zeit. Ich möchte alle auch bitten, sich die anderen Videos auf meinem YouTube-Kanal anzusehen, damit dieser Themenkomplex abgeschlossen ist und sie sämtliche Informationen dazu haben. Ich möchte euch bitten und euch empfehlen, euch die Videos anzusehen, dann darüber nachzudenken und zu entscheiden, ob da etwas dran ist und das Richtige zu adaptieren und das Falsche abzustellen. Sich also der Wahrheit anzupassen. Nicht nur unsere Wahrnehmung der Wahrheit anzupassen, sondern auch unser Fühlen und Handeln. Ebenfalls empfehle ich, einen Tag oder auch nur einen Nachmittag oder einen Abend
eine, in Anführungsstrichen, was wäre wenn Zeit einzulegen und sich einfach mal die Gedanken zu machen, was wäre wenn das alles, was ihr in dem Video gehört habt, wahr wäre. Dabei könnt ihr dann auch relativ schnell herausfinden, im Vergleich zu dem, was wirklich draußen passiert, was wahr ist, was wahr sein könnte und was wahrscheinlich nicht wahr ist. Zu guter Letzt möchte ich euch noch eine asiatische Weisheit mitgeben. Ein Lächeln ist die höflichste Art, seinem Gegenüber die Zähne zu zeigen. Herzlichen Dank für die werte Aufmerksamkeit. Haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal.